Stell dir vor, eine winzige Entscheidung könnte eine ganze Reise verändern. Stell dir vor, sie könnte ein ganzes Leben verändern. Und nun stell dir vor, dass alles mit einer ganz einfachen Frage beginnen könnte. Der gute Ernest Hemingway hat mal Folgendes gesagt: Der beste Weg, herauszufinden, ob man jemandem vertrauen kann, ist ihm zu vertrauen. Und das ist eine Sache, die ich nach meiner Reise oft gefragt wurde. Daniel, wie konntest du all diesen Fremden so bedingungslos vertrauen? Um euch das zu beantworten, muss ich ein gutes Stück in die Vergangenheit springen. 8 Jahre nach Neuseeland, in das Land, in dem ich zum ersten Mal in meinem Leben getrampt habe. Und ich möchte über meine 6. Mitfahrgelegenheit sprechen. Ein fast 60-jähriger Mann aus Belgien, der mittlerweile dort lebte. Und er nahm mich mit. Und er erzählte mir von seiner Jugend, davon, dass er mit 16 Jahren von zu Hause weg ist und dann 20 Jahre lang um die Welt gereist ist per Anhalter. Er sagte, er hat ungefähr 250.000 Kilometer per Anhalter zurückgelegt. Und meine Kinnlade klappte nach unten, meine Augen wurden immer größer und ich wollte Geschichten hören. Und er hat mir Geschichten erzählt. Lustige, unglaubliche, absolut absurde Geschichten. Und ich hatte Tränen in den Augen vor Lachen. Und dann, irgendwann, stellte ich noch eine weitere Frage, denn es war, wie gesagt, meine 6. Mitfahrgelegenheit. Auch ich hatte Respekt vor dem Trampen, auch ich hatte ein wenig Angst vor dem Trampen. Und so stellte ich eine Frage, die im Nachhinein für mich persönlich vielleicht alles verändert hat. Und zwar fragte ich ihn damals, du, sind dir auf deiner Reise denn auch schlimme Dinge widerfahren? Der gab mir damals leider nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Er sagte, ja, die gab es auch. Ich wurde beispielsweise von einer meiner Mitfahrgelegenheiten vergewaltigt. Doch im selben Atemzug sagte er, all die tollen Momente, die er hatte, wiegen diesen doch sehr schlimmen Moment, selbst diesen schlimmen Moment, mehr als auf. Und er sagte, wenn er sein Leben nochmal leben könnte, würde er erneut jeder dieser Personen vertrauen. Das waren Gedanken, die mich lange beschäftigt haben und mich selbst vor die Frage geführt hatten, du, wo könnte dich dein eigenes Vertrauen am Ende denn vielleicht hinbringen? Und so nahm ich mir damals vor, genau das herauszufinden und habe vertraut, fast 500 Mal, als Autos vor mir angehalten haben, fast 200 Mal, als Menschen mich zu sich nach Hause eingeladen hatten. Und falls ihr euch fragt, wo mich persönlich dieses Vertrauen am Ende hingebracht hat, dann seid ihr hier richtig bei Anekdoten eines Beifahrers. Ich bin Daniel Dacuna und ich wünsche euch allen einen wundervollen Abend. Schön, dass ihr hier seid, Merzig. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder auch guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hier gerade schaut. Ich möchte mich, bevor wir loslegen mit der Show, nochmal kurz vorstellen. Ich bin Daniel Dacuna und ich war 2 Jahre lang per Anhalter unterwegs gewesen, habe 53.000 Kilometer getrampt und erzähle in dieser Show Geschichten über Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wir werden am Anfang Richtung östlich aus Europa reisen, in den Mittleren Osten, wir werden ans Nordkap trampen, wir werden später in der 2. Hälfte 5 Länder im südlichen Afrika durchreisen und werden durch Russland nach Zentralasien trampen und die Reise in Südostasien beenden. Noch 2 wichtige Fakten für euch an dieser Stelle. Diese Reise hat im April 2017 begonnen und endete 2 Jahre später, Anfang 2019. Und diese Show, die ihr heute sehen werdet, das war eine meiner letzten Live-Shows, die wir im Oktober bzw. September 2022 aufgezeichnet haben. Wie gesagt, das als Info und an dieser Stelle ganz viel Spaß mit Anekdoten eines Beifahrers. Dankeschön. Gut, bevor wir loslegen, noch 3 kleine organisatorische Dinge. Nummer 1. Ich versuche, diese Shows nach Möglichkeit kostenfrei anzubieten. Warum? Nun ja, ich erzähle Geschichten von Menschen, die mir geholfen haben. Ich finde es nur fair, wenn ich genau diese Geschichten auch kostenfrei mit Menschen wie euch teilen kann. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, das funktioniert natürlich nur, wenn mir dabei geholfen wird, so wie heute Abend von der Stadt Merzig, von der Villa Fuchs, der Kulturabteilung, von Frank, der hier die Technik mitgemacht hat, die mir diese Stadthalle hier zur Verfügung gestellt haben. Also an dieser Stelle mal bitte einen riesigen Applaus für all die Genannten.
Ja, hier bin ich wieder. Keine Sorge, nach diesem Einspieler werde ich euch erstmal in Ruhe lassen und euch die Show genießen lassen, hoffentlich. Dennoch nochmal eine kurze wichtige Info an dieser Stelle. Nach dieser Aufzeichnung haben wir überlegt, was wir damit tun. Und wir hatten anfangs an eine DVD gedacht, dann irgendwann vielleicht auch an einen Streamingdienst, bis ich irgendwann an einen Punkt kam, wo ich mir dachte, weißt du was, tu einfach das, was du als Künstler auf keinen Fall tun solltest. Lad diese komplette Show einfach bei YouTube hoch, kostenfrei. Und genau das haben wir getan, um möglichst viele Menschen zu erreichen, um jedem, der darauf Lust hat, die Möglichkeit zu geben, sich das anzuhören, ohne Werbung. Deshalb hier auf YouTube die komplette Anekdoten eines Beifahrers Live-Show. Dennoch muss ich natürlich von irgendwas leben. Daher, wenn euch das Ganze am Ende gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr was spenden würdet, PayPal oder aufs Bankkonto. Wie gesagt, das als deine Info schon mal vorab. Und vielen lieben Dank auch schon mal vorab. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal genug mit mir. Viel Spaß bei Anekdoten eines Beifahrers. Heute möchte ich noch kurz drei weiteren Menschen danken, die heute hier sind. Einen habt ihr auf jeden Fall schon gesehen, den Christian, den ihr hier seht, Steffen hinten am Sound und Stefan, der auch mit einer Kamera unterwegs ist. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, aber wir werden das heute Abend mitfilmen und für die Nachwelt festhalten, da es diese Show bald so nicht mehr geben wird. Auch euch dreien ganz, ganz, ganz vielen Dank dafür. Nun gut, nun haben wir über den kostenfreien Eintritt gesprochen. Dennoch muss ich natürlich von irgendwas leben auch. Und deshalb gibt's, vielleicht habt ihr es gesehen, am Ein- bzw. Ausgang zwei Schatztruhen. Und wenn es euch am Ende gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dort was reinwerfen würdet. Ein Teil davon geht an ein Projekt in Sambia, über das ich nachher noch ein bisschen reden werde. Und ein Teil geht an mich für die Weiterführung dieser Show. Gut, soviel zu Punkt 1. Punkt 2. Ich hatte mal eine Show gehabt in Düsseldorf und während dieser gesamten Show herrschte Totenstille und ich stand vorne auf der Bühne, ich habe geschwitzt und so, verdammt, den Leuten gefällt's nicht. Und in der Pause bin ich zu ihnen und fragte so, hör mal, ihr seid alle so ruhig, gefällt's euch denn nicht? Und dann sagten sie Folgendes, sie sagten, doch, es ist richtig gut, ich lache mich die ganze Zeit innerlich tot. Ich so, okay, warum innerlich nur und nicht, ne, äußerlich? Nun ja, wir wollen dich da vorne auf keinen Fall stören. Und ich so, okay. Bitte, wenn ihr lachen wollt, wenn ihr was lustig findet, lacht, wenn ihr was reinrufen wollt, wenn ihr was auf die Bühne werfen wollt, lasst euren Gefühlen freien Lauf mit ein paar Grenzen. Gerade beim Lachen heute Abend, das ist besonders wichtig, dann müssen wir nicht so viel Lacher einspielen im Nachgang, wenn wir diesen Film machen. Ja, auch applaudieren dürft ihr natürlich jederzeit gerne. Also wie gesagt, habt einfach einen schönen Abend, habt Spaß und dann werde ich heute Abend auch hier einen riesen Spaß auf der Bühne haben. Gut, Punkt 3. Ich werde ab und an versuchen, das Ganze so ein bisschen interaktiv zu gestalten. Keine Angst, keiner muss auf die Bühne, außer er hier. Nein, stattdessen werde ich Folgendes tun. Ich werde ab und an eine Frage stellen und um Handzeichen bitten. Ja? Und das würde ich gern kurz üben. Das ist auch eine gute Gymnastikübung zum Einstieg. Erste Frage heute Abend. Merzig, stellt euch mal vor, ihr hättet mich an der Straße stehen sehen, trampen. Wer von euch hätte mich mitgenommen? Ja? Lass mal kurz oben, ich merke mir das. Ja, okay, das ist eine gute Ecke. So, ja, vielen lieben Dank dafür. Vielleicht noch eine weitere Frage. Das ist so eine kleine private Studie, die ich begonnen habe vor ein paar Monaten. Wem ist schon mal Folgendes passiert? Wem ist schon mal beim Oberlippenbart trimmen eins der Barthaare ins Auge geflogen? Ja, okay, zwei, drei. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich besonders dämlich bin oder ob das tatsächlich passiert. Vielen Dank für die Ehrlichkeit auf jeden Fall an dieser Stelle. Perfekt, auch das klappt. Manchmal gehe ich noch ein kleines Stückchen weiter und werde um Zurufe bitten. Wie funktioniert das? Ich stelle eine Frage, zähle bis drei und dann ruft ihr einfach eure Antwort rein. Keine Scheu an dieser Stelle und auch das würde ich gerne testen. Erste Frage heute Abend. Ich würde gern wissen, was euer Lieblingswort ist. Ja, denkt ganz kurz nach. Ja, ich höre schon, oh. Ihr macht gerade so, als wäre das noch nie gefragt worden. Ich hoffe, ihr habt eins. Ich zähle bis drei und dann ruft ihr es einfach rein. Eins, zwei, drei. Ich habe Urlaub verstanden, irgendwo hier vorne. Ansonsten nichts. Aber hey, jetzt habt ihr euer Sitznachbarn ein bisschen besser kennengelernt. Auch das klappt. Vielen Dank dafür. Ich würde behaupten, wir können starten mit Anekdoten eines Beifahrers, mit meiner Reise, die ich in vier Etappen eingeteilt habe. Und diese Etappen beginnen alle damit, dass ich im Saarland aufgebrochen bin und enden auch alle wieder damit, dass ich ins Saarland zurückkam.
Meistens war ich dann 2, 3, 4 Wochen zu Hause, habe Familie, Freunde besucht und bin dann nochmal aufgebrochen. Noch eine wichtige Info an dieser Stelle, nach Etappe 2, nach der Hälfte ungefähr, werden wir eine 15-minütige Pause machen. Also auch das, dass ihr das schon mal im Hinterkopf habt. Und bevor ich es vergesse an dieser Stelle, noch eine kleine Bitte. Ich würde gerne ein Foto von euch aufnehmen. Und ich weiß, normal macht man das am Ende der Show, aber bei mir auf den Shows kommen erfahrungsgemäß die Hälfte der Zuschauer nach der Pause nicht mehr zurück. Deshalb an dieser Stelle vielleicht gerne, können wir kurz Licht anmachen? Frank, das Saallicht, perfekt. Macht mal alle so, als hättet ihr die geilste Show eures Lebens gerade gesehen. Ja, und so, wuhu, mal die Arme hoch und dann kriegen wir das doch hin. 3, 2, 1, hey! Wunderbar, perfekt, danke dafür. Und jetzt werden wir beginnen. Wir beginnen mit Etappe 1. Und zwar ging es vom Saarland aus runter nach Griechenland, von dort nach Israel, Jordanien und dann über Georgien durch die Türkei nochmal zurück ins Saarland. Und das war der erste Reisetag, das ist ein Bild, das bei uns in einem Haus entstanden ist, der 24. April 2017. Und ihr seht es, das Wetter war bombastisch, ich war hochmotiviert, wollte bis nach München am ersten Tag und ich war mir sicher, dass das easy funktionieren wird. Ne? Nun ja, ich stand kurz später an der Tankstelle und habe gewartet und gewartet. Ich kam am Ende nicht ganz die 600 Kilometer nach München, ich kam stattdessen insgesamt 20 Kilometer weit bis ins wunderschöne Kaiserslautern, aber hey, auch das war gar nicht so tragisch damals, ich hatte dort studiert gehabt in Kaiserslautern, hatte noch Unifreunde da wohnen und bin von dort am nächsten Tag dann relativ gut bis nach München gekommen. Ich musste auf jeden Fall schon mal sehr schnell merken, dass es beim Trampen eben nicht immer so läuft, wie man es sich wünschen würde, dass man Pläne öfter mal ändern muss und nun ja, in diesem Kontext Pläne. Ich möchte direkt zu Beginn darüber sprechen, meine Pläne haben sich andauernd geändert, auch im großen Stil, um euch eine Idee zu geben. Der Ursprungsplan damals war es gewesen, so ein bisschen durch Europa zu trampen, dann nach Kanada zu fliegen und von Kanada einmal ganz runter nach Chile zu trampen. Nun ja, am Ende war ich 2 Jahre lang unterwegs gewesen und gefühlt überall außer in Nord- und Südamerika. Warum? Nun ja, ein Grund, warum man seine Pläne ändert. Habt ihr eine Idee, ruft's gern mal rein. Die Liebe, ja, ich habe ab und zu mal Frauen kennengelernt, für die ich meine Pläne geändert habe. Und so ging es von München erstmal nicht Richtung Ungarn, sondern Richtung Italien nach Florenz. Nicht wegen ihr, aber mit ihr. Das hier ist Kleana, sie habe ich in Graz kennengelernt und sie wollte nach Venedig mit dem Flixbus fahren, hat von mir gehört, wir haben uns getroffen, ich habe ihr erzählt, dass ich nach Italien trampen möchte und sie so, cool, trampen, wollen wir das mal zusammen tun? Ich wollte das auch immer mal machen. Ich so, ja, klar. Und so sind wir gemeinsam los und sind Italien rein und ich kann euch sagen, Italien war das perfekte Land zum Trampen. Ich wurde noch nie irgendwo so schnell mitgenommen wie dort. Und nun ja, das hat sich dann irgendwann geändert, als wir uns in Venedig getrennt haben und ich allein an der Straße stand. Ich musste erfahren, dass Italien wohl eines der schlimmsten Länder ist, wenn es ums Trampen geht. Ich stand an der Straße 4, 5 Stunden, niemand hielt an. Nach 4, 5 Stunden hielt tatsächlich eine Frau an. Ich so, geil, Gott sei Dank, endlich. Bin ans Fenster und diese Frau fragt mich, Entschuldigung, weißt du zufällig, wo der Flughafen hier ist? Ich so, hab gehört, in Florenz gibt's einen schönen Flughafen. Hat nicht funktioniert. 400 Kilometer Florenz entfernt. Ich kam an diesem ersten Tag mit 4 Mitfahrgelegenheiten ungefähr 17 Kilometer weit. Ja, ich wäre fast schneller gelaufen. Aber gut, wir haben drüber geredet, das passiert ab und zu mal beim Trampen. Und so stand ich abends an der Tankstelle. Es wurde langsam dunkel. Ich habe geschaut, wo ich mein Zelt aufbauen kann. Und auf einmal hielt Mercedes SLK in Silberner hinter mir an mit einer, ich schätze, Mitte 50-jährigen Frau, die aus ihrem Auto sprang und wissen wollte, was ich tue. Und ich so, Trampen, Trampen, Florenz und hier Zelt, übernachten gleich. Und auf einmal begann sie mich anzuschreien. Auf Italienisch, ich habe kein Wort verstanden, nur eines verstand ich, ein italienisches Wort kenne ich scheinbar. Und nun ja, ich habe noch einen langen Abend vor mir. Ich würde euch bitten, mir an dieser Stelle ein bisschen zu helfen bei dieser Geschichte. Und zwar würde ich um Folgendes bitten. Immer wenn ich so mache, würde ich euch bitten, einmal Halleluja zu schreien. Okay? Auch das kurz testen. Halleluja! Das war schon sehr gut. Gerne noch einen Ticken aggressiver. Stellt euch vor, ihr seid eine 55-jährige Italienerin, die gerade einen Tramper anschreit. Okay? Ja? Ja, genau, ungefähr so war es. Also, die Geschichte. Sie sprang raus und ich erkläre ihr, was ich vorhab und sie und zeigt auf ihren Beifahrersitz. Und ich,
okay, wie gesagt, war kein so toller Tag, trampmäßig, warum nicht, ne? Schauen wir mal, was passiert. Und so steige ich ein und wir fahren los. Ich frage sie nochmal, Entschuldigung, wohin fahren wir nochmal? Alles klar, wir fahren gemeinsam nach Halleluja. Und Halleluja lag scheinbar 30 Kilometer weiter in irgendeinem kleinen Ort. Und zwar brachte sie mich zu ihrer Wohnung, wo auch ihr Sohn lebte, der so ein bisschen Englisch gesprochen hat. Und dieser Sohn erklärte mir, was sie an diesem Abend noch mit mir vorhatte. Und zwar sagte er, meine Mom an diesem Freitagabend fährt dich jetzt gleich 200 Kilometer weit nach Bologna, setzt sich dann dort in den Zug, der dich nach Florenz bringen wird. Ich so, wow, das ist sehr, sehr, sehr nett von deiner Mutter, aber bitte sag ihr, dass sie das auf keinen Fall machen muss. Sagte sie und zeigt auf ihren Autositz. Ich sage, okay, wir fahren gemeinsam nach Bologna. Und wir rasten nach Bologna über die Autobahn, 200, 220 km/h, ununterbrochen. Ja, ich teste mich ein bisschen aus an dieser Stelle. Halleluja, schreit sie ununterbrochen und ich sitze nebendran. Ich habe Tränen in den Augen vor Lachen, weil diese ganze Situation so surreal ist. Aber hey, wir kommen dann irgendwann an, so nach einer Stunde, schätze ich, an diesem Zugbahnhof. Und wir stürmen gemeinsam rein, müssen aber leider feststellen, verdammt, der letzte Zug nach Florenz ist bereits abgefahren. Aber, sagt der Mann dort, es gibt noch eine Flixbus-Station, da fährt ein Nachtbus nach Florenz. Alles klar. Wir raus, ins Auto rein, wir suchen diesen Flixbus-Bahnhof und wir fahren los. Und ich meine, 20, 30 Meter später diesen Bahnhof zu sehen und ich sag auch zu ihr, guck mal, hinten, Flixbus, Flixbus. Wir rasen durch Bologna Innenstadt, nach wie vor, viel zu schnell. Sie hält dauernd an, zieht die Handbremse, springt aus ihrem Wagen, rennt zu Passanten, schreit diese Passanten an, ich schätze, sie fragt nach dem Weg. Aber sie tut das scheinbar nicht sehr nett, denn auch diese Passanten werden sehr schnell sehr unfreundlich. Und irgendwann landen wir in einem Verkehrskreisel gemeinsam. Sie zieht erneut die Handbremse, sie springt aus ihrem Auto in diesem Kreisel, reißt eine Fahrradfahrerin von ihrem Rad runter, schreit sie an und ich so, Daniel, verdammt. Du musst hier irgendwas tun. Und was kannst du tun in deiner Situation? Nun ja, ich sah nur eine Lösung. Die Flucht, ja, ich fliehe, ich laufe weg. Und genau das habe ich getan. Ich habe mir meinen Rucksack geschnallt, habe ihr nochmal vielen lieben Dank und der Nostalgie halber Halleluja hinterhergerufen und bin gerannt. Ich bin gerannt in irgendeine Seitenstraße Bolognas. Und ich habe das versucht, mal so im Nachgang für euch, nochmal zu rekapitulieren. Ja, hier wird der Zug gefahren. Hier, wirklich, 20, 30 Meter weiter ist dieser Flixbus-Bahnhof und ich schätze, wir sind ungefähr diese Route gefahren, in diesem Kreise gelandet und ich bin irgendwo in eine dunkle Gasse gerannt und irgendwann, nach so ja, zwei, drei Minuten Laufen mit Rucksack, war ich dann schon so, okay, kurz verschnaufen, dort war eine Bank und ich habe meinen Rucksack abgelegt, habe mir eine Zigarette gedreht, ein paar Züge genommen und auf einmal klackert es hinter mir. Ich drehe mich rum und da ist sie wieder, Halleluja, Frau. Auch sie mittlerweile zu Fuß unterwegs. Ich stelle mir das im Nachgang so ein bisschen vor wie bei Hänsel und Gretel, dass sie meiner Spur aus Drehtabakkrümeln gefolgt ist, um ihren Plan zu einem befriedigenden Ende zu bringen. Und genau das haben wir getan. Wir haben zusammen zu Fuß diesen Flixbus-Bahnhof gefunden. Sie hat sogar darauf bestanden, am Ende dieses Ticket zu bezahlen. Und so kam ich an diesem Tag am Ende tatsächlich um 5 Uhr morgens, also am Folgetag, um genau zu sein, doch noch in Florenz an. Und ich erzähle euch das aus zwei Gründen. Nummer eins, wirklich, man sollte beim Trampen niemals die Hoffnung verlieren. Und Nummer zwei, manche Menschen gehen wirklich sehr, sehr, sehr weit, um dir als Tramper zu helfen. Halleluja. Halleluja. Ja, wir kommen zum ersten kleinen Bildblock meiner Show hier. Und zwar sind das Personen, die mich beim Trampen mitgenommen haben, wie hier ein englisches Pärchen, das in Kroatien ihre Flitterwochen hatte. Das hier waren Österreicher, die mich natürlich anschließend noch auf ein Bier eingeladen haben. Ja, das tun Deutsche auch, wenn sie dich mal mitnehmen. Die Deutschen, die mich mitgenommen waren zufällig immer in einem VW-Camperbus unterwegs gewesen. Ja, man kennt das. Aber auch das hat natürlich Vorteile. Meistens wurde ich dann anschließend auch noch gerade zum Schlafen in diesen Bussen eingeladen. Das hier waren Griechen gewesen, die mich noch zu einem Strandausflug mitgenommen hatten. Auch das passiert öfter, wenn man mal so 3, 4, 5 Tage lang nicht geduscht hat. Und das hier, das war ein LKW-Fahrer aus Russland, der Mann hier neben mir links. Der Mann in der Mitte hier im Gegenzug, das war ein LKW-Fahrer aus der Türkei. Ich sage immer so generell zwei Hauptunterschiede. Nummer eins, die Russen schauen meist tatsächlich so ein bisschen grimmiger drein als die Türken. Und Nummer zwei, in der Türkei wurde ich überall zu Tee eingeladen. In Russland war es dann so ganz klischeemäßig dann doch meist harter Alkohol gewesen.
Wobei, das muss ich hier erwähnen, ich wurde nie zum Wodka eingeladen, sondern immer zu Whisky und Rum. Keine Ahnung, fangt damit an, was ihr wollt. Ja, ab und zu wirst du von interessanten Autos mitgenommen, wie hier. Das war tatsächlich einer der wenigen in Italien, die angehalten hatten, der ein schönes Graffiti auf seinem Auto drauf hatte. Oder hier, wir werden nachher noch mal kurz über sie sprechen, eine Unterwäschedesignerin aus Polen mit einem sehr interessanten Vehikel. Und das hier, das war vielleicht einer der interessantesten Fahrten oder Autos zumindest. Das war ein Krankenwagen in Sambia, der für mich angehalten hat. Und ich so, wow, das ist aber nett von den Krankenwagenfahrern hier. Und irgendwann halten wir erneut an, eine zweite Frau steigt ein. Ich so, wow, das ist wirklich nett von den Krankenwagenfahrern, dass sie diese Tramper hier überall einsammeln. Nun ja, als wir ankamen an unserem Ziel, stellte sich heraus, dass Taxifahrer in Sambia, dass Krankenwagenfahrer in Sambia, wenn sie denn gerade keinen Notfall hinten drin haben, als Taxifahrer arbeiten. Wir haben also ganz normal für unsere Fahrt am Ende bezahlt. Ich meine, warum eigentlich auch nicht? Ja doch, es gibt viele Gründe, warum nicht. Aber gut, ganz selten wurde ich auch mal von einem Tier mitgenommen, wie hier in Kirgisistan. Und das hier, das war eine Mitfahrgelegenheit meiner ersten Reise. Das sieht ganz lustig aus, ich bin auch noch am Lachen. Das war aber so im Nachhinein eine der schlimmsten Fahrten meines Lebens. Warum? Diese zweistündige Fahrt ging ungefähr so. Und am nächsten Tag, ich wusste gar nicht, dass sowas biologisch möglich ist, am nächsten Tag hatte ich Muskelkater in meinen Brüsten von dieser Auf- und Abbewegung. Aber hey, ich habe jetzt eine ungefähre Idee, warum Sport-BHs erfunden sein konnten. Gut, ein kleines Video noch für euch mit Mitfahrgelegenheiten meiner Reise. Viel Spaß dabei. In die Irre führen. Meistens sitzt du ganz klassisch auf einem Beifahrersitz. Von Florenz ging es dann wieder zurück nach Österreich und wo wir gerade über Österreich sprechen, vielleicht noch eine kleine, ganz lustige Geschichte. Eine Bekannte aus der Ecke Bayreuth ist heute hier, Birgit, eine Bekannte, die ich durchs Buch kennengelernt habe. Sie ist zum dritten Mal schon zu Besuch im Saarland und wollte sich das heute anschauen. Und wir waren uns sicher vor 2 Wochen, Birgit aus der Ecke Bayreuth, 500 Kilometer, das wird mit Sicherheit die weiteste Anreise heute sein in Merzig. Bis dann vor einer Woche Sabine geschrieben hat, Sabine aus Österreich, die meinte, hey, ich will deine Show mal sehen, ich komme nach Merzig gefahren dafür. Und Sabine sitzt hier, Sabine aus Österreich, nochmal einen Riesenapplaus für euch beide, die hier seid. Ich frage nur sicherheitshalber, 600 Kilometer kann keiner überbieten hier, oder? Nee? Okay, gut. Österreich. Als ich zurück nach Österreich bin, kam es das erste Mal auf dieser Reise vor, dass mich eine meiner Mitfahrgelegenheiten zu sich nach Hause eingeladen hat. Und ich habe angenommen, sein Name war Alex und ich war 10 Tage bei ihm geblieben und wir haben tolle Dinge getan. Wir waren gemeinsam fischen, wir waren gemeinsam wandern, was man eben in Österreich so macht. Ja, Tontauben schießen scheinbar. Ja, es war wunderschön gewesen. Wir hatten tolle Tage. Es gab nur eine Kleinigkeit, die Alex damals nicht erwähnt hatte, als er mich eingeladen hat. Und zwar hatte er nicht erwähnt, dass er hauptberuflich als... Okay, kurz ein kleines bisschen zurück nochmal. Frage an euch, Handzeichen bitte. Haben wir heute Abend Polizisten hier? Ist dunkel, ich weiß. Okay. Übrigens auch nochmal vielen lieben Dank an die Feuerwehrleute, die ich eben vergessen habe. Fällt mir gerade ein bei Polizisten, obwohl das natürlich wenig miteinander zu tun hat. Was Alex mir damals verschwiegen hat, war, dass er hauptberuflich als Tulpenhändler arbeitete. Und so irgendwann am 3., 4. Tag, als ich bei ihm war, sagt er so, Daniel, hör mal, du könntest mir was helfen. Und zwar habe ich auf dem Dachboden eine kleine Tulpensammlung und ich würde die gern von einer Seite zur anderen Seite bringen. Und
Du, Alex, natürlich, du lässt mich hier wohnen bei dir kostenfrei. Natürlich helfe ich dir bei was auch immer. Und so gehen wir gemeinsam auf seinen Dachboden und tatsächlich auf der einen Seite stehen ungefähr 40 Blumenkübel mit Tulpen und er möchte die auf die andere Seite bringen. Und falls ihr das nicht wisst, Tulpen, das sind sehr pflegebedürftige Pflanzen und von daher hatte es mich nicht verwundert, dass überall Solarlampen hingen, es hing überall Folie, es gab ein ausgeklügeltes Belüftungssystem. Ja, vielleicht haben wir auch an der einen oder anderen Tulpe gerochen gemeinsam. So sah es aus bei ihm am Dachboden. Aber ja, wir waren erfolgreich, wir haben die Tulpen zu ihrem neuen Ort auf dem Dachboden gebracht. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was Alex, was Tulpenhändler aus Österreich in ihrer Freizeit so machen. Ich kann es euch sagen, zumindest was Alex gemacht hat. Er hat natürlich seine Tulpen beschützt vor, man kennt das, den Tulpendieben aus Amsterdam mit einer Flasche Bier und einem Luftgewehr in seinem eigenen Garten. Es war eine sehr interessante Zeit. Es waren 10 Tage, die sich irgendwie im Nachgang ein bisschen länger anfühlen, aber keine Ahnung, woran das gelegen haben könnte. Aber irgendwann ging es von dort auch weiter und zwar runter Richtung Kroatien, nach Kroatien. Und ich erinnere mich noch gut, dort bin ich ausgestiegen in der Nähe von Split. Eine Engländerin ging an mir vorbei, sah meinen Rucksack und meinte, hey, bist du ein Tramper? Und ich so, ja. Und sie so, cool, ich lade dich ein auf ein Getränk, ich will Geschichten hören. Und am Ende konnte ich bei ihr im Zimmer 2 Tage lang auf der Couch pennen. Und das geschieht sehr, sehr, sehr oft, dass sich wildfremde Menschen zu sich einladen und du auch dort übernachten kannst. Aber klar, damit kannst du schlecht planen. Und spätestens so nach, wie gesagt, 3, 4, 5 Tagen, wo du wirklich anfängst zu riechen und dich nach einer Dusche sehnst, spätestens dann kam immer Couchsurfing ins Spiel. Was ist Couchsurfing? Das ist eine Online-Plattform, auf der Menschen anbieten, dass du kostenfrei bei ihnen übernachten kannst. Wie funktioniert das? Du suchst dir jemanden an einem gewissen Ort und schreibst ihm eine nette Nachricht und wenn er Zeit und Lust hat, kannst du dort aufschlagen und dort bei ihm bleiben. Und auch hier ein kleiner Bildblock für euch, wie das denn so aussehen kann beim Couchsurfing. Manchmal sind auch noch ein paar andere Couchsurfer dabei, wie hier in Istanbul damals. Ihr Gesicht könnt ihr euch übrigens schon mal merken, das werdet ihr in Etappe 3 nochmal sehen. Manchmal hat das Ganze dann schon so ein bisschen Hostelcharakter sogar. Du bist oft bei Familien mit Kindern wie hier, spielst Brettspiele und lernst generell oft beim Couchsurfing sehr interessante Dinge, wie beispielsweise hier. Meine 78-jährige Gastgeberin damals hat mir gezeigt, wie man ein Spinnrad benutzt. Oder hier war mein Gastgeber Karate-Trainer, der mich ins Training mitgenommen hat. Oder hier hatte meine Gastgeberin in einem Zirkus gearbeitet und mir gezeigt, was ist hier los? Gezeigt, wie man diese brennenden Weihrauchkelche schwingen kann und dann derartige Bilder aufnimmt. Wo schläfst du beim Couchsurfing? Nun ja, der Grundgedanke, der Name verrät es ja schon ein bisschen, auf einer Couch wie hier. Der Gedanke damals war, die meisten Menschen haben zu Hause eine Couch stehen, die nachts nicht genutzt wird. Warum also nicht Menschen kostenfrei die Möglichkeit geben, genau dort zu übernachten? Übrigens, meine Empfehlung, man sollte Hunde mögen, wenn man sowas tut. Ich habe mir sehr oft Betten mit Hunden geteilt. Wie gesagt, ich liebe Hunde, von daher war das ein Mehrwert. Falls ihr das nicht tut, klärt das am besten vorher ab. Aber gut, eine Couch, klar, oft ist das auch so ein bisschen luxuriöser. Oft hast du Gästezimmer wie hier, was schon so ein bisschen wie in einem Hotel war. Und dieser Gastgeber hatte auch zufällig noch einen Jacuzzi auf seiner Dachterrasse, in dem wir dann abends Weißwein und Tequila genommen haben. Ja, getrunken haben, wirklich, fast wie in einem Hotel. Und selbst das geschieht manchmal, wie hier in Jordanien. Mein Couchsurfing-Gastgeber war Hotelbesitzer. Und er dachte sich, nun ja, die Zimmer, die frei sind, die kann ich ja eigentlich auch kostenfrei an den Reisenden weitergeben. Und das ist natürlich immer mal eine gern genommene Abwechslung. Du landest an interessanten Orten, wie hier. Das ist ein Kindergarten in Tallinn gewesen. Meine Gastgeberin hatte sich eine kleine Besenkammer zum Wohnen dort gemietet, weil Tallinn scheinbar sehr teuer war. Und dort durfte ich Couchsurfen. Sie meinte nur so, du Daniel, nimm mir das nicht übel, aber so wie du aussiehst, du darfst auf keinen Fall in Kontakt mit irgendeinem der Kinder kommen. Ja, also morgens früh weg, abends spät zurück, war okay, konnte ich mit leben. Und das hier, einer meiner Favoriten, das war eine Wellblechhütte in Georgien, in den Bergen gewesen beim Couchsurfen. Und genau das ist das Interessante am Couchsurfing, diese Diversität. Du bist bei ganz vielen verschiedenen Menschen, aber hast meistens eine ganz gute Idee davon, wie Menschen in einem gewissen Land denn tatsächlich leben. Wer hat schon mal Couchsurfing genutzt von euch? Haben wir wen hier? Ja, ein paar sehe ich. An alle anderen, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die ich empfehlen kann, wenn man die Zeit und auch Lust darauf hat. Gut, wir machen weiter mit Bosnien und Herzegowina.
Meine erste Mitfahrgelegenheit. Nun ja, wisst ihr, es gibt verschiedene Gründe, warum man mich als Tramper mitgenommen hat. Oft hatten meine Mitfahrgelegenheiten selbst mal getrampt. Manchmal waren die Gründe doch ein bisschen interessanter gewesen. Ein Mann hat mich beispielsweise mal mitgenommen, weil er meinte, ich habe dich gesehen und hatte Angst um dich, weil du sehr, sehr, sehr schwach aussiehst und ich wollte ja nicht, dass irgendwas passiert. Ich so, okay, gut, Selbstwertgefühl einmal runter, aber danke fürs Mitnehmen. Und auch meine erste Mitfahrgelegenheit in Bosnien und Herzegowina hatte einen interessanten Grund. Und zwar hatte er auch eine interessante Art, das Gespräch zu beginnen. Er hielt an, ich stieg ein und das Erste, was er zu mir sagte, war, ich hasse Tramper. Ich so, okay, alles klar. Warum hast du mich dann mitgenommen? Er sagte, nun ja, ich liebe Tattoos und ich wollte mir deine unbedingt mal aus der Nähe anschauen. Und so habe ich für dich angehalten. Sein Name war Kemo und Kemo war tatsächlich eine richtig, richtig coole Socke gewesen. Und wir sind gemeinsam in die Hauptstadt nach Sarajevo gefahren und haben uns dann dort noch in ein kleines Restaurant gesetzt. Wir haben Kaffee getrunken, was gemeinsam gegessen. Und während wir dort saßen, hat mir Kemo ein bisschen von seiner Kindheit erzählt. Und zwar von der Zeit damals, in der die Kriege ausbrachen. Und er erzählte mir von einem bestimmten Tag. Er war damals 7 Jahre jung und stand mit seinem 9-jährigen Bruder im Kinderzimmer und musste dann als 7-Jähriger beobachten, wie sein 9-jähriger Bruder vor seinen Augen von einem Scharfschützen durchs Zimmerfenster getötet wurde. Und das waren Geschichten, die ich leider immer öfter hörte, je länger ich in Bosnien und Herzegowina unterwegs gewesen war. Kemo erzählte mir auch von einer Bobbahn in Sarajevo. Früher wurden dort mal Olympische Winterspiele ausgetragen. Mittlerweile kannst du diese ganze Bobbahn hinunterspazieren. Sie ist mit Graffitis verziert und während du runterläufst, läufst du vorbei an Warnschildern von nie gefundenen Landminen und irgendwann auch an einer Siegertreppe, auf der früher mal Medaillen verliehen wurden. Und dann zu Zeiten der Kriege genau dort Menschenochs exekutiert wurden. Und auch optisch, visuell kannst du die Folgen der Kriege noch an vielen, vielen Orten sehen. Einschusslöcher in Häusern. Es waren, wie gesagt, sehr, sehr, sehr bewegende und tragische Geschichten, mit denen ich dort immer wieder konfrontiert wurde. Und so bin ich von Sarajevo nach Mostar. Ich wollte nach Mostar trampen, nach Süden. Erinnere mich noch gut. Ich bin bei meinem Gastgeber in Sarajevo aufgewacht, bin diese Wendeltreppe runtergewankt und er lag auf seiner Couch und sagte, also er sah mich und sagte, yo Daniel, scheinbar hast du irgendwas in deinem Leben richtig gemacht. Ich so, okay, danke, guten Morgen auch, warum? Naja, er zeigt in die Küche und dort steht ein weiterer Mann, Oha war sein Name und Oha sagte Folgendes zu mir, er sagte, yo, ich bin gestern auch hier aufgetaucht, ich bin ein Freund von deinem Gastgeber und war auf einem Konzert in Sarajevo, hab hier gepennt und weißt du, ich fahre gleich nach Mostar, dort wohne ich, ich kann dich also mitnehmen, du brauchst nicht zu trampen, sagte er morgens um 7:30 und exte gerade sein Bier. Und ich so, okay, danke Oha, das ist lieb von dir, aber meinst du, es ist eine gute Idee, so früh dann schon Bier zu trinken? Und er schaut mich an und macht so, pass auf, wenn ich nüchtern bin, dann rase ich ganz verrückt, dann überhole ich gefährlich, ich schneide Kurven. Aber wenn ich so 2-3 Bier morgens trinke und so ein bisschen angeschwipst bin, dann fahre ich schön vorsichtig, also mach dir gar keine Sorgen. Okay, alles klar. Wir frühstücken noch gemeinsam, ich und Oha. Ich biete Oha eine meiner Apfelsinen an. Oha sagt, vielen Dank, das ist nett von dir, aber ich habe meinen Tag ungesund begonnen. Ich will daran auch nichts ändern. Sehr sympathischer Mensch. Und so fahren wir gemeinsam los. Der Mann rechts hier, das ist Oha. Wir nehmen unterwegs noch einen zweiten Tramper mit, Marek, der junge Mann in der Mitte. Und Oha hat uns abends noch eingeladen zu sich nach Hause in Mostar. Und auch Oha hat mir von seiner Vergangenheit erzählt. Und zwar erzählte Oha auch von der Zeit, in der die Kriege ausgebrochen waren. Er war damals 14 Jahre jung und er war in einem Waisenheim aufgewachsen. Und Oha sagte, nun ja, die Kids im Waisenheim, das waren die perfekten Soldaten. Ne? Wenn du so einem Kind eine Waffe in die Hand drückst und sagst, hier, schieß auf Menschen, dann tut das das. Und wenn das Kind stirbt, ist es scheißegal. Es hat ja keine Eltern, die es vermissen würden. Und so ist Oha damals mit 14 Jahren in den Krieg gezogen und hat im Alter von 14 Jahren 7 Menschen getötet. Und fiel verständlicherweise in ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch, damals aus dem er glücklicherweise noch mal rauskam. Und er erzählte uns, wie er sagte, Musik hat mir damals das Leben gerettet. Oha hatte nach den Kriegen eine Band gegründet mit Freunden, die in den Folgejahren zu einer der bekanntesten Bands des Balkans wurden, Dubiosa Kollektiv, sie lief sogar auf MTV. Und so, sagt er,
hat er damals sein Leben durch die Musik retten können. Mittlerweile, diese Band gibt es immer noch, sie tourt immer noch durch Europa, mittlerweile aber ohne Oha, denn Oha ist irgendwann ausgestiegen und hat stattdessen in Mostar eine Musikschule eröffnet, die Mostar School of Rock, in der er Menschen die Möglichkeit gibt, kostenfreie Instrumente zu lernen und dann auch miteinander zu musizieren. Ich zitiere ihn erneut, den guten Oha, er sagte, Musik hat mir selbst das Leben gerettet damals, nun will ich anderen Menschen die Möglichkeit geben, auch ihr Leben durch die Musik besser machen zu können. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Mensch, den ich damals kennenlernen durfte, der mich zutiefst inspiriert hat und mir nicht nur gezeigt hat, dass du aus jedem noch so tiefen Loch, und ich denke, wir sind uns einig, viel tiefer geht nicht, nochmal irgendwie rauskommen kannst, sondern auch, dass man vielleicht am Ende sogar aus derart schlimmen Erfahrungen irgendwas mitnehmen kann und anderen Menschen dabei helfen kann, derartige Löcher niemals von unten zu sehen. Das war Oha aus Bosnien und Herzegowina. Und wisst ihr, ich habe lange über diese beiden Menschen nachgedacht, an ihre Geschichten, und habe mich gefragt, wie sie in der Lage waren, mir diese Geschichten zu erzählen, ohne dabei jedes Mal in Tränen ausbrechen zu müssen. Und ich habe nachgedacht, lang, aber habe nur eine mögliche Antwort gefunden. Ich schätze, sie konnten es, weil sie es können mussten. Und jemand wie ich, der noch nie einen Krieg durchleben musste, wird sowas niemals verstehen können. Und alles, was ich tun kann, ist zu hoffen, genau das niemals verstehen werden zu können. Das war Bosnien und Herzegowina. Danke. Wir machen weiter mit Montenegro, mit Kotor auf diesem Bild. Beziehungsweise wir machen nicht weiter mit Montenegro, denn ich nutze dieses Bild, um über eine wichtige Sache zu sprechen. Es wird Länder geben, über die ich heute Abend fast komplett hinwegspringen werde. Aber das heißt nie, dass ich diese Länder nicht gemocht habe. Im Gegenteil. Alle Länder, die ich sehen durfte, haben irgendwas Tolles gehabt. Ich habe überall tolle Menschen kennengelernt. Aber das hier ist eh schon eine sehr lange Show. Und dennoch musste ich viel kürzen. Und so werden wir beispielsweise über Länder wie Montenegro heute Abend nicht sprechen. Stattdessen ging es für mich weiter nach Albanien. Wer war mal in Albanien gewesen von euch? Haben wir wen hier? Ich sehe keinen, glaube ich. Aber nun ja, auch ich wollte damals nicht nach Albanien reisen. Warum? Ich weiß nicht. Albanien, irgendwie dachte ich mir, das ist kein besonders schönes Land. Und irgendwie hat bei Albanien auch immer so ein bisschen die Gefahr mitgeklungen. Ich habe mich lange gefragt, warum das so war. Ich schätze, weil mir damals als 12-, 13-, 14-, 15-Jähriger gesagt wurde, yo, wenn du nachts in Lebach am Bahnhof bist, dann musst du vor den Kosovo-Albanern aufpassen, die ziehen dich ab. Und ich schätze, dass dieser Schwachsinn in meinem Kopf zu einer Meinung über ein ganzes Land herangereift war über die Jahre. Und ich bin nach Albanien und was soll ich euch sagen, Albanien war erstmal wunderschön. Das hier ist Albanien und diese Stadt hier, eine wunderschöne Stadt, ist auch in Albanien und die Meere, die Strände dort, ich meine diese türkisfarbenen Strände bzw. Wasserfarben, das ist Albanien und seien wir mal ehrlich, dieses Bild könnte auch mit einem Hashtag, wie heißt das, Hawaii gepostet werden, ja? Albanien war wunderschön gewesen und auch die Menschen dort waren unglaublich herzlich. Es war eines der beeindruckendsten Länder, das ich bereisen durfte. Und das war für mich auch so ein Punkt gewesen, wo ich mir nochmal klar gemacht habe, wie dämlich es ist, in seinem Kopf Meinungen von Ländern, von Dingen, von generell allem zu haben, über das man eigentlich gar nichts weiß. Und ich weiß, es ist schwer, das war auch für mich damals schwer, aber ich habe angefangen, genau diese eingesessenen Meinungen immer mehr aufzubrechen, abzulegen und mir stattdessen entweder selbst ein Bild davon zu machen oder einfach keine Meinung von irgendwas zu haben, von dem ich eigentlich gar nichts weiß. Und wie gesagt, so, Albanien war eins der Highlights, eins der tollsten Länder, die ich bereisen durfte. Und von dort ging es nach Griechenland. Wer war in Griechenland von euch mal? Da haben wir bestimmt ein paar Hände. Wer war auf den Inseln im Süden? Ja, da haben auch die meisten. Ich war auf der anderen Seite, ich war meistens genau hier, an der Autobahn in Griechenland, im Norden irgendwo. Denn ich fand schnell heraus, Italien und Griechenland verbinden zwei Dinge. Nummer eins, eine direkte Fernroute. Nummer zwei, eine, naja, vielleicht doch eher negative Einstellung Trempern gegenüber. Und so sind das auch die beiden Länder, wenn ihr mal trampen wollt, die ich euch nicht ans Herz legen würde. 3, 4, 5, 6 Stunden Wartezeit, völlig normal bei 38 Grad Außentemperatur, sehr angenehm. Ich wurde manchmal gefragt von Leuten tatsächlich so, hey, du bist so schön gebräunt, kommst du gerade vom Strandurlaub? Ach, nicht ganz, ich versuche hier zu trampen. Also,
das funktioniert nicht so. Ja, danke, dass du mir das nochmal sagst. Aber natürlich, auch dort funktioniert es am Ende doch irgendwann immer. Irgendwann hält immer wer an. Und so kam ich in Athen an und bin von dort nach Israel geflogen. In Tel Aviv hatte ich erstmal ziemlich zu Beginn einen Schock bekommen, als ich mir einen Apfel kaufen wollte und dafür fast 2 Euro bezahlt hatte. Denn mir wurde bewusst, wie teuer gerade Tel Aviv tatsächlich ist. Und ich nutze diesen Punkt, um ganz kurz über meine generellen Finanzen zu sprechen, weil das eine Sache ist, die Leute natürlich doch immer interessiert. Was habe ich ausgegeben auf meiner Reise? Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich hatte so einen Richtwert von 3 Euro pro Tag. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Aber ich bin der Meinung, dass man von 3 Euro auf dieser Welt überall leben kann. Denn, nun ja, ihr müsst euch natürlich vor Augen führen, ich habe kein Geld für den Transport ausgeben müssen. Ich habe kein Geld für Übernachtungen ausgeben müssen. Wenn ich nicht eingeladen wurde, habe ich hier in meinem Zelt irgendwo geschlafen. Habe also quasi nur Geld für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Und das funktioniert überall auf dieser Welt. Ich meine, in Norwegen heißt es dann Toastbrot mit Marmelade und Sardellen aus Dosen. In anderen Ländern ist es dann manchmal sogar fast luxuriös. Straßenessen, gekochte Sachen, Couchsurfing, Gastgeber, man kocht viel selbst. Also das als deiner Richtwert, 3 Euro ungefähr pro Tag. Aber auch ganz wichtig an dieser Stelle, das beinhaltet nicht gelegentliche Visumskosten, gelegentliche Flüge, die ich nehmen musste, Krankenkasse, derartige Sachen nicht mit ein. Aber zum Leben selbst hat mir das so gut wie immer gereicht. Von Tel Aviv ging es dann einmal ganz nach Süden, ganz nach unten und bin dort nach Jordanien über die Grenze. Und hier wurde ich das erste Mal auf dieser Reise mit richtig heftigen Sprachbarrieren konfrontiert, was zur Frage führt, wie habe ich denn generell mit Menschen gesprochen? Und klar, du probierst Englisch, das klappt oft halbwegs gut, ja, zur Not Hände und Füße geht auch manchmal. Deutsch kann ganz selten mal hilfreich sein. Aber was tust du, wenn alle Stricke reißen? Nun ja, ein Google-Übersetzer. Und auch das funktioniert heutzutage erstaunlich gut, manchmal aber auch ganz und gar nicht. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch schon mal Erfahrungen mit dieser Thematik gemacht haben. Wer von euch hat denn schon mal einen Glückskeks geöffnet in seinem Leben? Ja, da haben wir ein paar. Da steht ja gerne mal sowas drauf wie hier auf dem Glückskeks, den ein Freund von mir in St. Wendel geöffnet hatte. Die Mittätigkeit beginnt zu Hause, aber nicht da zu Ende. Ja, ne? Zufällige Aneinanderreihung von Wörtern bzw. Nicht-Wörtern wie der Mittätigkeit. Aber hey, manchmal kommt ein Satz raus, der mal grammatikalisch durchaus Sinn macht, aber der generelle Sinn dahinter ist so ein bisschen fragwürdig. Und dann wird es sehr interessant, wie auf meinem nächsten Glückskeks, vielleicht noch als Info für alle, die ein bisschen weiter angereist sind, eine Kirmes, so nennen wir im Saarland diese Jahrmärkte mit Fahrgeschäften, ja, das ist bei uns eine Kirmes. Und dieser Glückskeks, der zweite, den derselbe Freund lustigerweise auch in St. Wendel geöffnet hat, da stand Folgendes drauf, da stand drauf, glaube nicht dem, der von der Kirmes kommt, sondern dem, der nochmals hingeht. Tja, Prost! Wie gesagt, macht absolut Sinn. Generell der Sinn, naja, zumindest fragwürdig. Übrigens, falls ihr euch gerade fragt, was auf der Rückseite drauf gestanden hat, die englische Übersetzung, habe ich dabei, dort stand, never trust someone whose actions are different from his words. Ist ja quasi genau das Gleiche, oder? Gut, Sprachbarrieren. Ich bin also Jordanien rein, ich wollte nach Petra trampen, so 200-300 Kilometer von der Grenze. Und ich wurde sehr schnell von ein paar jungen Menschen mitgenommen und wir wurden dann genauso schnell nochmal rausgezogen an der ersten Polizeikontrolle. Und die Polizisten wollten, dass ich unbedingt aussteige, was ich unbedingt nicht wollte. Ich wollte ja noch weiter, so die Hälfte der Strecke, dachte ich, können sie mich mitnehmen, mitfahren. Aber es ging hin und her und hin und her. Und irgendwann meinte der Polizist, hör mal, Handy, Google Translator. Okay, ne? Versuchen wir es. Und ich reiche ihm mein Handy und er nimmt den Übersetzer und tippt ein bisschen was ein. Und nach ein paar Minuten reicht er mir mein Handy zurück. Und nun ja, ich musste eine sehr interessante Nachricht lesen. Und nun kommt auch der erzählerische Bogen von den Glückskeksen zu seiner Nachricht. Ich las nämlich Folgendes. Ich las, wir wünschen dir viel Glück und Kekse. Ja, alles klar. Gut, bei so einer netten Nachricht steigst du natürlich aus und so stieg ich aus und ich habe bei den Polizisten gesessen, eine Stunde lang. Ich hatte keine Ahnung, was sie mit mir vorhaben, aber nach einer Stunde wurde es mir dann irgendwann klar und zwar, als sie einen Reisebus für mich angehalten hatten. Scheinbar haben diese Polizisten mitbekommen, okay, die Jungs können diesen Tramper nur die Hälfte der Strecke mitnehmen, wir finden eine bessere Mitfahrgelegenheit für den. Und so haben sie den Reisebus angehalten, der von einer amerikanischen Highschool-Klasse gechartert worden war.
haben den Busfahrer nett gefragt oder gezwungen, ich habe es ja nicht verstanden, mich mitzunehmen, aber ich durfte einsteigen auf jeden Fall und bin dann mit dieser amerikanischen Highschool-Klasse bis nach Petra gefahren, mit Hilfe der Polizei. Und Petra, das ist eine Ruinenstätte, die sehr, sehr, sehr beeindruckend ist. Vielleicht kennen das Menschen, viele von Indiana Jones Filmen. Ich glaube, Tomb Raider hat sogar mal dort gedreht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist das ein Ort, den ich euch auch wärmstens ans Herz legen kann. Es war beeindruckend und ich habe euch zwei kleine Geschichten dazu mitgebracht, Dinge, die mich überrascht haben. Nummer eins, ich fand es sehr interessant, dass scheinbar auch damals schon Garagen gebaut wurden. Ja, der war sehr flach, aber keine Sorge, es wird noch flacher. Geschichte Nummer zwei, dort gibt es ein isoliertes Wüstenvolk, die Beduinen. Und viele dieser Beduinen verkaufen tagsüber in diesem Tal Dinge an Touristen, Postkarten, Kleidung. Und das Interessante an diesen Beduinen, die dort in dem Tal waren, war Folgendes. Die jungen männlichen Beduinen sahen fast immer so ein bisschen aus wie Jack Sparrow, unser aller Lieblingspirat. Ja, ich habe ein Bild gemacht, die sahen wirklich ein bisschen aus wie Jack Sparrow. Und ich liebe Jack Sparrow. Ich mache selbst an Karneval eine Jack Sparrow-Imitation und natürlich war das ein Grund zur Freude für mich. Und ich habe ihnen davon erzählt, ich habe hier Jack Sparrow 1 getroffen, wir haben gemeinsam ein Bild gemacht und wir haben Kontakte ausgetauscht, ich habe ihm was geschenkt noch von meinen Klamotten, die ich dabei hatte und bin irgendwann weiter und habe dann Jack Sparrow 2 getroffen und ich so, wow, krass. Und habe ihm das Bild gezeigt und er meinte so, wow, du hast meinen Cousin kennengelernt. Ich so, ach, guck mal da, ne? Die Welt ist klein und bin weiter, habe Jack Sparrow 3 und 4 getroffen, habe Jack Sparrow 3 und 4 von Jack Sparrow 1 und 2 erzählt, die Bilder gezeigt. Und auch diese beiden Männer meinten, ach wie lustig, du hast unsere Cousins kennengelernt. Und ich so, ach komm, das ist ja verrückt, ihr seid alle Cousins, das ist ja wie in meiner Heimat, wie im Saarland. Doch je länger ich drüber nachdachte, isoliertes Wüstenvolk, viele sind miteinander verwandt, viele sehen sich sehr ähnlich, ganz heikles Thema. Natürlich nicht so wie in meiner Heimat im Saarland. Nein, nein, nein. Aber gut, von dort ging es irgendwann weiter. Ich wollte nach Norden, nach Amman, in die Hauptstadt Jordaniens. Und das ist so eine 4, 5, 6 Stunden Fahrt über eine, in Anführungszeichen, Autobahn durchs Nirgendwo, durch die Wüste. Und nun ja, ich stand dort. Es war sehr heiß, 40 Grad ungefähr. Ich stand dort und habe gehofft, dass möglichst schnell ein Auto anhält, am besten mit Klimaanlage natürlich auch. Und tatsächlich, so 2, 3 Minuten später hielt das erste Auto an und ich schaue so rein, Klimaanlage, okay, hoffentlich fährt dieses Auto möglichst weit in Richtung Hauptstadt. Und so mache ich die Tür auf und ich frage ihn, hey, Amman, Amman, Amman? Und er, oh, Mann, 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 Mann. Und ich, Amman, 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 Mann, 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 Amman, Amman. Falls euch das gerade an was erinnert, wahrscheinlich daran. Oh ja, noch ein letztes Mal. Dankeschön. Noch ein letztes Mal, nur um sicher zu gehen, Amman, 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 Mann, 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 einsteigen, alles klar, wir fahren gemeinsam los. Und wir haben eine richtig nette Unterhaltung, ungefähr 73 Sekunden lang, dann ist unser gemeinsames Vokabular erschöpft. Und was machst du als müder Tramper bei 40 Grad Außentemperatur in einem klimatisierten Auto mit einem Fahrer, mit dem du nicht sprechen kannst, auf einer Strecke, die 6 Stunden durch eine Wüste führt? Keine Ahnung, ich kann euch sagen, was ich gemacht habe, und zwar bin ich eingeschlafen. Ungefähr eine Minute, nachdem wir unsere Unterhaltung beendet haben. Und dann wurde ich wieder wach irgendwann, so eine Stunde, 1,5 Stunden später. Und ne, ich bin in Schlaf aus den Augen, schaue nach draußen und muss feststellen, shit, hier ist keine Autobahn mehr, wir sind hier auf einer Schotterpiste irgendwo in der Wüste. Ist okay, eigenartig. Ich schaue meinen Fahrer an, er winkt und zeigt einen Daumen nach oben. Ist okay, wirkt nicht so, als würde er mich gerade entführen, aber was passiert hier? Naja, ich ziehe mein Handy aus der Hose, öffne Google Maps und nun ja, muss dann Folgendes erstmal feststellen. Hier habe ich getrampt, ungefähr hier bin ich eingeschlafen, das ist die Strecke nach Norden, nach Amman, und genau hier, nochmal eine Minute später, sind wir abgefahren und waren in die komplett andere Richtung Jordaniens unterwegs gewesen. Wir sind rausgezoomt, wir waren ungefähr hier, und warum? Nun ja, unten erkenne ich eine zweite Stadt, die nicht Amman, sondern Man heißt. Und da wird mir natürlich einiges bewusst. Amman, 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 Man, 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 Sprachbarrieren, verdammt. Wir waren unterwegs nach Man. Aber ich meine, hey, schaut es euch an, große Buchstaben, vielleicht ist Man ja eine coole Stadt. Und ich meine, was hatte ich für Optionen? Naja, ich hätte mich hier rauswerfen lassen können, wer verdurstet, oder ich fahre halt mit nach Man. Also habe ich Letzteres gewählt und wir kamen an und
was soll ich euch sagen? Man war eine Stadt, eine relativ normale Stadt. Und ich habe auf meiner Karte nochmal geschaut, so nach einem Ort gesucht, an dem man vielleicht trampen könnte. Alles klar, 5 Kilometer zu Fuß, laufe durch Man, grüße jeden ganz nett. Und die Leute, nun ja, stachen mich schon so ein bisschen eigenartig an. Was aber erneut normal ist, gerade in muslimischen Ländern wegen den Tattoos. Dennoch, die Menschen in Man, die haben doch noch eine Ecke härter gestarrt. So, als hätten sie noch nie in ihrem Leben einen tätowierten Touristen gesehen. Aber gut, ne, machst du nichts, gehst weiter, grüßt trotzdem ganz nett. Und als ich ankam an diesem Ort, musste ich auf Toilette und hat eine Werkstatt gefragt, ob ich das kurz darf. Natürlich durfte ich. Und natürlich wurde ich anschließend auch noch auf Kaffee und Tee eingeladen von diesen Männern. Und so saßen wir gemeinsam dort in dieser Werkstatt, so eine Stunde lang. Und irgendwann meinte ich, Jungs, ich muss wirklich mal langsam weiter. Ich muss noch nach Amman trampen. Und sie so, nein, 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 bleib, bleib. Okay, schauen wir mal, vertrauen. Wir haben anfangs drüber gesprochen. Und was passiert ist, war folgendes. Eine halbe Stunde später kam einer ihrer Freunde vorbei und es stellte sich heraus, dass genau diese Werkstatt an genau diesem Tag noch Ersatzteile von Man nach Amman bringen musste und noch Platz im Auto war. Und so konnte ich mit diesen Werkstattmitarbeitern an diesem Tag noch nach Amman fahren, ohne trampen zu müssen. Und als ich ankam in Amman, habe ich natürlich meinem Gastgeber direkt von meiner kleinen Man-Exkursion erzählt. Meine so, nette Stadt, oder? Und er sagt so, nein, Man nicht nett, Man gefährlich. So, ach ja, ne, Tramper, Eltern, gefährlich, hört man relativ oft so als Sohn. Hab mir nichts bei gedacht. Irgendwann so, ich habe eine Woche, zwei später, habe ich mich nochmal dran erinnert und meinte so, ach komm, haust doch mal bei Google rein, Man, und schau mal, was Google so ausspuckt. Und damals tatsächlich, die ersten Schlagworte waren Schmuggler-Hochburg, ISIS-Hochburg, absolute Reisewarnung, Ausrufezeichen, Auswärtiges Amt. Und nun ja, da wurde mir bewusst, warum die Menschen mich vielleicht so angestarrt hatten, als hätten sie noch nie einen Touristen gesehen. Vielleicht hatten sie das noch nie in ihrem Leben. Aber gut, was soll ich euch sagen? Ich hatte nette Menschen kennengelernt in Man. Dennoch war das so ein Punkt, wo ich mir dachte, Daniel, du bist schon ein verdammter Idiot. Du solltest so ein bisschen vorsichtiger sein vielleicht. Und so habe ich mir das vorgenommen. Bin nach Georgien, wollte in den Nationalpark trampen, zu dem man angeblich nicht trampen konnte, weil die Strecke nur von ausgebildeten Fahrern gefahren wird. Und wenn ich sowas höre, natürlich, dann kommt der innere Schweinehund so. Es geht bestimmt irgendwie. Und klar ging es irgendwie. Ein junger Mann, Levani aus Jordanien, hat mich mitgenommen und seine 5 amerikanischen Touristen, die ihn gemietet hatten, hatten zugestimmt. Und so sind wir gemeinsam 7 Stunden lang in diesen Nationalpark gefahren, über diese Straße, die ihr hier seht. Hier ist noch ein zweites Bild davon. Dort seht ihr sie. Und während wir fahren, erzählen die Amerikaner so ein bisschen, yo, das ist übrigens laut BBC eine der 10 gefährlichsten Straßen der Welt. Und ich so, jo, geil, alles klar, aber hey, ich habe mich sicher gefühlt, denn ich war gut verstaut hinten im Kofferraum zwischen Gasflaschen, Weinkanistern und Rucksäcken. Tja, da hatte ich nicht nur Muskelkater in meinen Brüsten, danach kann ich euch sagen. Aber wie gesagt, selbst zu so Orten kommt man am Ende irgendwie getrampt. Das vorletzte Bild dieser ersten Etappe, ein Bild aus der Türkei, Kappadokien. Das sind von ehemaligen Vulkanausbrüchen geformte Kraterlandschaften. Und wenn das Wetter mitspielt, kannst du dort jeden Tag dieses wunderschöne Panorama mit den Ballons sehen, weil dort Ballons steigen gelassen werden. Warum? Weil Touristen dafür zahlen, in diesen Ballonkabinen zu frühstücken und Sekt zu trinken. Und auch für mich als Reisender, der sich das nicht leisten kann oder will, hat das natürlich einen tollen Vorteil. Und zwar kann man sich genau das anschauen. Es war atemberaubend, wie generell meine Zeit in der Türkei. Ich habe sonst keine Geschichte dabei, aber will das an dieser Stelle dennoch loswerden. Die Türkei war auch eins der beeindruckendsten und herzlichsten Länder, die ich bereisen durfte. Letztes Bild, Etappe 1. Nicht wundern, Etappe 1 ist die längste dieser Show. Das dauert immer ein bisschen länger, weil dort besonders viel passiert ist. Das Bild, nun ja, ich beginne mit der Geschichte in Sofia, in der Hauptstadt Bulgariens. Und zwar stand ich dort, 2000 Kilometer bis in meine Heimat, und ich wollte sie in ungefähr 2 Wochen erreichen. Wollte über Ungarn trampen, das noch nachholen und stand dort in Sofia und trampe und muss feststellen, so puh, so jedes 20. Auto, das vorbeifährt, hat ein deutsches Kennzeichen. Eigenartig, 2000 Kilometer von Deutschland entfernt und habe drüber nachgedacht und irgendwann kam es mir. Ich war ja vorher in der Türkei und dort war Bayram, einer der höchsten Feiertage und so waren wohl sehr viele Deutsch-Türken zu ihren Familien in die Türkei gefahren und waren jetzt nochmal auf dem Heimweg. So stand ich dort, ja, ich war schon so ein bisschen müde, meine Schwester hatte ein paar Tage später Geburtstag,
Ja, wir haben am Wochenende zufällig auch Kirmes bei uns im Ort. Weißt du was, Daniel? Fahr einfach heim, tramp heim, überrasch die Leute dort. Wie schwer kann das schon sein, wo hier so viele Deutsche vorbeifahren? Ja, es war verdammt schwer. Und nach ungefähr 3-4 Stunden habe ich mein Deutschlandschild, das ich mir lustigerweise geschrieben hatte, ich dachte, es wäre lustig, nochmal beiseite gelegt und kam dann so zumindest bis zur Grenze Serbien-Bulgarien und bin drüber und stand dort, habe getrampt. Und es fahren nur deutsche Autos unterwegs. 90% der Autos deutsche Kennzeichen. Aber keiner wollte oder konnte mich mitnehmen. Ich stand dort die längste Zeit meiner Reise mit Abstand. Und zwar in Summe 20 Stunden lang. Das hier waren LKW-Fahrer, die leider in die andere Richtung unterwegs waren, die mich aber morgens zum Frühstück eingeladen haben. Dafür sind diese Klappen übrigens da. Und nach 20 Stunden stehen habe ich dann tatsächlich, irgendwann hielt tatsächlich ein Auto an. Deutsches Kennzeichen, check. Schwarzer Dreier, BMW, alles klar. Hin, will die Tür öffnen, abgesperrt, Fenster geht runter. Das ist schon, das ist nicht gut. Das signalisiert schon mal so eine gewisse, Unsicherheit, Skepsis. Aber okay. Ja, ich rede mit ihm, es ist ein Deutsch-Türke, wir reden auf Deutsch und ich erkläre ihm, was ich vorhabe oder was ich hier tue. Und er sagt, das ist ein junger Mann auch, noch ein bisschen jünger als ich, würde ich sagen, er sagt, okay, du wirkst sehr nett und so, ich würde dich ja mitnehmen, ich fahre nach Deutschland, aber ich muss dir eine Frage stellen und du musst, musst ehrlich sein. Sag mir, ob das so ist. Und ich so, ja, okay, frag mich, was du willst. Und er fragt mich, du, hast du Drogen dabei? Ich so, ja, ich weiß, ich sehe ein bisschen so aus, aber nein, ich habe nichts dabei, wirklich nicht. Und er so, okay, ich will dir ja glauben, du wirkst auch, als wärst du ehrlich, aber wenn du doch was dabei hast und wir an der Grenze irgendwo angehalten werden und du doch was dabei hast, dann bekomme ich Probleme wegen dir. Du, ich glaube, ich kann dich nicht mitnehmen. Und ich so, fuck, 20 Stunden gewartet, wie gesagt. Ich ziehe meinen Kopf nochmal aus diesem Fenster raus und denke mir so, fuck, du, das entgleitet dir gerade. Was könntest du vielleicht sagen, was daran irgendwas ändern würde? Und in meinem Kopf, ich gehe sämtliche deutsch-türkische Stereotypen durch, die mir irgendwie in den Sinn kommen, die Comedy-Shows, Kaya Jana, Bülent Ceylan. So, wie kannst du denn einen Deutsch-Türken davon überzeugen, die Wahrheit zu sagen? Und auf einmal habe ich eine Idee, ziemlich doofe Idee, aber gut, ich hatte nichts zu verlieren an diesem Punkt. Und so habe ich meinen Kopf nochmal reingestreckt, schaue ihn an und sage, du, ich habe wirklich keine Drogen dabei. Ich schwöre auf meine Mutter. Und er schaut mich an und sagt, alles klar, steig ein. Und ich so, was? Ist es dein Ernst? Aber okay, keine weiteren Fragen. Ich steige ein und wir fahren gemeinsam los. Und so nach einer Stunde halten wir an einer verlassenen Raststätte. Er kennt diesen Weg ja, er war öfter schon bei seiner Familie. Und wir steigen gemeinsam aus. Wir gehen so eine versteckte Treppe runter, setzen uns dort gemeinsam hin. Er greift in seine Jackentasche. Er hat einen Joint dabei. Er hat im Gegensatz zu mir Drogen dabei. Aber wie gesagt, wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Du stellst keine weiteren Fragen an dieser Stelle, dachte ich zumindest. Denn 2 Stunden später hielten wir erneut an, diesmal einer Raststätte, die noch in Betrieb war. Wir halten dort an und ich muss doch eine Frage stellen an diesem Punkt. Und zwar frage ich ihn, als wir angehalten haben, Entschuldigung, warum streichelst du gerade meinen Oberschenkel? Unangenehm, alles klar, tschö, und steige aus und bin nun, es ist, ich glaube, 11 Uhr abends, an einer 24-Stunden-Tankstelle in Serbien und es tanken nur Deutsche. Es ist völlig absurd. Ich frage jeden auf Deutsch so, hey, wollt ihr mich mitnehmen? Keiner will, keiner hat Platz, keiner kann. Und irgendwann um 4 Uhr morgens, ich bin fast 24 Stunden wach, ich kann meine Augen kaum noch offen halten, ich muss schlafen und gehe so in diese Raststätte rein, in den Restaurantbereich, will mich gerade an die Wand anlehnen und schlafen und denke mir so, hey, warte mal, du hast ja noch dein Deutschland-Tramp-Schild da, ne? Stell das mal vor dich, wie diese Reserviertkarten im Restaurant. Vielleicht macht dich ja jemand wach und sagt, yo, ich fahre dich nach Deutschland. Gesagt, getan, ich mache die Augen zu. 2 Minuten später werde ich wach gemacht von einem Serben, der dieses Schild gelesen hat und sagte so, hey, du, ich fahre nach Deutschland, ich arbeite dort und ich habe mich gerade fast tot gefahren, weil ich so müde bin. Ich brauche jemanden, der mich wach hält. Und ich so, wach halten? Ja, ich bin dein Mann, wir fahren gemeinsam nach Deutschland. Und so fuhren wir nochmal 15 Stunden lang gemeinsam nach Deutschland. Wir haben uns abgewechselt mit dem Fahren, wir kamen am Ende tatsächlich auch an, sind über die Grenze in Bayern. Es hat noch keine 10 Minuten gedauert, natürlich, Polizeikontrolle, bitte fahren Sie mit raus an der nächsten Raststätte. Bei ihm ging es um eine Arbeitserlaubnis, bei mir um was anderes. Ich schätze, ihr könnt es euch vorstellen, ja, haben Sie Drogen dabei? Sie haben mir auch nicht geglaubt, mein ganzer Rucksack wurde durchsucht. Zumindest so lange, bis sie unten am Wäschesack ankamen.
Denn ich kann euch sagen, getragene, verschwitzte T-Shirts mit getragener Unterwäsche und stinkigen Socken, das in einen Jutebeutel geschnürt, 2 Wochen lang im Rucksack unten drin. Weiß nicht, ist von jemandem mal durch Selbach gefahren, zufällig? Falls nicht, es riecht nicht sehr angenehm. Also, wenn ihr mal Drogen schmuggeln wollt, könnt ihr das vielleicht so probieren oder ihr wählt die schlaue Variante und tut es eben einfach nicht. So kam ich zurück in Deutschland an und somit sind wir auch mit Etappe 1 durch. Wie gesagt, die längste Etappe dieser Show. Wir beenden jede Etappe mit einem kleinen Video, mit Bildern dieser jeweiligen Etappe, die sonst noch keinen Platz gefunden haben. Und es wird immer ein Song im Hintergrund spielen an dieser Stelle. Ein ganz interessanter Song, denn das ist einer der Band, ein Song von der Band von Oha, der Mann aus Bosnien und Herzegowina. Es ist ein bisschen eigenartig, dieser Song, im Vergleich zu dem, was die Band sonst so macht, aber es ist der einzige Song, in dem Oha selbst auch singt. Das ist ein Cover, nochmal spielt Oha Schlagzeug. Also viel Spaß damit und vielleicht erkennt er ja auch den Originalsong, bestimmt. Ja, das war Etappe 1 meiner Reise. Wir machen weiter mit Etappe 2. Dann, wie gesagt, werden wir eine kurze Pause gehen. In Etappe 2 ging es vom Saarland über Norwegen ans Nordkap und dann durch Schweden zurück, noch kurz in die Tschechei, in die Schweiz und dann pünktlich zu Weihnachten zurück ins Saarland. Und ich möchte über meine erste Mitfahrgelegenheit in Dänemark sprechen, denn sie fragte mich eine Sache, die fast immer gefragt wird. Wo kommst du her? Deutschland. Ah, wo aus Deutschland? Ich so, na, schwierig, Südwesten, ganz kleines Dorf. Und dann oft so, Berlin. Andere Seite auch wesentlich kleiner, also wirklich kennst du nicht. So, warte, doch, München. Saarbrücken heißt es, sage ich dann meistens. Und eigentlich kommt immer die gleiche Antwort, habe ich noch nie gehört. Ich so, ja, ne, ich habe es dir gesagt, das ist ganz normal, geht auch vielen Deutschen, glaube ich, so. Aber es gab 2 Ausnahmen. Und zwar Nummer 1, mein Gastgeber damals in Sarajevo, er sagte, Saarbrücken, da war ich schon mal gewesen. Und ich so, wow, cool, warum, was hast du dort getan? Er sagte, naja, wir haben früher von Holland nach Jugoslawien Gras geschmuggelt und wir mussten in Saarbrücken immer den Zug wechseln. Okay, ein Grund, Saarbrücken zu kennen. Nummer 2, meine erste Mitfahrgelegenheit in Dänemark, ein Däne. Er sagte, das Saarland, das kenne ich, da habe ich vor ein paar Jahren mal Urlaub gemacht. Und ich, wow, das ist ja cool. Und, wie war's? Und er sagte, ich fand's richtig scheiße, war richtig langweilig. So, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber okay, gut, das waren die beiden Menschen, die das schöne Saarland kannten. Und in Kopenhagen habe ich dann das erste Mal auf dieser Reise eine Reisebegleitung getroffen, jemand, der mit mir getrennt ist. Ein weiterer Mann, ein junger Mann, 19 Jahre jung, aus England, aus Liverpool, der zufälligerweise auch Daniel hieß. Und wir hatten die gleiche Couchsurfer-Gastgeberin gehabt und er meinte so, hey, wollen wir zusammen trampen? Und ich so, zwei Männer, das ist so die Champions League des Trampens. Eigentlich ungern, aber tatsächlich hat das ganz gut funktioniert und wir sind 3 Wochen lang zusammen unterwegs gewesen. Dieses Bild hier, nur um euch nochmal an eine wichtige Sache zu erinnern, das hier ist Victoria, sie hat uns mitgenommen, anschließend eingeladen in die Ferienwohnung ihrer Eltern, die ihr hier auf dem Bild auch gesehen habt. Und das sind Dinge, die, wie gesagt, sehr, sehr, sehr oft geschehen. Wir werden in dieser Show nur von vielleicht 10% der Menschen sprechen, die mich, uns eingeladen haben. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die ihr nicht vergessen solltet. Wir sind dann rüber Oslo nach Norwegen rein und haben einen Schlenker an der Südküste gemacht, Gott sei Dank, denn sonst hätten wir diesen Mann hier rechts, das ist übrigens Daniel in der Mitte, aber diesen Mann rechts hätten wir sonst niemals kennengelernt. Sein Name ist Frode und ja, der Name erinnert so ein bisschen an die Herr-der-Ringe-Filme, das Äußere vielleicht eher an David Guetta,
Wobei er das gar nicht mochte. Er sagt, David Guetta, ganz schlimme Musik. Kid Rock wäre okay für mich. Und so, ja, Kid Rock funktioniert auch irgendwo. Wie haben wir Frode kennengelernt? Nun ja, auch wieder beim Trampen. Er hat angehalten, gemeinsam mit seiner 9-jährigen Tochter Tuva. Und als sie anhielten, sagten sie, ey Jungs, wir sind so froh, dass ihr noch hier steht. Wir sind nämlich vor einer Stunde schon mal an euch vorbeigefahren. Und wisst ihr, wir nehmen immer Tramper mit und wir sind vorbeigefahren, weil unser Auto voll ist. Und dann habe ich mit meiner Tochter diskutiert, eine halbe Stunde lang, ob wir nicht doch irgendwie Platz machen können. Und nach einer halben Stunde meinten sie, oh ja, geht schon irgendwie, sind umgedreht, noch mal eine halbe Stunde zurückgefahren und waren natürlich froh, dass wir noch dort standen und sie uns mitnehmen konnten. Was soll ich euch sagen? Das Auto war wirklich voll. Wir haben noch mal eine halbe Stunde Dinge umgeräumt, bis wir irgendwie doch reingepasst haben und so konnten wir losfahren. Frode, seine Tochter Tuva und die beiden Daniels hinten. Natürlich hat auch er uns eingeladen. Am nächsten Morgen hat er uns noch auf einem Boot von einem Freund das Fjord, in dem er lebt, gezeigt. Sie hatten eine ganz schöne Bude. Frode ging es seiner Familie finanziell sehr gut. Er ist Modedesigner dort. Und als er uns an einen neuen Tramport brachte am nächsten Morgen, sagte er Folgendes. Er sagte, Jungs, ich finde es geil, dass ihr über Norwegen trampen wollt ans Nordkap. Das machen nur ganz wenige, weil ihr dann öfter mal eine Fähre nehmen müsst. Wir so, okay, gut, danke für die Info. Er sagte, ich will euch dabei helfen. Und zwar möchte ich euch was Geld für die Fähren geben. Und wir so, danke, Frode, das ist wirklich lieb, aber das brauchst du nicht. Nein, er hat darauf bestanden, reicht mir einen Geldschein, norwegische Kronen. Ich schaue kurz, umgerechnet 12 Euro. Vielen, vielen lieben Dank, Frode. Und so verabschieden wir uns und trampen weiter. Und ich glaube, 2 Tage später gehen wir in den Supermarkt. Wir wollen mit diesen 12 Euro einkaufen. Ich merke dabei, er hat mir keine 12 Euro gegeben, sondern 120 Euro. Da war eine Null mehr dran gewesen. Und von diesen 120 Euro konnten ich und Daniel 2,5 Wochen in Norwegen überleben. Denn wir durften für keine unserer Fähren selbst zahlen. Das war immer das Gleiche. Es war immer der Fahrer, die Fahrerin immer so, na, ich habe hier so eine Rabattkarte von der Firma und so. Und dann kann ich Punkte sammeln. Man kennt das, dann kannst du dir in 5 Jahren so ein japanisches Küchenmesser-Set von kaufen. Norwegen wurde am Ende das teuerste Land der Welt, wurde das günstigste Land, in dem ich je gereist war. Ich habe in 2,5 Wochen dort, ich glaube, 20 Euro ausgegeben. Das war ein Kaffee und ein Päckchen Zigaretten, mit dem ich mich belohnt hatte nach dem Nordkap. Also vielleicht das auch als Tipp, wenn ihr aufhören wollt zu rauchen. Norwegen, perfektes Reiseland dafür. Ja, aber das war es noch nicht mit Frode. Weitere 3 Tage später hat Daniel getrampt, ich mich an einer Bushaltestelle vom Regen geschützt und über Facebook gewischt. Und dann sah ich, dass Frode als Mitveranstalter für eine Veranstaltung, auch für eine Spendengala hinzugefügt wurde, auf der Geld für Leukämiepatienten gesammelt wurde. Und in dieser Veranstaltung stand ein bisschen was über Frode geschrieben. Und zwar, dass er selbst früher mal lange per Anhalter gereist war, von zu Hause weggelaufen ist, weil sein Vater damals Selbstmord begangen hatte, als er 16 Jahre jung war. Und als er zurückkam, stand dort, hat er eine Frau gefunden und diese Frau hat eine gemeinsame Tochter auf die Welt gebracht. Und mit dieser Tochter, Tuva, das war die Tochter, die wir kennenlernen durften, wurde Frode vor eine neue Herausforderung gestellt. Und zwar wurde bei dieser Tochter im Alter von 1,5 Jahren Leukämie diagnostiziert, eine sehr, sehr, sehr seltene und eine sehr, sehr, sehr schlimme Form, eine unheilbare Form. Und ihr wurde damals noch maximal ein weiteres Jahr gegeben. Sie wäre also laut der Ärzte mit 2,5 Jahren von dieser Welt gegangen nochmal. Und ich habe sie kennengelernt. Sie war 9, sie ist mittlerweile 14 Jahre jung, sie lebt immer noch. Und so habe ich mit Frode anschließend auch telefoniert und darüber gesprochen. Und Frode, nun ja, er sagte, du, das ist jeden Tag nochmal ein Wunder, dass wir unsere Tochter noch haben. Keiner kann es sich erklären. Natürlich ist sie am Kämpfen, aber sie lebt noch. Sie kann noch lächeln, an den meisten Tagen zumindest. Und Frode sagte eine Sache, die ich schon sehr, sehr, sehr oft gehört hatte, aber es hat sich selten so angefühlt wie aus seinem Mund am Telefonhörer in diesem Moment. Er sagte, du, wir haben so viel Geld, uns geht es finanziell so viel gut, aber kein Geld dieser Welt kann dir Gesundheit kaufen und das ist nun mal das größte Gut, das wir alle haben. Und so finde ich es sehr, sehr, sehr toll und auch beeindruckend, dass Frode genau das nutzt, um Gelder für Leukämiekranke zu sammeln, denen man sehr wohl noch helfen kann. Du kannst diese Krankheit ja oft heilen oder behandeln zumindest und sie hoffen weiterhin natürlich jeden Tag, dass es Tuva weiterhin gut gehen wird. Auch das ist ein sehr, sehr inspirierender Mensch, den ich auf meiner Reise kennenlernen durfte, der gute Frode. Wir machen weiter mit dem Kjerag Bolten. War da schon mal jemand von euch?
Ja, eine Hand, okay, dann darf ich nicht übertreiben, verdammt. Also, das war ein Bild, das kannte ich vom Internet, Instagram, ja, und ich dachte mir so als Deutscher, ja, entweder ist da so ein Geländer, das wegretuschiert wird, oder es ist so ein Perspektivenspiel und du fällst eigentlich nur so ein paar Meter tief, ja, und dachte mir, gut, alles klar, will ich auch haben, so ein Bild, ja, und bin dann dort hochgewandert alleine, Daniel war das zu anstrengend, ich bin dann abends hochgewandert, habe in der Nähe von diesem Stein gezeltet, weil es dunkel wurde. Bin morgens aufgewacht um 6, noch ziemlich schlaftrunken, ja, bin dann dorthin gewackelt, hab dann zufällig noch einen anderen Deutschen getroffen, der dort unterwegs war. Da triffst du die Deutschen dann an diesem Stein morgens um 6. Und ich so, du, gut, dass ich dich gerade treffe, kannst du ein Bild gleich von mir machen, ne? Weil ihr seht, allein geht das nicht so gut. Und er so, ja, kein Thema, alles da, ich gebe ihm mein Handy, ich gehe zu diesem Stein und muss dann feststellen, verdammt, hier gibt es weder ein Geländer, noch fällst du nur so ein paar Meter tief. Das ist ungefähr so ein großer Stein und du musst so einen Schritt drauf machen. Und wenn du runterfällst, dann fährst du 1000 Meter tief, dann bist du tot. Und das passiert. Dort sterben jedes Jahr Menschen, die Norweger nennen das natürliche Auslese. Das ist genau mein Humor. Ja, und so stand ich dort und ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Ich bin auf diesen Stein drauf und was sollst du natürlich auf keinen Fall tun, wenn du so irgendwo stehst und so ein bisschen Höhenangst hast, auch nach unten schauen natürlich nicht. Ne? Was machst du, wenn du auf keinen Fall nach unten schauen willst? Du schaust natürlich nach unten und es sah ungefähr so aus, kann ich euch sagen, im Nachhinein nochmal zurückgesprungen und so, fuck, okay, alles klar. Hoffentlich hat er deutsche Bilder von mir gemacht. Hatte er im Nachgang dennoch. Ich ärgere mich so über mich selbst, genau das gemacht zu haben. Wie dumm ist es bitte, für so ein Bild das Leben aufs Spiel zu setzen? Ich würde es nie wieder machen. Wart ihr drauf? Nein? Ich hab mal ein Pärchen hier sitzen gehabt in der Show, die haben sich auch gemeldet, dass sie dort waren, hab dann gefragt, wart ihr drauf? Und der Mann sagte, ja, ich war drauf, meine Frau hat mich dazu gezwungen. Also wenn er mal in so eine Situation kommt, Vorsicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist einmal in der Show. Aber gut, wie gesagt, das war der Kerak Bolten gewesen. Von dort ging es weiter, immer weiter nach Norden. Es war mittlerweile Anfang Oktober, es wurde immer kälter. Je weiter wir nach Norden kamen, desto weniger Menschen waren unterwegs auf den Straßen. Dort leben weniger Menschen als im Süden. Und es wurde auch immer öfter regnerischer. Und ich erinnere mich noch gut an einen Punkt. Wir hatten seit fünf Tagen wurden wir von niemandem eingeladen, hatten keine Dusche, hatten keine warme Mahlzeit gehabt. Es hat sehr viel geregnet. Alles, was wir hatten, war nass gewesen. Daniels Zelt war gebrochen. Es war wirklich, wir waren kurz vorm Aufgeben gewesen. Und dann hielt Anita für uns an am fünften Tag. Wir standen an der Baustelle, strömender Regen. Anita hielt an und sagt so, auch ich schätze Anfang 60 war sie gewesen. Sie sagte, was macht ihr denn hier? Komm, steigt ein. Ich habe eine Waldhütte, ihr könnt mit zu mir. Ich habe eine Dusche, ich koche für euch. Ihr könnt dort übernachten. Und wir so, wow, danke Anita. Das ist sehr, sehr, sehr lieb und das nehmen wir natürlich gerne an. Und so fahren wir zu Anita in diese Hütte. Und dort stellt sich heraus, Anita ist eine ehemalige Sterneköchin und bereitet uns an diesem Abend ein Drei-Gänge-Menü vor. Ja, Vorspeise, Feigensalat auf Rentier-Tatin, dann Hauptgang, Rentier selbst gejagt, ihr Mann, in Preiselbeersoße und als Nachtisch gab es Eiscreme, die Anita sogar noch filigran mit Cognac beträufelt hatte. Und was soll ich euch sagen? Es war die beste Mahlzeit meines Lebens gewesen, aber nicht nur, weil das natürlich handwerklich 1A zubereitet war, sondern vor allem, weil ich und Daniel 5 Tage lang von Sardellen aus Dosen und Toastbrot mit Marmelade gelebt hatten und diese Mahlzeit so sehr wertgeschätzt hatten in diesem Moment. Und das bringt mich generell zu dem Punkt Wertschätzung. Ich gebe in dieser Show ganz, ganz, ganz wenig aktive Impulse. Ich finde, jeder soll selbst entscheiden am Ende, ob und wenn ja, was er mitnimmt. Aber ich denke, die Wertschätzung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und klar, bei einer Reise kannst du sowas nochmal sehr gut lernen, sehr einfach lernen. Das kann man aber auch ohne das Reisen lernen. Dinge, die wir hier haben, nicht immer als gegeben zu nehmen, sondern sie nochmal wertzuschätzen. Beispiel, eine heiße Dusche. Ja, ich nehme diese heißen Duschen noch genauso wie vor meiner Reise. Aber wenn ich sie nun nehme, ja, dann genieße ich sie viel mehr, weil ich mir jedes Mal, bevor ich in diese Dusche gehe, nochmal bewusst mache, es ist eben nicht selbstverständlich, 24/7 eine heiße Dusche zu haben. Und das ist ganz lustig, denn ich habe mein Leben somit verbessert, ohne auch nur irgendwas daran zu ändern. Und an dieser Stelle lade ich gerne zu einem kleinen Selbstexperiment ein heute Abend. Wenn ihr zu Hause seid, denkt gerne mal kurz an mich zurück, nur kurz, dass ihr Albträume bekommt oder sowas. Denkt kurz an mich zurück und freut euch darüber, dass ihr in einem bequemen, warmen
Bett liegen könnt. Vielleicht könnt ihr euch auch darüber freuen, dass ihr neben einer Person einschlafen dürft, die ihr gerne habt. Und wenn ihr morgen früh nochmal aufwacht, denkt gerne nochmal kurz an mich, denkt gerne kurz an Frode auch und denkt an all die Menschen, die ihr kanntet, die leider viel, viel zu früh von uns gegangen sind, und freut euch darüber, dass ihr aufgewacht seid, denn genau das, die Gesundheit, ist, wie Frode schon sagte, das höchste Gut, das wir alle haben, aber leider auch das Gut, das wir ach so selten wertschätzen und oft auch erst dann, wenn wir es irgendwann nicht mehr haben sollten. Und ich danke. Danke. Ich will an dieser Stelle noch über eine zweite Person sprechen, eine Person, die ich vor einem halben Jahr kennenlernen durfte, weil mir das wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige Botschaft auch ist. Sein Name ist Elias und ich habe ihn kennengelernt auf meiner letzten Frühjahrsshow in Duttweiler. Es war ein 18-jähriger, junger, gut aussehender Mann, der dort im Publikum saß, und er kam nach der Show zu mir und wollte ein Buch kaufen und hat mir erzählt, dass er gerade seinen Abschluss macht, bald fertig ist und dann wird er nach Australien ein Work and Travel machen und vielleicht dann auch mal trampen, sagt er, so ein bisschen vielleicht auch weiterreisen. Und wisst ihr, normalerweise würde ich in so einem Moment diesem Mensch Mut machen, aber er wirkte nicht wie jemand, der nach Mut gesucht hat, er wirkte wie jemand, der felsenfest überzeugt war davon, dass das richtig ist, genau das zu tun. Und so habe ich ihn in den Arm genommen, ich habe ihm gesagt, du Elias, du wirst die Zeit deines Lebens haben, du wirst so viele tolle Dinge erfahren, ich wünsche dir alles, alles Gute dabei und sag mir später auf jeden Fall mal Bescheid, wie es denn gewesen war. So habe ich es in sein Buch geschrieben und habe mich verabschiedet von ihm, und wir haben einen gemeinsamen Freund, der auch Daniel heißt, und er kannte ihn ein bisschen besser als ich, und 2-3 Monate später habe ich über ihn erfahren müssen, dass Elias erstmal seinen Abschluss geschafft hat, ich glaube sogar als Klassenbester, aber dann 2-3 Monate später wie aus dem Nichts umgekippt war und auf Intensivstation musste. Und dieser gemeinsame Freund Daniel hat mir erzählt, dass er ein paar Mal bei ihm zu Besuch war am Krankenbett, und hat mir erzählt, dass jedes Mal, wenn er da war, dieses Anekdoten eines Beifahrers Buch, das ich ihm damals gegeben hatte, auf dem Nachttisch lag, und vielleicht hat er so ab und zu versucht, von der Reise zu lesen, von der Reise zu träumen, auf die er selbst leider niemals aufbrechen konnte, weil er 2 Wochen, nachdem er dort ankam, gestorben ist im Alter von 18 Jahren. Das ist, schätzt es wert, dass ihr jeden Morgen aufwacht, denn die Gesundheit, die Zeit, die wir hier haben, das ist wirklich das allergrößte Gut, das wir haben. Ja. Okay, wir machen weiter, es ging weiter nach Norden. Und hier irgendwo in der Mitte gab es mal ein interessantes Missverständnis. Und zwar hat uns ein Mann aus Kenia mitgenommen. Und nun ja, wir fuhren gemeinsam und ich frage ihn so, hör mal, wie ist es denn so in Kenia oder im südlichen Afrika mit dem Trampen? Gibt es dort viele Tramper? Und er schaut mich an, ne? Ich frage ihn auf Englisch natürlich, are there many hitchhikers? Und er schaut mich an und sagt, HIV? Ja, ganz, ganz viel im südlichen Afrika. Nein, nicht HIV, Tramper, Hitchhiker. Und er, ja, die gibt's auch, ne? ganz easy. Und tatsächlich wurde das der Grund, ja, so ist die Idee entstanden, für Etappe 3 ins südliche Afrika zu reisen. Aber da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Wir kamen an auf den Lofoten. Das hier waren die ersten Nordlichter meines Lebens. Wer hat schon mal Nordlichter gesehen von euch? Ein paar hier. Ich schätze, ihr werdet mir zustimmen, es ist atemberaubend. Das war natürlich einer der Gründe, warum wir Richtung Winter nach Norden wollten, den Norden von Skandinavien. Und das war der Abend, das waren meine ersten Nordlichter. Und ich stand dort, es war eiskalt, ich schaute nach oben und es war atemberaubend schön. Aber dennoch waren meine Gedanken an diesem Abend wo ganz anders, bei einer Person. Und über diese Person möchte ich sprechen. Und zwar muss ich dafür ein paar Stunden zurückspringen. Ich und Daniel, wir haben uns ab und zu mal getrennt gehabt. Immer dann, wenn ein LKW-Fahrer angehalten hat, weil da war immer nur ein Platz. Wir haben uns aber anschließend, spätestens einen Tag später, immer noch mal zusammengefunden und sind dann zusammen weiter getrennt. Und so war ich mit einem LKW-Fahrer auf meine Fähre und er meinte direkt am Anfang, hör mal, ich kann dich anschließend nicht weiter mitnehmen, aber jo, alles klar, kein Problem. Was tust du als Tramper auf einer Autofahrerfähre, auf der Autofähre? Nun ja, du sprichst mit jeder Person, die du dort treffen kannst, und habe gefragt, ob sie mich mitnehmen können. Keiner wollte, keiner konnte, du weißt es ja nie so genau. Also hatte ich 2 Möglichkeiten. Es war schon dunkel, als wir ankamen am Hafen. Entweder zählte ich hier am Hafen oder ich stelle mich einfach mal an die Straße. Vielleicht hält ja doch jemand an, vielleicht hat jemand seine Meinung geändert, vielleicht habe ich jemanden vergessen mit Fragen. Und genau das habe ich getan. Und tatsächlich, eines der Autos hielt an. Ein junger Mann, den ich vorher gefragt hatte auf der Fähre, hielt an. Sein Name war Sultan und er sagte, du,
du hast eben gefragt, ne? Ich habe Nein gesagt, dann habe ich, nachdem du gefragt hast, mal noch mal so ein bisschen auf meiner Karte geschaut. Ich kann dich nicht auf die Lofoten bringen, aber ich kann dich 30 Kilometer mitnehmen, dann kannst du von dort weiter trampen. Und ich so, du, Sultan, vielen, vielen Dank dafür, du rettest mir gerade den Abend. Und so fahren wir gemeinsam los und Sultan erzählt mir davon, dass er vor 8 Jahren mit seiner Familie, sie kommen aus dem Irak ursprünglich, nach Norwegen geflüchtet sind und dort emigriert waren. Und das war 2017 Ende, das war das erste Jahr, in dem auch leider die AfD aufgestellt war bei unseren Wahlen, doch leider, leider sehr viele Prozente bekommen hatte. Und das war das Jahr, in dem das Thema Fremdenhass immer, immer größer wurde. Und so fragte ich ihn natürlich damals, so hör mal, Sultan, wie war es denn für euch damals, so vor 8 Jahren in Norwegen? War das leicht, hier zu emigrieren? Wurde euch viel Hass entgegengebracht? Und nun ja, die Antwort, die er mir gab, hat mich verstummen lassen. Ich habe mich jetzt ein bisschen kennengelernt, ich kann sehr viel reden, aber was er mir antwortete, darauf war ich nicht gefasst. Und zwar sagte er Folgendes. Er sagte, nun ja, jetzt wo du fragst, der Grund, warum ich aus Trondheim, dort studiere ich, gerade unterwegs bin nach Norden zu meiner Familie, ist der folgende. Meine Mutter hat mich heute Morgen angerufen und hat mir gesagt, dass meine 12-jährige Schwester sich heute Morgen das Leben genommen hat, weil sie in der Schule wegen ihrem Migrationshintergrund so sehr gemobbt wurde. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich meine, er hat keine Antwort erwartet. Wir sind 5 Minuten weitergefahren bis zu dem Punkt, geschwiegen haben wir. Und ich habe mich verabschiedet, ich habe ihn umarmt, ich habe ihm alles Gute gewünscht und ich bin ausgestiegen und habe nach Zigaretten gesucht, die ich nicht dabei hatte und habe über diese Geschichte nochmal nachgedacht. Ich meine, ich habe selbst eine Schwester, die auch heute Abend hier ist, eine Jüngere. Und wenn ich meine Mutter anrufen würde und mir sagen würde, dass sich meine Schwester das Leben genommen hat, egal aus welchem Grund, dann wäre das sicherlich der schlimmste Tag meines Lebens. Und ich schätze, auch für Sultan wird das einer der schlimmsten Tage seines Lebens gewesen sein. Und dennoch sah er mich dort stehen und dachte sich scheinbar, hey, auch wenn das vielleicht einer der schlimmsten Tage meines Lebens gerade ist, warum soll ich diesem Menschen nicht dennoch helfen? Und genau das hat er getan. Er hat angehalten und er hat mich über Umwege zu genau diesem Ort, an genau diesem Abend gebracht. Der Ort, an dem ich meine ersten Nordlichter sehen durfte. Und so schaue ich nach oben und klar ist an diesem Abend ein Teil meines Herzens zerbrochen, aber andererseits war es auch irgendwo herzerwärmend. Und zwar, dass ich sehen durfte, dass Menschen wie Sultan, die unabhängig davon, wie es einem geht, dennoch anderen Menschen helfen, dass genau diese Menschen tatsächlich existieren. Und ich habe mich oft gefragt, ob ich damals angehalten hätte in seiner Situation. Und ich kann euch sagen, ich hätte auf keinen Fall angehalten. Aber ich werde zukünftig anhalten können, weil Sultan damals für mich angehalten hat. Wir haben leider keine Kontakte ausgetauscht, aber ich hoffe an dieser Stelle auch nochmal, dass seine Familie diesen Schicksalsschlag irgendwie verarbeiten konnte. Ja. Gut, Nordkap. Wir kamen am Ende tatsächlich an, beziehungsweise kamen wir fast an, denn wir mussten feststellen, dieser letzte Kilometer zum Nordkap, da musst du Eintritt zahlen. Wir kamen an den Eintrittsbuden des Nordkaps an und das ist gar nicht so günstig. Ich glaube so 23, 25 Euro was in der Größenordnung und so standen ich und Daniel dort und wir schauen uns an. So okay, jetzt waren wir da 2 Wochen lang, war anstrengend, wir wollten unbedingt am Nordkap stehen. Zahlen wir jetzt diesen Eintritt noch da irgendwie, um auch wirklich am Nordkap gewesen zu sein? Auf gar keinen Fall tun wir das und haben quasi so dieses Bild aufgenommen. Aber viel interessanter war Folgendes. Der Mann, der uns die letzten 50 Kilometer mitnahm, das war ein Deutscher aus Rostock, der mit seinen 3 Kindern unterwegs war. Und sie haben uns eingesammelt und erzählten uns, yo, mein Kindheitstraum war es schon immer mal an diesem Nordkap zu stehen. Und ich hatte jetzt irgendwie 5 Tage frei und dachte mir, boah, 6.000 Kilometer, 5 Tage, easy, ne? Typischer Deutscher, die fahre ich. Und hat sich entschlossen, zu diesem Nordkap zu fahren dafür, um das mal zu sehen. Ja, ist fast so wie 600 Kilometer zu fahren, um auf eine Show zu ihr zu gehen, ne? Aber ja, er war im Zeitplan. Tag 2, er war am Nordkap angekommen mit uns. Er sagte, er ist fast den ganzen Tag durchgefahren, aber okay, ne? Er war gut im Plan. Und dann kam er mit uns dort oben an. Und auch er hatte nicht damit gerechnet, dass der letzte Kilometer Geld kostet. Und so steht er dort, der Mann aus Rostock, dessen Kindheitstraum es war, ja, dieses Nordkap zu sehen und rechnet und sagt, aha, da muss ich ja für meine 3 Kinder jeweils auch noch Geld bezahlen, da gibt es nicht mal Kinderrabatt.
Boah, oh, oh. Nee, das ist mir auch zu teuer. Könnt ihr ein Bild von uns hier auch aufnehmen? Dieser Mann fährt in 5 Tagen 6000 Kilometer, um am Nordkap zu stehen und ist dann am Ende zu geizig, diesen Eintritt zu zahlen. Typischer Deutscher, oder? Aber es war unser Held vom Nordkap. Er hat uns nämlich anschließend noch mal mit runternehmen können. Und ja, vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle vielleicht über das Thema Kleidung sprechen. Wenn Leute fragen, ich empfehle, man macht es einfach nicht so wie ich. Außer die Zalando-Stiefel, die ich auch heute noch trage. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jedem empfehlen würde. Beste Investition meines Lebens. Was soll ich sagen? Du kannst mit sehr günstiger Ausrüstung natürlich auch reisen. Es macht es aber sehr viel unangenehmer, als es eigentlich sein müsste. Besonders Schlafsäcke. Wenn ihr irgendwo im Kalten unterwegs seid, kauft euch keinen 10-Grad-Schlafsack vom Decathlon. Und vielleicht auch keine Korthose, ja. Aber gut, wie gesagt, mach, was ihr wollt. Du überlebst sowas natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt so. Und die letzte große Geschichte von Etappe 2, meine Lieblingsgeschichte vielleicht sogar, ich will euch von Halloween 2017 erzählen. Und das begann hier, wir wurden an einem denkbar ungünstigen Ort beim Trampen rausgelassen, auf einer Autobahnbucht, ja, und standen dort 3-4 Stunden, niemand hielt an. Und es war wirklich kalt, ich glaube -5 Grad hat es gehabt, meine Füße trotz Zalando-Stiefeln waren wirklich am Abfrieren. Sie haben richtig wehgetan. Und ich sagte so zu Daniel, hör mal, ich habe auf meiner Handykarte mal geschaut, das ist jetzt nicht so geil, aber es gibt eine Raststätte, die ist 16 Kilometer entfernt, also 4 Stunden Fußmarsch. Ich werde dorthin müssen, sonst verliere ich meine Zehen. Du kannst mitkommen, du kannst hierbleiben. Er ist mitgekommen, aber nun ja, er war nicht sehr begeistert von der Idee. Daniel aus Liverpool, Mensch, der sowieso schon sehr viel am Fluchen war. Und während wir gehen, flucht er immer, immer öfter. Tja, und dann kommen wir an nach 4 Stunden und wir müssen rausstellen, verdammt, der Daniel, also ich, habe nicht ganz genau hingeschaut. Das war keine Raststätte, das war eine Bushaltestelle, zu der wir gegangen sind. 3 Uhr Mittag, Nordschweden, diese Jahreszeit, es war stockdunkel, wir konnten also nicht trampen. Und wie gesagt, Daniel flucht immer lauter. Aber gut, bringt ja nichts, wir müssen ja weiter. Nochmal 3 Kilometer, alles klar, nächste Tankstelle, wir kommen an. Dort war einfach gar nichts gewesen, weder Tankstelle noch Bushaltestelle. Daniel flucht immer lauter, nochmal 4 Kilometer, wir müssen über eine Brücke krabbeln, die gesperrt war, eine Baustelle gewesen war. Und kommen dann aber irgendwann gegen Abend tatsächlich an dieser Tankstelle an, die Gott sei Dank tatsächlich existierte. Kommen dort rein und das Erste, was wir gesagt bekommen, ist so, hey Jungs, wir machen in 10 Minuten zu. Aber hey, wenn ihr wollt, ich kann euch, ich habe ja Feierabend dann, ich kann euch zu einer 24-Stunden-Tankstelle fahren, in die Stadt rein. Und wir so, ja, bitte, nehmen wir. -20 Grad, Wettervorhersage für die Nacht, ne? Nehmen wir, gerne. Und so fahren wir los, nachdem er Feierabend hat. Auf halber Strecke hat sein Auto einen Motorschaden. Wir müssen erneut 4 Kilometer laufen. Und Daniel sagt zu mir, du, ich hatte schon richtig beschissene Halloween-Feste gehabt, ne? Ich wurde sogar mal auf einem von meiner Freundin verlassen. Aber das hier mit dir, das ist das beschissenste Halloween meines verdammten Lebens, sagt er. Und nun ja, als ich angefangen habe, später diese Show zu konzipieren, dachte ich mir, hey, erzähl so viel von Daniel. Vielleicht fragst du den mal, ob der diesen Tag nochmal für euch, für das Publikum Revue passieren lassen kann. Das hat er getan per Voicemail und ich habe die dabei. Ich würde die euch gerne vorspielen, damit ihr eine Idee davon bekommt. Und wundert euch übrigens nicht, das Bild, das ihr da seht, das ist einfach mein Lieblingsbild von Daniel, das ich auf meinem Handy noch finden konnte. Also viel Spaß bei seiner Voicemail. I honestly can't fucking believe this. We've just walked for fucking 6 hours so you can fucking have a better place to fucking hide your shoes because you're wearing fucking stupid fucking cowboy boots. So you can't fucking handle the snow. Walk for ages to get to a fucking petrol station which doesn't even exist, only to then walk to another fucking petrol station that doesn't exist, only to find that the road is also fucking closed. Are you fucking for real? Oh my God, I just need to fuck. Jesus fucking Christ. Fuck my life. Literally. Gonna have to fucking camp in -14 degrees again. Wir, fuck this. Wir sind übrigens immer noch sehr gute Freunde, ne? Fuck you. I wanna kill you. Wir sind immer noch sehr, sehr, sehr gute Freunde, ich und Daniel. Aber okay, das war bisher ein sehr fuckreiches und anstrengendes Halloween. Aber es wurde noch richtig gruselig, ja? Wie beginnt denn so eine gute Gruselgeschichte? Na klar, erstmal mit einer unheimlichen Person, die auftaucht. Und so waren wir an dieser 24-Stunden-Tanke und Bengtake kam rein. Ein Mann, Mitte 50 würde ich schätzen, kam rein, hat sich das angehört und meinte dann Folgendes. Jungs, wisst ihr was? Finde ich cool. Ich habe ein Hotel und ihr könnt in meinem Büro dort schlafen und morgen früh fahre ich euch an die Tankstelle auf die Autobahn, dann könnt ihr weiter trampen.
Wir so, ja, geil, cool, vielen lieben Dank, Bengtake, nehmen wir. Und so fahren wir los. Und so auf halber Strecke sagt Bengtake, übrigens, habe ich noch nicht erwähnt, aber mein Hotel wird gerade erst gebaut, das ist noch gar nicht fertig. Ist nicht schlimm, ne? Wir schlafen ja sowieso im Büro. Also fahren wir weiter und irgendwann halten wir an. Ich höre Daniel so an, wir halten an vor einem riesigen Tunneleingang, der mit solchen Gitterstäben verriegelt ist und drei Vorhängeschlösser hat. Und wir halten an, Bengtake steigt aus und was ist das Normalste der Welt, fängt ja an, diese Vorhängeschlösser zu öffnen. Wir so, okay, steigen auch aus und so, Entschuldigung, Bengtake, hast du nicht was von Hotel erzählt und so? Und er ganz überrascht, ach ja, habe ich vergessen euch zu sagen, ich baue mein Hotel in einer geheimen ehemaligen Kriegsbunkeranlage, die auf keiner Karte drauf ist und damit hier keiner einbricht, habe ich diese Vorhängeschlösser und Gitterstäbe hier angebracht. So, okay, alles klar, ne? Ich schaue Daniel an, Halloween 2017, wir kommunizieren ohne zu sprechen. Sind uns einig, entweder sterben wir heute Nacht hier drin oder wir haben eine verdammt absurde Geschichte zu erzählen im Nachgang. Also klar gehen wir in diesen Kriegsbunker mit Bengtake und ja, er gibt uns eine kleine Führung. Ich habe versucht, mal so ein bisschen Bilder zu schießen, hatte auch ein bisschen Angst, aber ja, so heimlich ging das. Und er führt uns rum und er zeigt uns einen leeren Raum und sagt, irgendwann will er dort mal eine Vernissage haben und dann gehen wir in den nächsten Raum, überall Pilze. Er sagt, ja, hier baut er Pilze an. Ne? Du stellst keine Fragen mehr an irgendeinem Punkt. Ich habe noch ein Bild gemacht hier für euch und irgendwann kommen wir dann tatsächlich an einem Büro an und wir erstmal so beide, puh, Gott sei Dank, immerhin gibt es wirklich ein Büro und wir gehen dort rein und tatsächlich, es gibt ein kleines Miniaturmodell von diesem Hotel, das er bauen will. Und ich frage ihn so, Bengtake, hör mal, das ist ja interessant, war das leicht für sowas einen Investor zu finden? Ich frage nur und er schaut mir so an und sagt, naja, ich hatte einen Investor, aber der wurde ermordet. Klar, kennt man, ne? Passiert öfter. Ich so, okay, warum das? Er sagt, naja, die Amerikaner haben einen Investor ermordet. Und zwar war mein Investor Gaddafi, der ehemalige Diktator aus Libyen. Und ich so, uff, und Daniel so, uff, und Bengtake so, ah, ja, 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 ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ah, ein ganz schlimmer Mensch, aber war ein geiler Geschäftspartner. Er war sehr großzügig, hat immer rechtzeitig bezahlt. Ich habe ihn auf einer Energiemesse mal kennengelernt. Er zeigt uns Selfies von sich und Gaddafi. Und ich so, okay, okay, Bengtake, kurze Pause bei mir, ne? Ich gehe mal kurz nach vorne an den Ausgang eine rauchen, ja, und gehe dorthin, natürlich wieder abgesperrt, mittlerweile Safety First, ja, und stehe dort, weiß nicht, wer kennt noch hinter Gittern diese komische Serie auf RTL, stehe dort wie Walter, rauche eine Kippe, versuche ein bisschen runterzukommen, denke mir so, hey, was kann jetzt noch passieren, Halloween 17, naja, es klackert auf einmal nochmal hinter mir, strebe ich rum, diesmal nicht Halleluja-Frau, sondern Bengtake, der auf mich zuschlendert, ganz lässig, mit einer Schrotflinte in der Hand. Ich so, Alter Bengtake, was geht? Was hast du vor? Und er so, ah, nee, 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 ich hab nichts vor. Ich hab die nur noch in meinem Büro gefunden. Man weiß ja nie, ne, wer hier so reinkommt. Und ich will nicht, dass du und Daniel euch heute Abend aus Versehen gegenseitig abschießt. Gut, ist nett, dass du daran denkst, ne? Alles klar, er verabschiedet sich von uns. Er sperrt natürlich nochmal ab hinter sich, damit uns auch ja nichts passiert in dieser Nacht. Und so verbringen Daniel und ich eine sehr interessante Nacht tatsächlich. Und Bengtake meinte, wir sollen morgen um 8 Uhr fertig sein, dann kommt er nämlich zurück und holt uns wieder ab. Und natürlich waren wir um 8 Uhr fertig und standen an diesen Gitterstäben. Wir waren ja eingesperrt, wir konnten nicht raus. Und nun ja, was soll ich euch sagen, Bengtake hat ein bisschen Verspätung gehabt. Der kam dann 2,5 Stunden später, aber easy, war kein Thema. War ja nicht so, als wären wir in einem Kriegsbunker eingesperrt gewesen. Und ja, das war sehr absurd. Und ich habe dann natürlich anschließend, als ich die Show gemacht habe, als ich ein Buch geschrieben habe, ja, versucht nochmal in Kontakt aufzunehmen mit diesem Mann, weil ich wissen wollte, wie es dort mittlerweile aussieht. Und ich habe das ein Jahr lang probiert, immer wieder auf Facebook und habe nie was von ihm gehört. Ich dachte mir so, gut, würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwas Verrücktes passiert wäre, ja? Und dann vor ungefähr einem Jahr, 1,5 Jahren, kam eine E-Mail von Bengtake. Keine Ahnung, wo er meine E-Mail her hatte. Es kam eine E-Mail, völlig wortlos. Es war kein einziges Wort in dieser E-Mail. Es gab nur zwei Sachen, die angehangen waren. Nummer eins, dieses Bild, das er scheinbar von uns aufgenommen hatte. Das sieht so ein bisschen aus wie bei X-Faktor, das Unfassbare, ne? So, als wären wir Geister, die immer noch in diesem Bunker leben und dann so, ob diese Geschichte wahr ist, verrate ich euch am Ende der Show. Und Nummer zwei war ein PDF-Dokument, das angehangen war und das war ein Dokument von seinem Cave-Retreat. Es gibt es tatsächlich mittlerweile. Das ist ein Zimmer dort. Hier könnt ihr essen. Für Fußballfans, er hat scheinbar Rasen ausgelegt, keine Ahnung.
Also hey, wenn ihr mal Bock darauf habt, einen Abenteuerurlaub irgendwie in Nordmittelschweden zu machen, sagt gerne Bescheid, schreibt mir eine Mail, ich leite euch dieses Dokument gerne weiter. Oder ihr macht auch einfach was anderes in Schweden, was ich mir auch empfehle. Aber okay, das führt zu einer grundsätzlichen Frage, ist das Trampen denn gefährlich? Ja, wenn du mich fragst, nein, ich berufe mich immer auf Statistiken und vergleiche es gerne mit Haifischangriffen in Australien. Haie sind nicht gefährlich, aber wenn sie mal einen Surfer anknabbern oder essen, ist das eine riesige Sache in den Nachrichten, es wird viel berichtet. Und ähnlich ist es mit dem Trampen. Klar passieren schlimme Dinge beim Trampen, aber sehr selten. Dennoch, ja, ich meine, wird öfter mal gefragt, für Frauen ist es gefährlicher. Also ja, es ist leider für Frauen gefährlicher, wie fast leider alles andere auch, das du tun kannst in unserer Welt. Dennoch, ne? Wenn ihr der Meinung seid, das ist gefährlich, ist das vollkommen okay, wenn ihr es nicht machen wollt. Auch absolut okay. Ich will niemanden dazu bringen, zu trampen. Ne? BWL studiert, Angebot und Nachfrage. Mich müssen ja Autos mitnehmen. Ne? Wenn jeder trampen würde, wäre das ja gar nicht mal so gut für mich. Aber ein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr es mal doch probieren wollt, aber so ein bisschen Angst davor habt, tut es vielleicht nicht alleine, denn ihr werdet es nicht genießen können. Daniel beispielsweise war seine erste Reise per Anhalter und ich erinnere mich noch an eine Mitfahrgelegenheit. Wir saßen, ich hinten, er vorne am Beifahrersitz und unsere Fahrer waren ein bisschen eigenartig gewesen, aber jetzt nichts Besonderes. Ja? Und wir fahren, irgendwann steigen wir aus und dann macht Daniel nach der Fahrt zu mir so, hä? Das war ein Psycho, oder? Ich so, warum? Doch, das war ein Psycho, ich habe das gespürt. Ich habe schon mein Klappmesser bereit gehabt und hätte ihn abgestochen, wenn er irgendwas gemacht hat. Ich so, Alter, Daniel, okay. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr Ängste habt, tut es nicht alleine. Ihr werdet es nicht genießen können. Sucht euch eine Begleitung, wenn ihr es probieren wollt. Und ja, entscheidet selbst, ob das am Ende was für euch ist. Was aber sehr wohl gefährlich ist beim Trampen, nun ja, du bist sehr oft mit Autofahrern unterwegs, die du nicht kennst. Du weißt nicht, wie sie fahren können. Auf teils katastrophalen Straßen, mit teils ja, Fahrzeugen, die in katastrophalem Zustand sind. Und weißt du, manchmal hast du da einen Fahrer wie ich damals in der Türkei, das war ein sehr lustiger Mensch. Wir waren auf der Autobahn unterwegs gewesen und der hatte einen Adapter für seinen Zigarettenanzünder, mit dem er einen Wasserkocher anschließen konnte. Ja? Und dann kam er auf die Idee, während dieser Fahrt auf der Autobahn, er war Fahrer, Tee für uns zu kochen. Hat nicht funktioniert, wir haben die Leitplanke erwischt und uns gedreht, es ist Gott sei Dank nicht mehr passiert, aber wie gesagt, das ist natürlich klar eine Gefahr beim Trampen. Du bist sehr viel mit gefährlichen Verkehrsmitteln wie dem Auto unterwegs. Vielleicht ganz kurz noch, wie trampt man? Ich habe anfangs versucht, so ein bisschen lustig zu sein, ja, hier frisch geduscht, Weihnachtsmütze an Weihnachten. Je länger ich unterwegs war, desto mehr habe ich einfach nur meinen Daumen hochgehalten, weil es ist relativ egal, was du tust. Schilder können mal helfen, aber tun das meistens auch nicht. Was hilft? Sehr wohl, wir haben kurz darüber gesprochen, wenn man eine weibliche Begleitung dabei hat, als Mann dann am besten irgendwo verstecken und dann rauskommen, wenn ein Auto anhält, aber auch nicht zu schnell, sonst denken sie immer, du würdest sie entführen wollen, Und was nicht funktioniert, wir werden gleich drüber sprechen in Etappe 3, das Trampen ohne Autos, ist auch halt so eine Sache für sich. Vielleicht noch ganz kurz, manchmal werde ich gefragt, was soll ich denn anziehen beim Trampen, wie soll ich aussehen? Ich sage immer so, am besten trägst du keinen Bart, du hast keine Tattoos und hast kurze Haare. Ja, genau, ihr merkt schon, ne? Es ist völlig egal. Ich sage nur immer, ganz wichtig ist es zu lächeln. Wirkt wie eine Person, die man gerne mitnehmen würde, lächelt. Und das ist übrigens auch so ein Trick, der nicht nur beim Trampen funktioniert, sondern auch generell im Leben. Mit einem Lächeln hat man es wesentlich einfacher. Vielleicht auch das. Lächelt einfach mal morgen irgendwann random für mich eine Runde, wenn ihr irgendwo seid, wo es Leute gibt. Gut, wir gehen gleich in die Pause. Ganz kurz an dieser Stelle noch. Es gibt hinten einen Tisch, einen kleinen Merch, da meine bezaubernde Schwester wird dort sein. Hier, genau. Und wird da sein. Wenn ihr ein Buch kaufen wollt, wenn ihr Mützen, T-Shirts, könnt ihr das gerne dort tun. Ich werde nach der Show auch nochmal dorthin kommen, dann auch gerne noch was in die Bücher reinschreiben, natürlich, auch wenn ihr welche dabei haben solltet von zu Hause. Ich möchte kurz über die Bücher sprechen. Es gibt diese Bücher in meinem eigenen Shop zum Erwerben auf dem dakuna-shop.de. Der Vorteil, wenn man die Bücher dort erwirbt, ist, dass ich sie selbst signiere. Ich schreibe in jedes Buch was rein. Ich widme auch gerne auf Wunsch. Aber ich weiß nicht, wann ihr euch diese Show hier anschaut. Eine wichtige Info, ich werde im Juni 2023 wieder selbst reisen, sprich ab dann wird es diesen Shop nicht mehr geben. Die Bücher können natürlich trotzdem erworben werden in Buchläden, auf allen möglichen Online-Seiten, aber dann natürlich ohne Signatur und Widmung. Das als kurze Info für euch an dieser Stelle. Und so kommen wir zur letzten Geschichte von Etappe 2, dann geht es in die Pause. Es geht nach Matterhorn, es geht nach Zermatt zum Matterhorn in die Schweiz und
ab und zu versuche ich, in dieser Show so ein paar praktische Tipps zu geben fürs Leben, ja, so irgendwas, was ihr mitnehmen könnt. Und deshalb will ich hier kurz darüber sprechen. Ich hatte, ihr habt es eben gesehen, eine Korthose an und die ist dort in der Schweiz irgendwann am Knie aufgerissen. Und so war ich hier bei meiner Gastgeberin gewesen und sie hatte Nähzeug und ich dachte mir, noch nie genäht, ne, aber wie schwer kann das schon sein, sich so eine Hose zu nähen? Ne? Ich meine, so ein paar Grunddinger kannte ich auch, ne, Faden doppelt durch, das hält besser, alles klar. Angefangen zu nähen und genäht und genäht und genäht und irgendwann war ich fertig und sagte so, boah, das sieht ja ganz gut aus. Ne? Ich habe sogar ein Bild an meine Mutter und sogar sie sagt, ja, für dein erstes Mal nähen ist es ganz gut, hast du gut gemacht. Und ich so, nice, war richtig stolz auf mich. Ja, für ungefähr eine Stunde zwei lang, denn dann bin ich hoch in mein Zimmer und wollte schlafen gehen und wollte mich ausziehen und irgendwie habe ich meine Hose nicht ausbekommen. Was ist passiert? Nun ja, ich hatte aus Versehen meine Korthose an meine lange Unterhose angenäht. Also, als Tipp, wenn ihr mal eure Hose nähen wollt, zieht die am besten aus, wenn ihr das tut oder habt keine langen, wobei dann ist mir wahrscheinlich die eigene Haut angenäht, ich weiß es nicht. Vielleicht das als kleiner Tipp an dieser Stelle. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Video sehen mit Bildern von Etappe 2, dann geht's in die Pause. Wir machen ungefähr 15 Minuten, es wird auf jeden Fall gongen und danach geht's weiter mit Etappe 3 in südliche Afrika und Etappe 4, da ging's über Russland nach Zentralasien und Südostasien. Und wenn ihr nochmal zurück seid, nicht erschrecken, wir werden starten mit einer kleinen musikalischen Darbietung. Warum? Ich wollte schon immer mal einen Song schreiben, schon immer mal singen, obwohl ich nicht singen kann. Und ich dachte mir, hey, so eine Live-Show ist doch perfekt dafür, da können die Leute nicht wegrennen und müssen sich das anhören. Also werden wir mit einem Song nachher starten. Und wenn ihr noch nicht wisst, woher mein Name Daniel Dacuna eigentlich kommt, dann werdet ihr das spätestens nach diesem Song wissen. Wie gesagt, hier nochmal ein paar Bilder zu Etappe 2, bevor wir in die Pause gehen. So, wie gesagt, 15 Minuten Pause, bis hoffentlich gleich. Dankeschön. Ja, leider konnte ich euch den Song hier heute nicht vorspielen, da nun ja eine sehr große Firma, Disney, womöglich was dagegen gehabt hätte, aus Copyright-Gründen. Dennoch, vielleicht an dieser Stelle die kleine Info für euch, wenn ihr euch fragt, woher der Name Daniel Dacuna kommt, Der König der Löwen, einer meiner Lieblingsfilme, das Motto Hakuna Matata. Ich habe mir damals ganz dreist das Hakuna genommen, eine Alliteration draus gemacht und war so als Daniel Dacuna unterwegs mit dieser Show. Wie gesagt, den Song, den Dacuna Matata Song, konnten wir heute leider nicht vorspielen. Aber ich wünsche euch natürlich dennoch ganz viel Spaß mit der zweiten Hälfte von Anekdoten eines Beifahrers. Wow, that was really, really funny. Anyway, enjoy the second half of the show. Anekdoten eines Beifahrers. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr noch hier seid. Ja, Dacuna Matata. Hakuna Matata, macht dir keine Sorgen. Und die habe ich mir während meiner Reise wirklich sehr selten gemacht. Außer in Schweden zu gegebenem Anlass. Nochmal bitte einen Applaus für Steffen Jung, der mitgewirkt hat, der hinten am Sound sitzt sogar heute, mein Schwager. Ja, der im Gegensatz zu mir tatsächlich singen kann. Aber gut, wir müssen ja Gott sei Dank nicht singen, sondern reden heute und ich werde noch ein bisschen weiter reden. Etappe 3, es ging, ich wollte ursprünglich von Südafrika nach Ägypten trampen, habe am Ende aber frühzeitig abgebrochen, warum, wir werden nachher drüber reden. Ich bin am Ende von Südafrika durch Namibia, Botswana, Sambia nach Tansania und von dort frühzeitig in die Heimat geflogen. Gut, wir beginnen in Kapstadt mit einem Bild vom Tafelberg aus aufgenommen und ich nutze
dieses Bild, um über eine wichtige Sache zu sprechen. Ich könnte natürlich über Probleme wie die gesellschaftliche Ungleichheit, über Rassismus, über korrupte politische Systeme, gerade in Südafrika, sprechen. Aber das sind sehr wichtige Themen, die, wenn man darüber redet, denen man auch genügend Zeit geben muss. Zeit, die wir heute nicht haben. Wie gesagt, das ist sowieso schon eine sehr vollgepackte Show. Deshalb auch hier in Etappe 3 weiterhin. Der Fokus liegt auf Menschen, die mir in Erinnerung geblieben sind und Dingen, die ich vielleicht so nicht im südlichen Afrika erwartet hätte, wie das hier, Pinguine. Ja, es gab Pinguine in Kapstadt, das war eine sehr schöne Sache. Eine weitere Sache, die es gab, die ich so in etwa kannte, waren Verbotsschilder an Stränden. Ja, wir kennen das in Deutschland auch, an Strandbädern. Keine Boombox, keine Shisha, kein Barbecue. Die gab es auch in Kapstadt, die sahen dort nur so ein bisschen anders aus. Bitte keine AK-47, keine Äxte, keine Macheten und keine Waffen, die ja scheinbar andere Stämme mal ab und zu mit sich tragen. Da fühlst du dich natürlich direkt schon mal sehr sicher an diesen Stränden, ne? Gut, anderes Thema. Wie war ich denn auf meiner Reise überhaupt online gewesen? Nun ja, mit dem Handy, und ich kann euch sagen, dass es fast überall auf dieser Welt wirklich ganz viele frei zugängliche WLAN-Netze gibt. Gefühlt eigentlich überall, außer in Deutschland, aber gut, keine Ahnung. Manchmal waren die lokalen SIM-Karten für unsere Verhältnisse aber auch so günstig, dass ich mir eine genommen habe. Beispiel Russland. Dann habe ich eine SIM-Karte gekauft für einen Monat, die hat 2,50 Euro gekostet und ich hatte 45 GB freies Datenvolumen gehabt. Tja, da kann sich mein Lidl Connect oder ja, eine Scheibe von abschneiden. Auch in Südafrika waren die für unsere Verhältnisse sehr günstig. Dort hatte ich die Auswahl zwischen Vodacom und Telkom. Falls euch das an deutsche Anbieter erinnert, das ist natürlich reiner Zufall an dieser Stelle. Und so waren wir mit SIM-Karte unterwegs. Wir wollten durch ganz Südafrika trampen und ich sage wir, denn ich war nicht mehr alleine unterwegs. Das hier ist Ola. Sie hatte ich beim Couchsurfen in Istanbul kennengelernt. Halb Griechin, halb Russin, die mittlerweile in Ägypten lebte und von meiner Reiseroute gelesen hatte auf Facebook. Und sie meinte, Daniel, ich wollte mir den Kontinent, auf dem ich lebe, schon immer mal genauer anschauen und habe zwar noch nie getrampt, aber wir können das gerne zusammen probieren. Und so waren wir gemeinsam unterwegs gewesen, mussten aber sehr schnell lernen, das Trampen in Südafrika ist gar nicht mal so einfach. Nicht, weil das an manchen Ecken schlicht nicht erlaubt war, sondern weil es einfach unglaublich schwer war, Menschen dazu zu bringen, anzuhalten, da natürlich die Gefahr gerade in Südafrika doch wesentlich präsenter ist. Und so mussten wir nach einer Woche entscheiden, hör mal, wir trampen nochmal zurück nach Kapstadt und dann auf direktem Weg nach Norden Richtung Namibia. Dort sollte es nämlich sicherer sein und auch einfacher funktionieren, das Trampen. Und das waren zwar immer noch 600 Kilometer, aber die gingen einigermaßen gut per Anhalter. Und nun ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Klar, in Südafrika ist die Gefahr präsenter. Und gerade nun, da ich eine Begleitung dabei hatte, wollte ich natürlich auch ein bisschen vorsichtiger sein, auch beim Zelten. Und zwar nicht mehr einfach irgendwo in der Prärie unbedingt zelten, sondern vielleicht an eher sicheren Orten wie hier. Das haben wir öfter mal gemacht und das hat auch fast immer funktioniert. Polizeistationen, zu denen wir dann sind und so. Hallo, ihr habt einen schönen Garten, dürfen wir hier zelten bei euch? Und meistens hat es ja gehießen. Für meine Verhältnisse war das die Checkout-Zeit meistens ein bisschen früh. Wir mussten meistens um 5 Uhr weg sein, bevor die Hauptkommissare angefangen haben zu arbeiten. Aber wie gesagt, das war eine sichere Methode. Und wenn das mal nicht ging, was wir auch gerne genommen hatten, waren Raststätten, 24-Stunden-Raststätten, auf denen wir dann so geschlafen haben. Das ist kein angenehmer Schlaf, aber das war in diesem Kontext zumindest ein sicherer Schlaf, da dort 24 Stunden lang was los war und Menschen unterwegs waren. Und das führt zum nächsten Bildblock meiner Show, den Zeltplätzen. Ihr seht hier hinten, hinter dem hübschen Mann, mein Zelt stehen. Wir haben es ein bisschen dekoriert. Das ist immer noch das gleiche Zelt, mit dem ich damals unterwegs war. Und nun ja, ihr seht es ja hier. Ich habe oft an Orten geschlafen, an denen ich zelten wollte, an schönen Orten, an denen ich mit einem breiten Grinsen eingeschlafen bin und auch morgens nochmal mit einem breiten Grinsen aufgewacht bin. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass das eine sehr romantisierte Form des Zeltens als Anhalter ist, denn meistens zeltest du, weil du zelten musst. Und müssen bedeutet meistens, es wird dunkel und das Trampen bei Dunkelheit klappt eben mal nicht so gut. Und so zeltest du an Orten wie hier, einem Spielplatz. Das ist übrigens der Ort hier hinten, an dem ich damals 20 Stunden lang gewartet hatte, an der Grenze Serbien-Bulgarien. Oder an Orten wie hier, unter riesigen Leuchtreklametafeln in Norwegen.
Dort ging das, denn dort war das Wildcampen in Theorie legal, aber meistens ist es das nicht. Und so musst du, wie hier in Italien, selbst an Autobahnraststätten dein Zelt irgendwo versteckt aufbauen hinter Stromkästen. Wetter. Das Wetter ist so eine Sache. Natürlich sind diese Zelte in Theorie erstmal wasserdicht, aber Problem, wenn dein Zelt nass ist und du es wieder zusammenpackst, dann hast du ungefähr 3, 4, 5 Tage Zeit, es wieder zu trocknen. Und wenn du das nicht tust, dann riecht dein Zelt wie ein nasser Hund, was du auch nach Möglichkeit vermeiden möchtest. Daher auch Orte wie hier unter Brücken. Das ist ein Bild von einer deutschen Raststätte. Ich habe mich dort meistens zu den Lkw-Fahrern gelegt. Und das hier war eine Raststätte in der Schweiz. Vor der Toilettenanlage habe ich mein Zelt aufgestellt. Und dort war mein Adrenalinpegel ungefähr ähnlich hoch wie auf diesem komischen Stein in Norwegen. Denn ich wusste, was es kostet, zu wildcampen in der Schweiz, wenn du erwischt wirst. Mir ist nie was passiert. Ich wurde nie von der Polizei angesprochen. Ich schätze mal, falls das Polizisten gesehen hatten, dachten die sich auch, okay, der hat andere Probleme, wenn er sein Zelt vor einer Toilettenanlage aufstellt. Aber gut, mein Favorit, Griechenland, auf einer Müllhalde neben alten Asbestplatten, ist nicht mehr ganz so romantisch, aber das ist eben meistens die Realität beim Zelten als Anhalter. Gut, Namibia, wir kamen an und mussten relativ schnell feststellen, okay, Namibia ist das am zweitwenigst besiedelte Land der Welt auf die Fläche gerechnet nach der Mongolei. Und so standen wir auf der Hauptautobahn, die von Süden nach Norden führte, und so alle 10, 15 Minuten ist mein Auto vorbeigefahren. Die haben Gott sei Dank meistens angehalten, von daher kamen wir gut voran, bis wir irgendwann mal von dieser Autobahn runter wollten zu einem der 3 größten Canyons dieser Welt, der Fish River Canyon. Und genau hier standen wir 7 Stunden lang und nicht ein einziges Auto fuhr auch nur an uns vorbei. Sprich, wir mussten uns relativ schnell eingestehen, naja, Namibia, vielleicht sollten wir uns an der Hauptstraße entlang vor kämpfen, vortrempen, wie auch immer. Und so kamen wir hier an der Kuhlmannskuppe, eins meiner Lieblingsbilder. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist hier in der Wüste eine Badewanne zu sehen? Ja, genau, wieso liegt hier Stroh? Das sagt einiges aus über das Publikum immer, diese Stelle. Ich erkläre es euch, also warum hier eine Badewanne in der Wüste liegt. Und zwar ist dieser Ort heute bekannt als Kuhlmannskuppe. Und 1908 war dort einfach Wüste und Namibia war eins der wenigen Länder, die von den Deutschen damals unter Kaiser Wilhelm kolonialisiert wurden. Und dort an diesem Ort haben Sklavenarbeiter Eisenbahnschienen verlegt. Die deutschen Aufseher haben zugeschaut und irgendwann kam einer dieser Sklaven mit einem Stein zu einem der Aufseher, der gefunkelt hat. Und na, er wusste nicht, was es ist, der deutsche Aufseher aber sehr wohl. Es war ein Diamant. Und über Nacht oder dieser Ort, der noch gar nicht existierte, sondern der reichsten Orte der Welt, weil dort eines der reichsten Diamantenvorkommen unseres Planeten gefunden wurde. Und deshalb wurde dort sehr schnell ein kleines Dorf hochgezogen. Es wurde nach diesen Diamanten gesucht, Eisenbahn war egal gewesen. Und es war unglaublich, wie viele Diamanten dort gefunden wurden. Aber als dieses Vorhaben irgendwann erschöpft war, wurde dieser Ort sehr schnell zu einer Geisterstadt, denn die Lebensbedingungen hätten nicht lebensfeindlicher sein können. Es gab kein Wasser. Das Wasser musste damals 2000 Kilometer aus Kapstadt nach oben transportiert werden, 1908. Aber es hat sich gerechnet, weil Diamanten auch heute noch so unglaublich wertvoll sind. Und heute kannst du diese Geisterstadt besichtigen als Tourist. Und das ist gerade für Deutsche sehr interessant, denn diese Gebäude, viele sind noch halbwegs gut erhalten, du kannst rein, haben beispielsweise noch die Namensschilder, die ne, Gebäudetypen vorne dranhängen. Das sind dann große Schilder in altdeutscher Schrift, auf denen Metzgerei, Krankenhaus oder, was dürfte natürlich in keinem deutschen Dorf fehlen, Kegelbahn steht. Ja? Und du kannst auch drin noch Bestelllisten durchschauen, die in deutscher Sprache verfasst wurden. Und das ist, wie gesagt, besonders für Deutsche eine sehr surreale und eine sehr interessante Erfahrung, denke ich mal, was zumindest für mich. Und ich habe euch 2 kleine Geschichten mitgebracht zu dieser Kuhlmannskuppe noch, die ich selbst sehr interessant fand. Nummer 1. Dort an diesem Ort gab es das erste Röntgengerät auf der Südhalbkugel unserer Erde. Wieso? Nun ja, einige der Sklaven hatten versucht, Diamanten zu schmuggeln, haben sie geschluckt und bevor die Sklaven entlassen wurden, wurde jeder geröntgt und wenn im Magen irgendwas gefunkelt hat, gab es Abführmittel und Einzelhaft, bis es eben nicht mehr so war. Nummer 2, es gibt ein Gebäude, in dem gibt es eine Fotowand mit Meer, Palmen und Sand, Strand. Warum? Nun ja, die deutschen Generäle waren irgendwann doch so ein bisschen einsam gewesen und haben dann Bilder vor dieser Wand aufgenommen, diese Bilder nach Deutschland geschickt und so Frauen mit den Schiffen damals runter nach Namibia gelockt, Frauen, die von einem Leben am Strand mit Meer und Palmen geträumt haben.
Nun ja, als sie ankamen, mussten sie natürlich feststellen, es gibt zwar Sand, aber weder Palmen noch Meer. Aber hey, immerhin gab es eine Kegelbahn, ne? Ja, das war die Kohlmannskuppe gewesen und von dort ging es für uns beide weiter zur größten Sanddüne der Welt, der Big Daddy hier oben. Seht ihr sie? Ihr könnt die komplett hochlaufen. Ist ein bisschen anstrengend, aber es ist definitiv wert. Hier seht ihr sie nochmal da oben. Das ist der Zipfen. Ich glaube, 320 Meter hoch ist er ungefähr. Und das hier, das waren Bilder, die ich sonst nur von meinen Windows-Hintergründen kannte. Es war wirklich atemberaubend schön. Und genau an diesem Ort hatten Ola und ich uns wieder getrennt gehabt. Wir kamen super miteinander aus. Wir hatten eine tolle Zeit. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich mache es kurz. Ola hatte sich aus Versehen einen Tag vor Abreise mit ihrem ägyptischen Freund verlobt und dieser arme Mann hat die Hochzeit alleine organisieren müssen zu Hause, deshalb ist Ola zurückgeflogen. Sie sind verheiratet mittlerweile, ich konnte leider nicht hin wegen Corona, aber wie gesagt, die beiden sind glücklich. Und so war ich nochmal allein unterwegs und was passiert, wenn ich allein unterwegs bin, natürlich direkt, ich wurde eingeladen. Und zwar von Parkrangern, die dort arbeiteten und nebendran in kleinen Hütten lebten während der Hauptsaison. Was machst du mit Parkrangern aus Namibia, wenn du eingeladen wirst? Nun ja, wir haben dort gesessen, haben Smirnoff Wodka getrunken und YouTube geschaut. Und zwar haben sie mir Musik auf YouTube aus Namibia gezeigt. Und zwar die erfolgreichste Musik aus Namibia, von Künstlern aus Namibia. Und ich war natürlich sehr gespannt. Und ich weiß nicht, wie ihr euch Musik aus Namibia vorstellen würdet, aber ich kann euch sagen, dass das, was ich zu hören bekam, mich dann doch minimal überrascht hat und ich hoffe, das wird es auch für euch sein. Ich habe zwei Songs dabei, wir werden uns für einen entscheiden. Ich würde um eine Applaus- oder Geschrei-Abstimmung bitten an dieser Stelle. Ist beides von Es, gleicher Künstler, zwei verschiedene Songs. Wer hat Bock auf Sundowner? Mal klatschen oder schreien oder irgendwas? Okay. Das klingt fast nach Just Do It. Wer hat Bock auf Just Do It? Euer Wille geschehe. Viel Spaß bei Es mit Just Do It. Wird er sich ändern, Mann? Weil ich will endlich mehr Natur. Check, ich bin ready, für was auch immer. Du weißt, die geile Zeit mehr, ich bin Gewinner. Der alles kann und alles will. Und keiner kann es mich war stoppen, ich ist ready. Hip-Hop-Musik auf deutscher Sprache. Und nun, ihr müsst wissen, es gibt einen ganz kleinen Bevölkerungsanteil nach wie vor, ich glaube 6% ungefähr, der Deutsch spricht. Und scheinbar war es dort angesagt, Hip-Hop-Musik auf deutscher Sprache zu produzieren. Und nun ja, da dachte ich mir an dieser Stelle, okay, ja, ich habe früher auch mal viel deutschen Hip-Hop gehört. Ich sah früher mit 16, 17 mal so aus, der Mann in der Mitte hier. Ja, genau. Ist okay. Ja. Damals hatte ich auch noch ganz andere Pläne mit meinem Leben gehabt. Ich wollte reich werden, meine eigene Firma gründen. Ich wollte mir irgendwann mal einen Lamborghini kaufen sogar. So reich wollte ich werden. Mittlerweile träume ich davon, mal von einem Lamborghini mitgenommen zu werden. Ist zufällig jemand mit einem da heute? Ja. Irgendwann ist es soweit. Aber gut, wie gesagt, ich habe früher, als ich so aussah, natürlich deutschen Hip-Hop gehört, deutsche Hip-Hop-Musik und dachte mir, gut, die Jungs feiern deutsche Musik, Hip-Hop-Musik sowieso. Ich zeige denen mal so was richtig Gutes aus meiner Jugendzeit. Meine erste Maxi-CD damals, ASD, Afrop und Semi Deluxe Sneak Preview. Kennt das jemand? Ein paar? Ja doch, ein paar. Ich kann den Song noch auswendig heute, aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert, wie das Video dazu aussah. Nun ja, ich sollte es schnell wieder erfahren, und zwar, als ich es angemacht habe auf YouTube. Auch hier nochmal einen kleinen Ausschnitt. Schaut euch gerne mal an, wo das Video gedreht wurde zu ASD. Ich bin mit dieser langen Spieldauer, Vorurteile hin und her, danach bist du viel schlauer. Ihr seht, was geht in dem Moment. Spielt ASD, versteht doch, was uns nennt. Heute ist der Tag friedlich, so soll er sein. Ohne Hass, ohne Stress, ohne Schlägerei. Ja, es war der Ort, an dem wir uns gerade befanden, an dem wir Musik auf YouTube schauten. Und ich meine, das war sogar für meine Verhältnisse dann doch ein sehr, sehr, sehr großer Zufall. Alles da, ich nehme noch ins Smirnoff. Vielen lieben Dank. Ich habe sie übrigens gefragt, wie sie die Musik fanden. Die Antwort war, boah, ist ziemlich scheiße, lass uns nochmal unsere Musik hören. So, alles klar, was ihr wollt.
Und nun ja, wo wir gerade von Zufällen sprechen, der vielleicht ja verrückteste. Ich bin von Namibia nochmal, also was heißt nochmal, ich bin in Richtung Sambia durch Botswana getrennt und hatte hier eine sehr, sehr, sehr interessante Mitfahrgelegenheit. Und zwar waren das zwei junge Männer aus Botswana. Ich stieg hinten ein, die beiden saßen vorne und der Beifahrer stellte sich bei mir vor und sagte, hey, mein Name ist Fani Kani. Okay, gut, das ist für die meisten von euch jetzt noch nicht so lustig, denn ihr müsst Folgendes wissen. Mein Spitzname war und ist auch heute noch für viele Kani, weil ich früher, als ich noch hier Hip-Hop unterwegs war, eine Karl Kani, so eine Pelzjacke mal hatte davon. Und ich habe irgendwann in der 8. Klasse haben sie angefangen, mich Kani zu nennen. Sind wir mal ehrlich, es gibt schlimmere Spitznamen, ja. Und so hat sich das irgendwie beigehalten. Auch ne, Menschen, die hier heute Abend da sind, nennen mich Kani. Und so war das für mich natürlich ganz lustig, als der Beifahrer sich als Fani Kani vorstellt. Denn ich sage, ha, cool, ich bin auch ein Kani quasi. Ja, war lustig, so lange, bis sich der Fahrer bei mir vorstellte, denn der Fahrer sagte Folgendes. Er sagte, mein Name ist Kani Kani. Ja, ne? Komm, dann kannst du wem anders erzählen, hast du ein Perso dabei? Hatte er. Sein Name war Kani Kani. Ja, und so fuhren wir durch Botswana. Kani Kani, Fani Kani, ich hinten, der andere Kani, Dani Kani vielleicht, ich weiß es nicht. Und wir fuhren durch Botswana und es wurde dunkel. Wir fuhren durch den Nationalpark, Kani Kani konzentriert hinterm Steuerrad, versuchte den unzähligen Schlaglöchern auszuweichen, so lange, bis er natürlich eines von ihnen erwischte. Es machte bum-bum und wir blieben stehen, Reifenblatt. Kani Kani sagt scheiße, Fani Kani schließt sich an, echt scheiße. Ich, der andere Kani, ja, hätte wirklich besser laufen können. Aber okay, gut, Kani Kani lösungsorientiert, wir steigen aus, wir gehen an seinen Kofferraum, denn natürlich hat Kani Kani ein Ersatzrad dabei und natürlich ist das Ersatzrad von Kani Kani platt, wie man das eben so kennt. Ja, Kani Kani erneut scheiße, Fani Kani diesmal auch ein bisschen lösungsorientierter. Er sagt, okay, Folgendes, ich habe einen Plan. Wir gehen schlafen nachher und dann treffen wir morgen, wenn es hell wird, zu einer Werkstatt, denn heute Abend, es ist dunkel, auf dieser Straße fährt nun mal keiner, weil es zu gefährlich ist, im Dunkeln zu fahren hier. Okay, gut, dass du das jetzt sagst, ne? Alles klar. Aber hey, er sagt, Kani, Kani und ich, ja, wir schlafen drin im Auto und du, anderer Kani, du kannst dir dein Zelt hinten am Kofferraum aufbauen. Ich so, alles klar, und ich schaue mich um und ich sehe so die Silhouetten von Elefanten am Horizont und frag Fani Kani nur so interessehalber, nur um sicher zu gehen, so hör mal, hier gibt es keine Löwen oder so irgendwas, oder? Und Fani Kani sagt, doch, die gibt's, aber keine Angst, die greifen hier normalerweise nicht an. Ich so, oh Gott, wenn der Hobbybiologe Fani Kani das so sieht, dann fühle ich mich ja sicher. Gott sei Dank habe ich es nie herausfinden müssen, denn auf einmal kam doch ein weiteres Fahrzeug, ein LKW-Fahrer mit einem LKW aus Simbabwe, der anhielt und sich das Ganze anschaute. Und Fani Kani und Kani Kani gaben ihm eine kleine Lagebesprechung und er entschloss sich zu helfen. Meine Aufgabe war es, Licht zu machen, ich stand neben dran, schaute zu und ich sah Szenen vor mir, die ich auch heute noch nicht ganz begreifen kann. Das waren Szenen, die ich sonst nur aus MacGyver-Episoden kannte. Und zwar geschah Folgendes. Der LKW-Fahrer, der junge Mann aus Simbabwe, ist unter seinen LKW geklettert, hat dann irgendwas gemacht und kam raus mit einem kleinen Stück Metall. Dann hat er sich zwei Hämmer aus den Hosentaschen gezogen und hat dann den einen auf den Boden gelegt, mit dem anderen auf diesem Stück Metall rumgeklopft, ist quasi geschmiedet zu einer Art Nadel, mit der er dann irgendwas mit dem Ventil von unserem platten Reifen gemacht hat. Okay, dann hat er angefangen, ein bisschen auszubeulen und ist dann nochmal unter seinen LKW geklettert. Und nun ja, diesmal kam er zurück mit einem Stück Schlauch, das er irgendwo abgerissen hat. Und ich stehe da mit meiner Taschenlampe und ich so, okay, ich bin kein Kfz-Mechatroniker, aber sollte man unter seinem LKW Schläuche abreißen? Okay, gut. Was passierte? Nun ja, Folgendes passierte. Anschließend hat er seine zwei Ersatzräder, er hat zwei dabei, weil er LKW-Fahrer ist, angerollt und hat dann unseren platten Reifen mit diesem Stück Schlauch mit seinem vollen Reifen verbunden und durch den Druckunterschied hat sein volles Ersatzrad unseren leeren Reifen nochmal aufgepumpt. Und das wiederholte er mit seinem zweiten Reifen und ob ihr mir es glaubt oder nicht, wir konnten anschließend wirklich weiterfahren. Und ich weiß es noch genau, ich stand dort und ich schaue Kani Kani so an und Kani Kani schaut mich an und er sagt einen Satz, den ich nie vergessen werde. Und zwar sagt Kani Kani Folgendes. Er sagt, this is Afrika. Und ich so,
Das Wunder von Botswana. Ich durfte anschließend auch bei Kani Kani übernachten. Ich habe ihm anschließend gesagt, hör mal, ich brauche deine Adresse. Ich würde dir gerne was schicken, wenn ich zurück in Deutschland bin. Ich habe ihm eins meiner alten Kani-T-Shirts geschickt und ich hoffe mittlerweile, dass Kani Kani mit meinem alten Kani-T-Shirt in Botswana unterwegs ist. Das war das Wunder von Botswana gewesen damals. Wir machen weiter mit Sambia und dort habe ich gecouchsurft bei Ivor, direkt am Anfang meiner Sambia-Etappe dort, Reise. Und Ivor hat auf seinem Couchsurfing-Profil stehen gehabt, dass er kostenfrei Kinder unterrichtet und nach Couchsurfern sucht, die dort helfen, ein bisschen zu unterrichten und dann auch für die Übernachtung ein bisschen was zahlen, um das zu finanzieren. Und so habe auch ich mein Bestes probiert. Ihr seht schon, naja, vielleicht Sportunterricht, könnte man noch so sagen. Ich habe versucht, ein bisschen Englisch mit den Kids zu reden, aber die Kids durften noch nie in ihrem Leben mit dem Zelt spielen. Von daher war das viel, viel interessanter gewesen. So ein bisschen Wetten, das sehen sich hier abgespielt, nur mit dem Zelt statt einem Smart. Ich will über Ivor kurz sprechen. Das war ein Mann, der mit seiner Lebensgefährtin früher mal in einer normalen Schule unterrichtet hat, bis diese Schule zu einem Kosten, also einem Bezahlmodell übergegangen war, wie das dort gang und gäbe ist. Und er und seine Lebensgefährtin hatten sich dann damals entschieden, zu kündigen erstmal und dann in ihrer Wohnung, eine kleine Wohnung, eine ganz spartanisch eingerichtete Wohnung, diese Kids zu unterrichten kostenfrei, damit diese Kids auch irgendwoher Bildung, zumindest ein bisschen was bekommen. Und wie gesagt, ich durfte ein bisschen helfen, viele Couchsurfer haben das dort getan. Und das ist eine tolle Sache. Ivor war ein Mensch, der selbst sehr wenig hatte, aber dann dennoch das Bedürfnis hatte, Menschen, die noch weniger haben, irgendwo zu helfen. Und ich erinnere mich noch gut an den Abend nach seinem Geburtstag. Er hatte Geburtstag, als ich dort war und ich saß mit ihm vor seiner Wohnung und fragte ihn, hör mal, bereust du das ab und an, dass du gekündigt hast und dass du jetzt kein Geld mehr verdienst? Weil dir ging es ja früher sicherlich finanziell besser. Und er sagte, ja, das tut er ab und zu, aber dann sieht er jeden Morgen, fast jeden Morgen, diese Kids in seinem Garten, eine Stunde bevor diese Schule losgeht, ja, weil sie sich darüber freuen, dorthin zu können, sich zu treffen und auch Essen zu bekommen dort und sagt, so bekommt ihr diese Antwort jedes Mal nochmal aufs Neue gegeben. Also wie gesagt, ein ganz toller Mensch und ich wusste, dass er ein großes Problem damals hatte und zwar wollte der Vermieter, dass die Kids nicht mehr drin unterrichtet werden, weil Kinder Wohnungen kaputt machen. Ja. Und nun ja, ich habe damals die erste Show gegeben, Anfang 2019, das war als einmalige Sache geplant, als quasi Art Spendengala für irgendein Projekt, von dem ich noch nicht wusste, wohin das dann gehen soll. Und als ich den Entschluss gefasst hatte, eine komplette Showreihe daraus zu machen, wollte ich einen Teil der Einnahmen nutzen, um irgendwas zu unterstützen. Und so kam mir Ivor in den Sinn und ich fragte ihn damals so, hör mal Ivor, was würde denn das kosten, wenn wir uns da irgendwo ein Grundstück kaufen und eine Schule, sowas Kleines bauen? Und nun ja, das Grundstück, das er mir geschickt hat, hat knapp 1000 Euro gekostet, also lächerlich wenig für unsere Verhältnisse. Und ich sagte so, okay, kauf das und dann werden wir anfangen, da mit den Geldern, die ich irgendwie akquirieren kann, eine Schule zu bauen. Und das ging gerade vor Corona, wo ich sehr viele Shows gegeben hatte, natürlich sehr gut, das ging sehr schnell und hat dann irgendwann, naja, so ein bisschen gestockt, als Corona kam und auch ich über Nacht quasi arbeitslos wurde. Aber wir sind mittlerweile, ihr seht, manchmal sind auch andere Couchsurfer noch da und helfen dort. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es immer noch nicht ganz fertig ist. Das Toilettenhäuschen ist noch nicht ganz fertig, die Toiletten müssen noch rein. Drin muss auch noch ein bisschen was gemacht werden, aber sie sind schon lange an einem Punkt, wo genau in dieser Schule unterrichtet werden kann. Und das ist, ich finde, eine ganz schöne Sache, die Ivor mit seinen Freunden und wie gesagt den Menschen, die mir geholfen haben, indem sie Bücher bestellt haben oder auf diese Shows kamen, ja, ermöglicht haben, dass diese Kids zum ersten Mal in ihrem Leben in einer, in Anführungszeichen, richtigen Schule sind. Wie gesagt, das ist das Projekt, von dem ich anfangs gesprochen habe, zu dem Teil der Gelder, die ich einnehmen kann, auch heute Abend gehen wird. Zu Ivor Basandia. Danke. Ich wollte dann Richtung Tansania trampen und irgendwann hier so in der Mitte habe ich aufgehört zu trampen. Warum? Nun ja, ich hatte in Sambia 11 Mitfahrgelegenheiten und 10 dieser Mitfahrgelegenheiten haben am Ende nach Geld gefragt. Nun waren das keine Beträge irgendwie in Richtung, ja, ein bisschen was fürs Benzin und so, was vollkommen legitim gewesen wäre. Es waren doch sehr hohe Beträge, wesentlich höhere, als ich hätte für öffentliche Verkehrsmittel aufwenden müssen. Und versteht mich nicht falsch, das ist keine Sache, die ich irgendjemandem von diesen Menschen krumm nehmen würde. Ich meine, auch wenn ich für unsere Verhältnisse mit wenig unterwegs war, hatte ich immer noch viel mehr als die meisten Menschen, die dort auch wirklich leben. Aber dennoch war es irgendwie für beide Seiten am Ende eine unbefriedigende Sache. Und so hatte ich, wie gesagt, ziemlich in der Mitte beschlossen,
nicht weiter zu trampen, aber ich möchte über die eine Mitfahrgelegenheit sprechen, die nicht nach Geld gefragt war, denn das war ganz interessant. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich stand so an der Straße in Sambia, die Haare mal ausnahmsweise offen und stand dort. Und dieser Mann, der anhielt, hielt aus folgendem Grund an. Ihr müsst wissen, Sambia ist eines der christlichen Länder und dieser Mann dachte, ich bin die Wiedergeburt von Jesus Christus. Ja. Und wenn du an Jesus glaubst und Jesus an der Straße stehen siehst, dann nimmst du Jesus natürlich mit. Und dann fragst du auch nicht nach Geld. Ich meine, du fragst nach einem Segen und das hat er getan. Ich habe ihn am Ende gesegnet. Und ja, das war eine interessante Sache. Also vielleicht als kleiner Tipp für euch, wenn ihr, ich habe ein paar Kandidaten gesehen schon, männlich seid, ein bisschen längere Haare habt und mal durch eines der christlichen Länder in Afrika trampt, tut das gerne mit offenen Haaren. Das kann eventuell an der einen oder anderen Stelle ein bisschen helfen. Tja, Tipps fürs Leben, hättet ihr nicht gedacht heute, ne? Gut, wir beenden. Ich bin zurück von Tansania. Warum? Naja, es hatte vor allem zwei Gründe. Nummer eins, zwei meiner besten Freunde hatten geheiratet und das war eine Hochzeit, die ich nicht verpassen wollte. Nummer zwei, ich hatte vor Etappe 3 eine Beziehung mit einer Deutschen gestartet. Das war, gelinde gesagt, eine Katastrophe gewesen. Das war ein weiterer Grund. Das sind Themen, die im Buch natürlich mehr behandelt werden. Generell, ich werde manchmal gefragt, lohnt sich das Buch noch, wenn man die Show gesehen hat? Klar lohnt sich das Buch, aber um den Spaß beiseite, da kam der kleine Saarländer in mir durch. Da wird wesentlich mehr über Beweggründe und auch Beziehungssachen, Liebe und warum ich diese Reiseroute am Ende wirklich so gewählt habe, das sind so Dinge, die im Buch gerade mehr beleuchtet werden. An dieser Stelle für euch aber nochmal Bilder von Etappe 3 mit einem Song, der damals überall im südlichen Afrika lief, Particular. Viel Spaß dabei. Ja. Hallo. Bevor wir weitermachen mit Etappe 4, noch zwei Dinge, die mir am Herzen liegen. Nummer 1, ich will nochmal ausdrücklich erwähnen, dass ich mich im südlichen Afrika zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gefühlt habe, dass mir auch dort nichts passiert ist. Und Nummer 2, wir reden ja gerne mal von Afrika als Afrika. Vergesst bitte nicht, dass gerade Afrika auch ein riesiger Kontinent ist, der sehr divers ist. Verschiedene Religionen, Landschaften, politische Korruptheitsgrade, Armutsverhältnisse hat. Das ist ein Kontinent, den ich gerne, wirklich gerne näher kennenlernen würde. Ich habe ja nur ein bisschen was vom Süden gesehen, aber gleichzeitig auch ein Kontinent, wo ich ganz klar sage, ich weiß nicht, ob ich das nochmal per Anhalter machen würde, weil es nicht mal gefährlich war, sondern weil es einfach an irgendeinem Punkt nicht mehr so richtig angefühlt hat. Das will ich vielleicht noch loswerden. Und wir machen weiter mit Etappe 4. Ihr seht, es wird jetzt ein bisschen, ja, ne, die Ausmaße wurden immer größer. Ich habe dann auch an irgendeinem Punkt auch wirklich fast täglich Pläne geändert, aber am Ende lief es darauf hinaus. Ich bin über die baltischen Staaten durch so einen Teil von Russland, so die Hälfte ungefähr, nach Zentralasien, bin von dort am Ende nach Indien und habe meine Reise in Malaysia und Vietnam beendet. Und wie ging es los? Wie gesagt, nochmal im Saarland. Ich war in der Nähe von Bonn und wollte zu einem Kumpel von mir nach Berlin reisen. Und ich wusste, ich habe so ein bisschen Zeitdruck. Er ist ein paar Tage später in Urlaub geflogen und hatte auch wieder denkbar schlechten Tramptag. Ich kam nicht richtig voran, bin an einem Autohof gelandet, das ist immer nicht so geil zum Trampen und war noch 400 Kilometer von Berlin entfernt, so gegen 6. Und auf einmal, ich stand dort und habe schon so fast das Handtuch geworfen, und auf einmal kam ein Sattelschlepper gefahren, der hinten ein Auto drauf hatte und ein Berliner Kennzeichen dran hatte. Und ich so, wow, nice, das ist er. Und ich bin direkt hin, es war ein Serbe, der gefahren ist und habe so, hey, ich habe Berliner Kennzeichen gesehen, fährst du nach Berlin? Und er so, ja, fahre ich. Und ich so, nice, kannst du mich mitnehmen? Der schaut mich an, er mustert mich und sagt,
hast du einen Führerschein? Ja, ne, so ein B-Klasse-Führerschein halt. Okay, zeig. Ich so, ja, okay, hier ist mein Führerschein. Und er so, bist du nicht. Ich so, doch, bin ich. Und er zeigt mein Perso noch anschließend, okay, Name abgeglichen, gut. Er glaubt mir, dass das mein Führerschein ist. Und dann sagt er Folgendes: Du kannst mit nach Berlin fahren, aber du fährst. Und ich so, warte mal, Freund, ne? Du hast Sattelschlepper, hinten BMW drauf. Das ist ein B-Klasse-Führerschein, das darf ich doch nicht fahren, oder? Und er schaut mich an und sagt, ganz überzeugend, doch, klar darfst du fahren. Ist okay, ne? Vertrauensvoll, ich fahre mit. Wie gesagt, war ein schlechter Tag, ich hatte ein bisschen Zeitdruck und so. Fahren wir gemeinsam, also ich fahre mit seinem Sattelschlepper Richtung Berlin. Und es war tatsächlich ganz okay gewesen. Ich meine, wir waren mit 80 auf der Autobahn unterwegs und kamen Berlin immer näher. Es wurde dann irgendwann auch dunkel und ich war da auch müde nach 4 Stunden. Wir hatten noch so eine halbe vor uns und ich sagte zu Mickey, so hieß er, hör mal, können wir mal wechseln? Ne? Nummer 1, ich bin müde. Und Nummer 2, du hast ja gesagt, dein Cousin, zu dem du das, den BMW da hinten bringst, der wohnt irgendwo in der Innenstadt. Ich kann nicht mit dem Sattelschlepper durch die Innenstadt von Berlin fahren. Ne? Und Mickey schaut mich an, nickt und sagt, nein. So, Entschuldigung, was hast du gesagt? Er sagt, nein, du fährst. Und okay, und ich fahre weiter und überlege und warum könnt ihr das wollen? Auf einmal habe ich eine Idee und ich schaue Mickey so an, so Mickey, hör mal, Kumpel, du hast schon Papiere für den BMW da hinten für deinen Cousin, ne? Und er so, ja, natürlich habe ich Papiere. Und ich so, scheiße, ich glaube, ich schmuggel gerade ein Auto nach Berlin. Auch das habe ich Gott sei Dank nie herausfinden müssen, denn nun ja, wir wurden nicht angehalten von der Polizei. Anderes Thema, Krankenversicherung. War ich krankenversichert? Ja, war ich tatsächlich. Ich meine, ich habe meinen Eltern schon genug zugemutet, meine ich. Und diese Auslandskrankenversicherungen sind sogar, also sind auch im Vergleich zu unserer sehr günstig, um euch eine Größenordnung zu geben. Ich glaube, ich habe 30 Euro oder 25 Euro pro Monat gezahlt und war so versichert. Aber ich sage, glücklicherweise ist mir nie was passiert, denn auch mit Versicherungen kannst du natürlich keinen Einfluss auf die jeweiligen Gesundheitsstandards nehmen in den jeweiligen Ländern. Beispiel, ich hatte einen Australier mal in Indien kennengelernt, der wurde vom Hund am Bein gebissen und musste dann operiert werden. Und er erzählte mir davon und er sagte, er ist dann in den sterilen Raum reingefahren worden, hat auf dieser Trage gelegen, der Arzt zieht sich gerade seine Latexhandschuhe an und der Australier schaut sich noch so ein bisschen um und sieht auf einmal, dass in der Ecke vom Raum gerade eine Taube ein Nest baut in aller Herrgottsruhe. Und er sagt zu dem Doktor so, Entschuldigung, bin ich schon auf eine Betäubungsmittel oder ist da eine Taube da oben? Seht ihr das auch? Und der Arzt so, ja, doch. Und, wo ist das Problem? Und er so, das geht nicht, muss raus. Und der Arzt, alles klar, greift sich einen Besen, ja, dreht ihn um und scheucht diese Taube raus und sagt dann so, okay, bist du jetzt zufrieden? Kann ich jetzt endlich operieren? Er hatte sein Bein noch dran, als wir uns kennengelernt haben. Also es hat funktioniert scheinbar alles. Geschichte 2, nun ja. Ich wurde besucht von 2 saarländischen Freunden irgendwo hier. Die waren unterwegs mit ihrem Camper und haben mich eingesammelt. Und nun ja, sie kamen auf die grandiose Idee, im Alter von 32, 33 das Longboardfahren zu lernen. Und erneut, ne, als Reisender, ist eine tolle Idee, ja, ich habe mitgemacht. Und so sind wir von Skatepark uns zu Skatepark gefahren. Das waren Josh und Stocki, so haben die beiden gehießen. Und Stocki, nun ja, war nicht so ganz von Erfolg gekrönt. So am 5. Tag ist er auf eine Halfpipe gefallen, hat sich die Schulter angehauen und es hat wehgetan. Und er sagte, Jungs, ich würde gerne ein Krankenhaus damit mal röntgen lassen, ja, nur um sicher zu gehen. Und alles klar, wir waren in einer Großstadt gewesen. Stocki wurde geröntgt und der Arzt meinte so, ja, ist ein bisschen was kaputt drin, aber kein Problem, wächst nochmal zusammen, aber ich werde das fixieren, ich mache dir einen kleinen Gips drum. Soweit, so gut, ne? Alles klar, Stocki verschwindet mit diesem Arzt im Behandlungszimmer, ich und Josh, wir warten im Warteraum, wir warten und so eine Stunde, eineinhalb Stunden vorbei, so, was denn passiert hier, ne? Naja. Nach einer Stunde, eineinhalb, haben wir es herausgefunden. Und zwar, als Stocki noch mal rauskam. Ich habe leider kein Bild gemacht, aber ich habe ein kleines Video aufgenommen davon. Seht es euch an, so kam Stocki raus. Das ist mit ihm passiert. Stocki. Der Arzt hat ihm eine Ritterrüstung aus Gips angelegt, quasi. Ja? Und ich meine, seine Schulter war fixiert. Stocki konnte die Schulter nicht mehr bewegen. Ich meine, Stocki konnte nicht mal mehr alleine pinkeln. Ja? Aber gut. Die beiden waren sowieso schon auf dem Heimweg gewesen. Und dachten sich, ne, so eine zweite Meinung schadet ja auch nicht. Wir halten mal in Leipzig im Uniklinikum an. Und das haben sie getan. Sie haben mir davon erzählt, ich war ja mittlerweile weiter am Trampen. Und sie erzählten, das Erste, was passiert ist, war, dass alle Mitarbeiter zusammengetrommelt wurden. Es wurden Bilder gemacht. So was hatten die Ärzte dort noch niemals gesehen in ihrem Leben.
Und am nächsten Morgen wurde Stocki notoperiert und ist noch eine Woche im Uniklinikum geblieben. Ja, also, wie gesagt, toi toi toi, mir ist Gott sei Dank nie was passiert auf dieser Reise. Eine Sache, die passiert ist, ist folgende. Das ist ein Mann, in Litauen hat er mich mitgenommen, der erzählte mir, dass er mehrere Apfelsaftfabriken hat und hat mich zu einer eingeladen, hat mir eine kleine Führung gegeben und als wir fertig waren, hat er mir so einen 5 Liter Kanister Apfelsaft geschenkt, ne, was du so eben brauchst als Tramper und das geschieht relativ oft, ne, dass du Dinge geschenkt bekommst, nicht Apfelsaft, natürlich nicht, aber naja, oft Kleinigkeiten, was man so in seinem Auto liegen hat, ne, Süßigkeiten, Tempos, Erdnüsse, harter Alkohol, Ecstasy-Pillen, aber manchmal sind die Geschenke auch durchaus noch ein Ticken absurder. Ja, beispielsweise dieser modische Nietengürtel wurde mir von einer Mitfahrgelegenheit mal geschenkt. Oder ich habe sogar in Georgien mal ein Geschenk ablehnen müssen. Da wollte mir ein Bauarbeiter so eine noch eingeschweißte Bauarbeiter-Uniform schenken. Ja, so diese orange mit den Reflexionsstreifen. Und ich so, du, boah, das ist sehr nett von dir, danke schön. Aber da kann ich wirklich nichts mit anfangen. Ich meine, ich könnte vielleicht im Dunkeln damit trampen, aber dennoch, ne, weiß ich noch nicht. So brauchst du nicht. Danke, behalt das. Mir wurde mal Unterwäsche geschenkt, Herrenunterwäsche, ungetragene Herrenunterwäsche von einer Modedesignerin und natürlich als Backpacker, ne, Unterwäsche immer gern genommen. Damals wusste ich nur noch nicht, dass ich anschließend auch Werbebilder mit dieser Unterwäsche machen muss und auch nur die Unterwäsche tragen darf und dass auf dieser Unterwäsche auch noch Schütze deine Magie draufsteht, wie ihr hier seht. Aber wie gesagt, was machst du nicht alles für Unterwäsche als Reisender? Aber gut. Das geht noch ein Ticken absurder. Das absurdeste Geschenk meiner Reise, ganz klar, habe ich bekommen, als ich von Estland nochmal nach Riga gereist bin. Und unterwegs wurde ich von einem Mann aus Litauen mitgenommen, der in Norwegen arbeitete und gerade auf dem Weg zu seiner Familie war, für Familienurlaub zu machen. Und er sagte, er arbeitet dort als Fischer und meinte dann zu mir, hör mal, du, isst du gerne Fisch? Und ich so, ja, ich liebe Fisch, ist relativ teuer meistens, also schon lange nicht mehr gegessen. Und er so, isst du denn auch gerne Lachsfisch? Ja, ich liebe Lachs, mein Lieblingsfisch. Und er sagt, okay, cool, dann, wenn ich dich nachher in Riga absetze, dann werde ich dir was Lachs geben. Und ich so, geil, da freue ich mich drauf. Und wir kamen an, irgendwann in Riga und natürlich habe ich damit gerechnet, dass er mir gleich so ein 200, 300 Gramm Filetstück irgendwie in die Hand drückt. Und immer, was soll ich euch sagen? Ich habe auch große Augen machen müssen, als er mir einen verdammten 4 Kilo schweren Lachsfisch in die Hand drückt. Und hatte noch Mülltüten dabei, wir haben das dann irgendwie reingewickelt. Wer war mal ein Riga von euch gewesen? Haben wir ein paar hier? Ja, Riga Altstadt, überall Menschen mit Kameras haben die Kirchen fotografiert. Und dann kam ich als mit meinem Lachsbaby, das ich da rumgetragen habe, von 4 Kilo, die Leute dann zu mir drüber, ne, Bilder von mir gemacht. Die Leute haben geschaut wie damals in Mahn, würde ich behaupten. Aber gut, ne, passiert halt, was willst du machen? Und so rufe ich meine Gastgeberin an, die ich noch nicht kannte, Gunther. Ich dachte mir, komm, wenn du da mit einem Lachsfisch vor der Tür auftauchst, das könnte falsche Impulse senden. Und nun ja, ich rufe sie an und sage, Gunther, yo, bin gleich da, nicht erschrecken, ich habe einen Lachsfisch dabei. Ja, habe ich geschenkt bekommen, lange Geschichte. Ich habe einen Lachs dabei und sie sagt, okay, aber ich habe weder einen Backofen noch was zum Kochen. Ich bin gerade erst umgezogen. Aber gut, kriegen wir irgendwie hin. Und was Gunnar tatsächlich hatte, war ein weiterer Couchsurfer aus Ecuador, der zufällig Koch war und so konnte er den Lachs roh zubereiten. Wir hatten 5 Tage lang japanisches Frühstück, Mittagbrot und Abendessen mit dem Lachs in Riga. Gut, weiter. Dankeschön. Ah, das geht gut. Das hier ist der Mann, der mich von St. Petersburg nach Moskau mitgenommen hat, ein LKW-Fahrer. Und, Entschuldigung, mit ihm hatte ich einen meiner Meilensteine erreicht gehabt per Anhalter. Und zwar eine Kilometermarke, um genau zu sein, die 40.075 Kilometer. Was ist das für eine Zahl? Nun ja, das ist der Umfang unserer Erde. Sprich, mit diesem Mann hatte ich unsere Erde einmal per Anhalter umrundet gehabt. Und auch wenn er nicht verstehen konnte, warum mich das freut, hat er mir ein LKW-Mahl zubereitet, ein Festmahl. Und so kam ich in Moskau an. Und auch das war damals einer meiner Träume. Seit Kindheitstagen wollte ich dieses verdammte Gebäude mal sehen, ja. Weil ich weiß nicht warum tatsächlich. Vielleicht haben mich als Kind diese Kuppen an Softeis erinnert, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es war einer meiner Träume und so stand ich dort und sah das. Und wie gesagt, ich hatte gerade die Welt per Anhalter umrundet, was eigentlich auch nie geplant war. Und mir wurde bewusst damals, was alles möglich ist, wenn du Dinge probierst, wenn du an einem Traum festhältst. Und, ein ganz lautes Und an dieser Stelle auch, wenn du einen deutschen Reisepass hast, wenn du aus Deutschland beispielsweise bist. Denn
Nicht nur der Reisepass, das ist auch ein Gut, das wir wertschätzen sollten. Wir kommen mit unserem Reisepass eigentlich überall hin, wenn wir irgendwo hin wollen. Manchmal ein bisschen einfacher, manchmal ein bisschen schwieriger, aber es gibt meistens eine Lösung. Und eine weitere Sache, ich meine, ich war mit wenig Geld unterwegs, wie ich sage, mit 3-4 Euro am Tag, aber selbst das sind Beträge, die viele Menschen nicht haben. Ich meine, diese Beträge, 100 Euro für einen Monat, die kann man sich hier relativ gut verdienen und ansparen. Aber beispielsweise ein Levani, ein 19-jähriger junger Mann, der mich damals diese 6 Stunden Todesstraßenfahrt gefahren hat, das war der Fahrer, bei dem ich auch noch 3 Tage geblieben war, das war ein Mann, der auch reisen wollte, er träumte vom Reisen. Und naja, ein georgischer Reisepass, bist du ziemlich gebunden, da sind dir die Hände gebunden, wenn es um Reisedestinationen geht. Und bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 250 Euro ohne Lebenskosten ist es selbst, solche Beträge zu sparen, unglaublich schwer. Also erneut, das ist ein Privileg, dass wir hier geboren sind und genau sowas machen können. Und es ist, ich werde öfter mal darauf angesprochen, vollkommen legitim, dieses Privileg auch zu nutzen. Man sollte es nur nicht ausnutzen. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wir sollten es auf jeden Fall wertschätzen, dass wir genau das tun können, was wir eben, ich denke, viele von euch gerne tun, das Reisen. Und wie gesagt, nie vergessen, dass viele Menschen das eben nicht so machen können wie wir. Ja, danke. Von dort ging es dann weiter. Ich wollte nach Osten, eigentlich ganz nach Osten zum Baikalsee. Aber ich meine, ich wusste, Russland ist groß. Und als ich dann dort war, wurde mir bewusst, dass es noch 10-mal größer ist, als ich dachte. Und ja, so bin ich so ungefähr die Hälfte von Sibirien getrennt. War mal wer in Sibirien von euch? Nein? Ich will euch mitnehmen auf die längste Mitfahrgelegenheit meines Lebens, so ungefähr ein Stückchen hier. 2000 Kilometer hat er mich mitgenommen. Und ich habe ein bisschen gefilmt und ich wollte euch zeigen, wie die Landschaft dort aussah. Ich meine, ich dachte, Sibirien, das wird wild, das wird aufregend. Ja, andauernd rollt ein Bär über die Straße und die Lachsfische springen aus den Flüssen. Und ja, es war nicht ganz so, aber seht selbst und achtet auch gerne mal auf 2 weitere Dinge. Achtet gerne mal drauf, wie schnell wir auf den russischen Straßen unterwegs waren und auch darauf, was im Radio lief, denn ich habe diese Radiomusik ein bisschen mitgeschnitten. Auch das war durchaus interessant. Also viel Spaß auf der längsten Mitfahrgelegenheit meines Lebens, 2000 Kilometer durch Sibirien. Stellt euch bitte vor, ihr sitzt neben diesem Mann, der seit 23 Stunden nicht geschlafen hat, eine Pause kategorisch ablehnt, mit Njet und in seinen Snickers-Riegel beißt und dann läuft Spice Girls im Radio und du denkst, ja fuck, wir sind gestorben, ich bin in der Hölle gelandet. Ja, sind wir Gott sei Dank nicht, sonst wäre ich nicht hier. Falls ihr euch gerade fragt, wie dieses Bild entstanden ist, nicht etwa so, sondern er wollte mein Handy haben, um Google-Übersetzer zu nutzen. Tipp: Tut das niemals während der Fahrt, das hat nicht funktioniert. Und ja, 2 Wochen später habe ich irgendwie mein Handy durchsucht, habe dann Bilder geschaut, oh, Strände, Strände, Berge, Berge. Und dann so, oh, ne? Er hat aus Versehen ein Bild von sich selbst gemacht, als er Google-Übersetzer nutzen wollte. Und hat noch ein zweites Bild gemacht von der anderen Seite. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber er hat ein massives Werbebild gemacht mit meinem Handy. Ja, also wie gesagt, tut das am besten nicht. Ja, war schon ein langer Abend, wir haben noch ein kleines bisschen vor uns und ich will die Stimmung so ein bisschen auflockern mit, natürlich, wie macht man das, Hundebilder, ihr dürft gerne lauter, oh, da geht noch ein bisschen mehr, oder? Hier, oh, wie süß ist das denn, ne? Wenn zumindest denke ich, dass es ein Hund war, es könnte auch ein Bär oder ich weiß es. Aber wir Biologen hier, die mir sagen können, was das für ein Tier ist, ich konnte mit keinem Mensch sprechen und ich wollte ihn mitnehmen, die Leute so, nein, 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 also vielleicht war es wirklich ein Bär oder irgendein anderes Tier,
Wenn jemand was weiß, könnt ihr mir das gerne irgendwann mal mitteilen. Und so kam ich im Altai, das ist so an der Ecke, wo Kasachstan, Mongolei zusammenläuft in Russland. Und es war wunderschön. Ihr seht es, mir wurde gesagt, du hast Glück gehabt, als ich dort ankam. Diese Herbsttage hast du nur an 2-3 Tagen im Jahr. Und es war wirklich atemberaubend schön. Ich habe hier geschlafen die erste Nacht, wurde morgens wach von Wildpferden, die dort getrunken haben. Das hier war mein zweiter Zeltplatz. Das war mit einer der schönsten, die ich jemals hatte. Und dennoch war das der Punkt meiner Reise gewesen, an dem ich langsam entschieden hatte, zurückzukehren. Denn ich war müde, ich war wirklich müde. Ich war körperlich müde, natürlich, weil ich viel unterwegs war. Diese letzte Etappe, laut meinem Handy-Tracker, im Durchschnitt 14 Kilometer laufen pro Tag. Aber ich war vor allem psychisch müde, denn das solltet ihr natürlich wissen. Ich meine, ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, aber auch von genauso vielen Menschen nochmal Abschied genommen. Und manchmal triffst du Menschen, die dir ans Herz wachsen, was den Abschied, den unausweichlichen Abschied, schwerer macht. Liebe kommt irgendwann ins Spiel, das macht es natürlich nochmal einen Ticken schwerer. Und genau davon, von diesen ganzen Abschieden, war ich irgendwann müde gewesen. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte nochmal Freunde bei mir haben, die ich kenne, denn genau das tust du als Alleinreisender. Du bist eben den Großteil deiner Reise alleine. Das wusste ich natürlich vorher, das sind Dinge, die man sich so aussucht. Ich würde es auch nochmal genau so tun, aber dennoch vielleicht auch kurz aufzeigen in dieser Show, an dieser Stelle, dass genau das eben die Schattenseite ist des Alleinereisens. Du triffst ganz viele Menschen, aber du musst genauso oft Abschied nehmen und am Ende des Tages wirst du die meiste Zeit deiner Reise ein Stück weit doch alleine sein. Aber gut, langsam zurückkehren hat damals für mich dann scheinbar bedeutet, okay, ich treibe nochmal 10.000 Kilometer weiter, nur jetzt mal in die andere Richtung. Und so bin ich Richtung Kasachstan getrennt. Das war meine letzte russische Mitfahrgelegenheit, der Mann links Farid, der seinen Sohn anrief und der Sohn sagte, mein Vater will dich einladen zum Fischen und dann irgendwo nachts pennen lassen und dich morgen wieder irgendwo weiterfahren. Und ich so, okay, ne, machen wir. Und so sind wir dorthin, wir konnten kein Wort miteinander sprechen. Ich habe gefühlt in Russland 2 Menschen kennengelernt, die so ein bisschen Englisch konnten. Aber gut, Farid hat noch einen Freund, den er eingeladen hat, dieser junge Mann hier rechts. Und der kann das so ein bisschen Deutsch. Und ich dachte erst so, ne, Farid sagte, ah, Almania, speak, speak. Und ich so, okay, ich bin gespannt. Nun ja, er kannte ungefähr 3 Wörter. Er kannte Hände hoch und Bullenschwein und kannte 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 alte Gags, 7-8. Gute Nacht. Ja. Ist ein Riesenhit in Russland nach wie vor. Ja, genauso wie Modern Talking übrigens. Jeden Tag im Radio läuft Modern Talking. Das ist kein Spaß. Es wird sehr, sehr, sehr gefeiert dort. Und ja, Farid am Ende des Tages hat mir dann auch nochmal eine schöne Google-Übersetzer-Nachricht gezeigt. Er wollte mir seine weiteren Pläne zukommen lassen. Und ich las Folgendes. Ich las, Daniel, ich bringe dich jetzt zu einer schönen Frau. Die wird sich heute Abend gut um dich kümmern. Morgen komme ich dich abholen. Alles klar, ne? Der bringt mich ja jetzt nicht in ein Bordell. Ne? Ja, dachte ich. Und auf jeden Fall fahren wir los und kommen dann irgendwann an dem Ort. Und ich habe am nächsten Morgen ein Bild aufgenommen. Nachts war es natürlich dunkel und diese griechischen Statuen, die es überall gab, waren mit pinkem und rotem Licht angeleuchtet. Und als wir dort ankamen, ich so wirklich, shit, der hat mich ja wohl nicht doch wirklich in ein Bordell gebracht. Ob es ein Bordell war, könnt ihr im Buch lesen. Es war keins, aber wie gesagt, es war eine nette Dame, die sich um mich gekümmert hat, indem sie mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Google-Übersetzer, wie gesagt, manchmal sehr interessant. Ich bin nach Kasachstan weiter, das war die schnellste Mitfahrgelegenheit meines Lebens. Zumindest sah das die Polizei so. Wir waren 7 Stunden unterwegs, er wurde 4-mal angehalten wegen zu schnellen Fahrens. Musste auch 4-mal bezahlen, er war 4-mal zu schnell gewesen. War immer zu schnell gewesen. Also wir haben quasi in 7 Stunden 4 Polizeiautos gesehen unterwegs. Und ja, immer gleich, ne? Fahrzeugpapiere, ein bisschen Geld rein, alles da, schöne Weiterfahrt. Und am Ende, als wir ankamen in der Hauptstadt, damals hieß sie noch Astana, sagte er, auch er konnte kein Englisch, aber einen Satz konnte er sagen. Er sagte, Daniel, today was shit day. Ich so, Alter, du hättest auch langsamer fahren können. Gut, von Astana, ihr seht, es wurde wieder kalt, ich wollte wieder ein bisschen in wärmere Gefilde, bin nach Süden, wollte Richtung Almaty. Und das ist so eine 13, 14 Stunden Fahrt, die ich getrampt habe, ohne zu trampen. Das war ganz interessant. Und Folgendes ist passiert. Ich war in Astana, bin so an der Autobahn rumgelaufen, wollte einen Ort suchen, an dem Autos anhalten können. Und auf einmal hielt einfach ein Auto neben mir an. Fragt so, was machst du? Und ich so, ich versuche nach Almaty zu trampen. Und er, okay, steig ein. Was hat er getan? Er hat mich dann 5 Kilometer weitergebracht zu einem Polizeicheckpoint. Den Polizisten gesprochen und die Polizisten, ah, okay, mach's dir bequem, setz dich, wir machen das für dich, ne? So wie in Jordanien ein bisschen, diesmal wusste ich, was mich erwartet. Und die Polizisten haben dann geschaut, ah, okay, der hat ein Kennzeichen von ein bisschen weiter her, stopp, anhalten, raus, hier, nehm den mit. Und so hatte ich nach 5 Minuten meine erste Mitfahrgelegenheit, die mich 2,5 Stunden mitgenommen hat, ja.
Und das Interessante war, dass dieser Mann, der mich mitnehmen musste, scheinbar dachte, okay, so trampt man oder keine Ahnung, vielleicht ist es irgendein Promi oder irgendeine wichtige Person, ich weiß es nicht. Und hat mich deshalb natürlich nochmal zu einer Polizeistation gebracht, mit den Polizisten geredet. Und die Polizisten so, ah ja, ja, alles klar, ne, hier Pausenraum, ne, setz dich hin, wir machen dir Kaffee, sitze dort im Pausenraum, der warm ist, minus 10 Grad draußen, ne, neben den ganzen geladenen Maschinengewehren und trinkst deinen Kaffee, während die Polizisten, er war einer von ihnen, draußen für dich Autos und Busse anhalten. Und so war ich eine Stunde später wieder in einem Reisebus untergebracht, der mich dann bis runter nach Amati gebracht hat, mit Hilfe der örtlichen Polizei dort. Ja. Der Sharin Canyon, das von der Nähe von Almaty ist, ein kleiner Sehtest an dieser Stelle. Vielleicht seht ihr mich, hier oben stehe ich und es geht noch ein bisschen härter. Hier oben sitze ich. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie diese beiden Bilder entstanden sind. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit schon, wie überhaupt meine Bilder entstanden sind. Und ich will es euch an dieser Stelle erklären. Ich meine, alle Bilder, die ihr bisher gesehen habt, außer diese beiden, wurden mit meinem Handy aufgenommen, Punkt 1. Und Punkt 2, wie habe ich die aufgenommen? Naja, wenn jemand bei mir war, hat diese Person meistens die Bilder von mir gemacht, war aber oft allein. Was habe ich dann getan? Nun ja, ich habe mein Handy irgendwo auf den Boden gestellt, meine Trinkflasche angelehnt, 10 Sekunden Auslösetimer eingestellt, bin dann gelaufen, so schnell ich irgendwie konnte und habe versucht, irgendwie cool auszusehen und gehofft, ne, dass die Bilder was werden. Ich meine, meistens sieht das dann so aus, wenn du fertig bist, aber wenn du lang genug probierst, dann funktioniert es am Ende. Aber ich meine, gut, was soll ich euch sagen? Das hier sind keine, ne, 10 Sekunden Laufwege, wie ihr seht. Was ist hier passiert? Klassischer Zufall. Ich habe hier oben wieder übernachtet, also ich habe hier oben übernachtet, habe hier gerade zu Abend gegessen. Am nächsten Morgen bin ich aus dem Canyon raus, bin zur Straße gewandert und habe getrampt. Eine Frau hielt an, eine Russin hielt an und ja, nahm mich mit und wir haben ein bisschen gesprochen. Und während ich ihr erzählt, dass ich dort übernachtet habe, sagte sie so zu mir, ach, du warst das, ich habe gestern Nacht von dir Bilder gemacht. Ich so, warte. Gestern Nacht, wann? Ah, Sonnenuntergang. Ich so, okay, alles klar. Sie war Naturfotografin, hat für Schokoriegel dort Werbebilder gemacht, hat mich dann dort sitzen sehen, hat so ein Objektiv dabei gehabt, ja, hat diese Bilder von mir gemacht und hat dann am nächsten Tag, hat mich zufällig beim Trampen eingesammelt, ohne zu wissen, wer ich bin, und hat mir dann diese Bilder 3 Monate später zukommen lassen, als sie nochmal in ihrer Heimat war. Gut, wir haben noch ungefähr 20 Minuten, würde ich behaupten. Wir machen weiter mit ein paar weiteren Lifehacks. Wenn ihr mal in Zentralasien seid und das hier seht, kauft auf jeden Fall den Honig und nichts, was auch nur annähernd mit Pferdemilch zu tun haben. Das ist Tipp 1. Tipp 2, wenn ihr in Zentralasien seid und wandern wollt und im Winter dort seid, solltet ihr das nicht unbedingt tun, denn Nummer 1, im Winter liegt dort Schnee. Und Nummer 2, die schönen Bergseen, die ich auf Google gefunden hatte, sehen im Winter halt so aus, ja. Wow, Überraschung, ne? Kam mir nicht in den Sinn damals. Aber selbst so eine Wanderung hatte was sehr Interessantes gehabt. Und zwar habe ich eine Familie kennengelernt, eine kirgisische Familie, als ich zu dieser Wanderung aufbrechen wollte und noch im Supermarkt war. Und sie meint so, hey, was hast du vor? Und ich so, ah, ich gehe zu dem Bergsee wandern. Und sie so, okay, das macht man aber in der Saison jetzt eigentlich nicht mehr. Und ich so, okay, soll ich Angst haben, soll ich es nicht tun? Und sie meint nur so, ach, hier sind andauernd Deutsche, die irgendeinen Quatsch machen und die sind immer alle zurückgekommen. Also tu es ruhig, aber wir laden dich vorher zum Essen ein. Und ich so, okay, cool, machen wir. Und wir haben gegessen. Und während wir essen, fragen sie mich, hast du einen guten Schlafsack dabei? Ich so, ja, richtig gut, Decathlon 0 bis 5 Grad. Und sie schauen mich an, schütteln den Kopf. Ich so, okay, nehme unseren Schlafsack. Sie geben mir in die Hand, ja, so ein Gerät, minus 40 Grad steht drauf. Ich so, alles klar. Ich kann natürlich sagen, wie man in einem minus 40 Grad Schlafsack geschlafen hat, denn auch bei dieser Wanderung, so abwegig wie es war, in einem der Bergdörfer gab es noch einen Mann, der auf Pferde aufgepasst hat, der mich eingeladen hat. Erneut Geschichten, die im Buch ausführlicher beschrieben sind. Für euch nur hier eine ganz interessante Sache, denn dieses Bild habe ich aufgenommen, als ich den Schlafsack zurückgebracht habe. Und genau dieses Bild wurde damals in der Saarbrücker Zeitung abgedruckt, die öfter mal über diese Reise damals berichtet haben. Und da ich mit dieser Familie in Kontakt war und auch nach wie vor bin, habe ich auf WhatsApp so zu ihnen geschrieben, hört mal, ihr habt eine Saarbrücker Zeitung hier, da ist, ne, genau dieses Bild drin mit euch. Wollt ihr eine haben? Ich würde euch eine zuschicken. Und genau das habe ich getan. Und mittlerweile hängt genau neben diesem Spider-Man-Kalender die Saarbrücker Zeitung mit genau diesem Bild. Und ich würde fast behaupten, das sind die ersten Kirgisen, die jene Saarbrücker Zeitung in der Hand hatten. Da muss ich immer vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, aber ich glaube, hier könnte das tatsächlich stimmen an dieser Stelle. Und wir machen weiter mit einer kleinen Geschichte aus Usbekistan. Und so hat mich meine erste Mitfahrgelegenheit auf eine Hochzeit mitgenommen, beziehungsweise einfach hingefahren und dann bin ich ausgestiegen und es war quasi so die Vorparty, die Vorglühen für die Hochzeit, es wurde viel getanzt, das Brautpaar war noch nicht da und nun ja, nun kam ich dort an und ich wurde so quasi auf die Tanzfläche gezogen, geschoben und als ich auftauchte in diesem Zelt,
sind alle verschwunden von dieser Tanzfläche. Alle Menschen, die vorher ausgelassen gefeiert haben, sind verschwunden. Ich wurde reingeschoben und dann hieß es Tanz, Tanz. Na, Kamerateam da, na, noch größere Kamera als der Kollege hier, hält auf mich und dann Tanz, Tanz. So, okay, ne, ich mein, bin kein besonders guter Tänzer, aber ich meine, du willst jetzt auch die Hochzeitsgesellschaft hier nicht enttäuschen. Also habe ich halt angefangen, ne, mich so ein bisschen zu bewegen. Ich meine, wie tanzt man zu Usbekisch? Ich habe keine Ahnung, aber habe einfach mal irgendwie so ein bisschen angefangen. Und auf einmal geschah was sehr Interessantes, denn während ich genau das hier tanzte, kamen alle Frauen auf dieser Hochzeit zu mir gerannt und haben mir Geld in meinen Gürtel gesteckt. Und ich so, wow, geil, ne? Das kenne ich so nicht von daheim, vom Flash, da wird höchstens Geld geklaut. Aber gut, ne? Noch ein bisschen mehr Blut rein, vielleicht geht ja Herzblut rein, vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr, ne? So ein bisschen mehr gegroovt, so ein paar coolere Dance-Moves noch, ne? So der rückwärtsfahrende LKW-Fahrer und hier der Rasenmäher, ne? Die Moves, die man halt so kennt aus Deutschland. Und es kamen immer mehr Frauen, die immer mehr Geld in meinen Gürtel gesteckt haben. Ich so, geil, Geschäftsidee, deutscher Hochzeitstänzer auf usbekischen Hochzeiten. Das haben schon Menschen mit absurderen Dingen Geld verdient, bestimmt. Aber diese Freude hielt leider nicht sehr lange, denn ungefähr 30 Sekunden später kamen auf einmal sämtliche Kinder nach vorne gerannt und haben mir diese Geldscheine nochmal aus der Hose gezogen. Scheinbar ist es eine Tradition auf usbekischen Hochzeiten, oder die Usbeken dachten sich, alle, diesen Deutschen verarschen wir einfach mal nach Strich und Faden hier, ne? Und was es auch war, ich glaube, wir hatten alle Spaß gehabt. Und ich würde zu gern sehen, was das Hochzeitspaar gesagt hat, als es dieses Video gesehen hat. Das war ja noch gar nicht da gewesen. Aber ich hoffe, auch die hatten ja ganz viel Spaß damit gehabt. Gut, ich habe festgesteckt in Usbekistan. Ich kam nicht mehr weiter. Mein Iran-Visum hat festgesteckt im System. Pakistan stellt keine Visen aus für Deutsche, außer du beantragst es in Deutschland. China hat keine ausgestellt. Also musste ich notgedrungen fliegen und ich bin nach Indien geflogen. Was soll ich euch sagen? Ich wurde erstmal vor den Kopf gestoßen. Zentralasien, halbwegs, also relativ wenig Menschen, viel Natur, halbwegs sauber. Und ich kam in Neu-Delhi an und es war viel, es war laut, es waren überall Menschen, es war natürlich dreckig, die Luft war eine Katastrophe gewesen. Und wirklich, ich habe mich 2-3 Tage lang sehr, sehr, sehr schlecht gefühlt und ich wäre fast weitergeflogen. Aber ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, denn ich habe Indien nach diesen ersten 2-3 Tagen wirklich lieben gelernt und mich an dieses Chaos auch gewöhnt. Und es ist schwer zu beschreiben. Du hast einfach jeden Tag irgendwelche absurden Dinge, die dir widerfahren. Du wirst auf Hochzeiten eingeladen, dann wird auf einem Pferd eingeritten und der Bräutigam trägt ein Kleid aus Geldscheinen. Und du wirst zum Frühstück eingeladen auf Dachterrassen, dann kommen 2 Affen und klauen dein Frühstück und setzen sich vor dich und essen das in aller Herrgottsruhe. Du fährst Roller, ich habe mir einen Roller gemietet, einen offenen Roller, 120 km/h ist der gelaufen. Durfte ich natürlich nicht, wusste ich, aber ist egal, kannst du dir mieten, kannst dir alles mieten, was du willst in Indien. Und so fahre ich auf der Straße und Linksverkehr, ne, ich will in den Kreisel rein, du musst dann links in den Kreisel reinfahren, aber ich wollte die erste rechts raus. Was machst du in Indien? Da fährst du halt falsch rum in den Kreisel und fährst halt die erste rechts raus. Ne? Sprit sparen, wie auch immer. Und genau das tat ich und wurde angehalten von einem Polizisten. Der so meinte, ey, was war das? Führerschein bitte. Ich zeige ihm meinen Führerschein und er schaut sich das an und sagt, den Roller darfst du gar nicht fahren. Und ich so, ja, ich weiß, aber sind wir doch mal ehrlich, hier macht doch jeder, was er will, oder? Und er schaut mich an und sagt, ja, du hast recht, viel Spaß, tschüss. Es ist ein absolut fantastisches Land gewesen. Es war auch fantastisch schön, das sind Bilder aus Indien, das ist einer vielleicht der schönsten Zeltplätze, wenn nicht sogar der schönste meiner Reise. Und ich habe wirklich einen Teil meines Herzens in Indien gelassen damals. Aber ich bin gleich schon durch mit Indien, denn ich habe wenig Geschichten mitgebracht und ich schätze, der Grund dafür ist, dass ich dort nicht getrampt habe. Beziehungsweise ich habe es 2-mal probiert und es funktioniert, aber es ist sehr mühselig. Ihr müsst euch das so vorstellen, du suchst erstmal ewig nach einem Ort, an dem keine Menschen sind, weil Indien, und wenn du einen gefunden hast, deinen Daumen rausstreckst, innerhalb von 12 Sekunden hast du 10 Inder im Kreis um dich stehen, die schauen, was interessiert sind, was du dort tust, ne? Und du stehst dann da und versuchst irgendwie die Autos anzuhalten und die Autos fahren vorbei so, jo, sorry, kein Platz für 11. Mühselig. Es dauert sehr lange. Ich wollte viel von Indien sehen, hatte nur 2 Monate Zeit, mein Visum, und bin deshalb mit dem Zug an der Westküste runtergefahren. Aber wie gesagt, Indien war ein tolles Land. Ich habe mich ein Stück weit verliebt. Und ich habe mich in was weiteres aus Indien verliebt, und zwar in das hier. Das sind Bidi-Zigaretten. Das sind lokale Zigaretten aus Indien. Das ist Tabak, der in ein spezielles Blatt eingewickelt wird. Keine Drogen, ist wirklich ganz normaler Tabak. Und die gibt es, soweit ich das beurteilen kann, auch nur in Indien und Pakistan. Und die sind so günstig, dass die selbst in Indien als Obdachlosen-Zigarette verpönt sind.
Eine davon kostet weniger als 1 Cent umgerechnet. Und soll ich euch sagen, ich habe die gern geraucht, die haben gut geschmeckt und weniger als 1 Cent war natürlich sehr günstig für mich. Und so dachte ich mir, boah, Bidis, das ist es, ne? Da würde ich mir gerne welche mitnehmen, ins nächste Land. Problem, über Grenze schmuggeln, okay, geht noch vielleicht, kannst du zur Not verschenken, wenn du sie nicht mitnehmen darfst. Aber ich hatte einen Flug nach Kuala Lumpur, nach Malaysia, in eine Weltmetropole, den großen Flughafen. Und ich so, okay, Flughafen schmuggeln, das ist nicht so, ne, da willst du nicht, da kommst du ins Gefängnis, wenn es dumm läuft. Und habe nachgedacht und so, könntest du nicht doch irgendwie? Und na, auf einmal hatte ich eine Idee. Es gibt auch diese Duty-Zonen auf den Flughäfen, da, wo nie jemand reingeht, wenn du irgendwas deklarieren willst. Ich dachte mir so, okay, du kannst die Zigaretten ja einfach offiziell deklarieren. Das ist so ein Prozentbetrag. Was kann das schon kosten? Die sind so günstig. Und dachte ich mir, boah, ich finde das eine gute Idee. Und so habe ich mir dann 3000 Bidis gekauft und bin nach Kuala Lumpur geflogen und bin dann dort am Flughafen zur Duty, ne, zur Deklarierzone. Und sagst du zu dem Mann, Entschuldigung, ich würde gerne was deklarieren. Und er schon so, was ist denn los mit dir? Geh doch vorbei. Und ich so, nein, ich habe 3000 Zigaretten dabei. Und ich so, was hast du? So, ja, komisch, aus Indien, die sind ganz günstig. Und er so, oh Gott, komm mit. Und dann sind wir in so einen Verhörraum rein, 3 Polizisten dort gesessen. Ich hatte vorsorglich ein Päckchen oben hin in meinen Rucksack gemacht und habe ihnen das gereicht und sie dran gerochen und geredet auf Malay, ich habe nichts verstanden. Und so irgendwann nach ein paar Minuten schauen sie mich an, so ganz ernst und sagen, können wir eins haben? Und ich so, ja klar, hier, bitte. Vielen lieben Dank, viel Spaß in Malaysia. Und so durfte ich mit 2980 Bidis einreißen tatsächlich. Ja, ich habe an dieser Stelle übrigens ein kleines Angebot für euch. Hat jemand schon mal Bidis geraucht? Zufällig? Oh ja. Und? Ganz normal, siehst du? Ich hätte ein Angebot, denn ich habe 2 Bidis hier dabei heute, die meine Freundin aus Indien geschickt hat. Wer hätte denn mal Bock, eine zu rauchen oder einen nostalgischen Moment zu erleben? Haben wir jemand hier? Wir haben 1, wir haben 2. Okay, verkauft. Das am besten nicht filmen hier. Nummer 1, bitteschön. Und Nummer 2, lasst euch nicht damit erwischen. Bitteschön. Oh weh. Gut, das sind die Bidis. Wir machen weiter mit Malaysia. Ich war da mal wieder mit einer Freundin unterwegs, beziehungsweise mit einem Mädchen aus dem Saarland auch, die ich nicht kannte. Über Instagram haben wir uns kennengelernt. Und sie hat von meinen Plänen auch gelesen und meinte so, hey, wir können das zusammen machen. Ich außer Atem bin, ne? Schlimm. Sie sagte, sie würde das auch gerne mal probieren, würde es nie allein tun, aber wenn ich Bock habe, können wir das zusammen machen. Und das haben wir. Und das ist Jasmin. Wir waren 2,5 Wochen zusammen unterwegs und hatten eine tolle Zeit. Wir wurden sehr schnell mitgenommen, wir wurden eingeladen, wir haben in LKWs geschlafen. Es war alles, was ich mir erträumt hatte für eine erste Tramp-Erfahrung für sie. Und sie sagte am Ende dieser Zeit was Interessantes, dass ich euch heute quasi zitieren will. Sie sagte, Daniel, es war toll, das zu erfahren, wie viel Menschlichkeit existiert. Ich hätte das nie gedacht, dass es so ist, aber dennoch, an der Straße zu stehen und nicht zu wissen, wann ich wieder duschen kann, nicht zu wissen, wo ich heute Abend schlafe, wann uns jemand mitnehmen wird, das wären Sachen, die ich auf Dauer nicht könnte, die mich zermürben würden. Das Interessante für mich war, dass genau das die Dinge sind, die ich am Trampen so liebe, an der Straße zu stehen und nicht zu wissen, wann jemand anhält, nur zu wissen, dass immer irgendwann jemand anhalten wird. Nicht zu wissen, ob ich heute Abend hier in meinem Zelt schlafe oder ob ich in einem Jacuzzi mit Tequila und Weißwein sitzen werde. All diese Ungewissheiten, das sind Sachen, die ich beim Trampen sehr schätzen und lieben gelernt habe. Dinge, die sich für mich immer so ein bisschen angefühlt haben, wie Freiheit zu stehen dort, für mich individuell, wie Freiheit angefühlt haben zu stehen und nicht zu wissen, was passiert. Wie gesagt, das sind die Sachen, die ich so vermisse am Trampen und die ich hoffentlich bald wieder haben werde. Aber gut, wir sind jetzt fast durch. Ich hatte am Ende noch so 3, 4, 5 Wochen Zeit. Wir sind gemeinsam nach Borneo, die 2. größte Insel der Welt, geflogen und ein Teil dieser Insel gehört zu Malaysia. Dort wollte ich mir einen weiteren Kindheitstraum erfüllen. Wer hat schon mal auf einer verlassenen Insel geschlafen? Haben wir jemand? Ja? Okay. Wer würde es gerne mal machen? Ja, doch, ne? Genau. So ging es mir auch, ne? Verlassene Insel, geil, ne? Da schlafe ich mal. Was soll da schon passieren? Ne? Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen gelogen gerade. Eigentlich wollte ich mit Jasmin gemeinsam auf dieser verlassenen Insel übernachten, aber Jasmin hatte Angst vor Eidechsen, vor Krabbeltieren. Und wir kamen an dieser Insel an. Tagsüber wurde dort viel geschnorchelt, da waren viele Touristen. Und das Erste, was wir sehen, als wir dort ankommen, ist so eine Echse, die über den Strand sprintet. Und Jasmin so, okay, ich darf nicht hier. Ich so, okay, gut, ich mach's auch allein. Ne? Wie gesagt, noch ein bisschen mehr Abenteuer, Robinson Crusoe und so. Okay.
Und da stehe ich. Habe ungefähr 83 Bilder gemacht, bis das bei rauskam. Mit dem war ich halbwegs zufrieden. Und ihr seht schon, hinten ist es langsam ein bisschen zugezogen. Denn natürlich hatte ich, warum sollte man das auch tun, nicht nach dem Wetterbericht geschaut. Und tatsächlich, im Grunde, ein heftiger Sturm hat angefangen zu toben an Punkt X. Aber hey, auch das gehört dazu, zu dieser abenteuerverlassene Insel, auf der man nicht schlafen darf, Schlaferfahrung. Und so stand ich dort. Ich habe mir eine Plane aufgespannt, es war ja warm, ne, im Regen getanzt, gesungen und Dinge getan und habe mich wirklich ganz cool gefühlt. Es war ein geiler Abend. Ja, bis es dann irgendwann doch, war ich ein bisschen müde, da habe ich unter diese Plane gelegen, ein bisschen Musik angemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, shit, dieser Plastikmüll, der natürlich auch dort liegt, der kommt immer näher zu mir. Wie kann das denn sein? Und dann irgendwann hat es mir gedämmert, Ebbe und Flut, das existiert, ne, auch in der Realität. Und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, okay, das Wasser steigt, aber ich wusste nicht, wie hoch, ich wusste nicht, wann Höchststand ist. Ich habe mein Zeug zusammengepackt, strömender Regen, Gewitter nach wie vor, Sturm, habe alles auf einen Stein gepackt, der ungefähr so hoch aus dem Strand herausgeragt hat, habe dort drauf gesessen, mein ganzes Zeug, wie gesagt, diese Plane drüber. Und das Wasser stieg und stieg und stieg und es war irgendwann noch so wie von meinem Stein entfernt. Das war so ein Moment, shit, wenn das weiter steigt, ich kann auch nicht mehr zurück dann irgendwann, ich bin ja auf diesem verdammten Stein hier. Es war eine denkbar schlimme Nacht. Ich habe mein ganzes Zeug nochmal gepackt, wollte zum Landesinneren gehen, habe meinen Rucksack schon hochgeworfen, wollte gerade auch hochklettern, das war dann so ein kleiner Waldabschnitt und will gerade hoch und auf einmal sitzt nochmal so eine verdammte Echse vor mir, die mich anzischt und ich habe ja keine Ahnung, was das für Tiere sind in meinem Kopf, direkt irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, sind die gefährlich? Ich weiß nur, ich darf auf dieser Insel eigentlich nicht übernachten. Ich bin am Ende eine Palme hochgeklettert, habe irgendwie da oben dran gehangen, bis es morgens hell wurde und ich zurück konnte. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Also, wenn ihr das mal tun wollt, auf einer verlassenen Insel, auf der du nicht übernachten darfst, tut es entweder gar nicht oder checkt zumindest Wettervorhersagen und Ebbe- und Flutzeiten. Das kann euch dann durchaus vor so einem Erlebnis bewahren. Ich hatte noch so zwei Wochen Zeit in Malaysia. Ich war allein unterwegs wieder, das Trampen dort ging super gut. Ich habe einfach getrampt und Leute gefragt, wo sie hinfahren, was sie sehen sollte. So kam ich über Umwege, wusste ich auch alles nicht, zur zweitgrößten Höhle der Welt. Und dort waren Haufen Touristen gewesen, die meinten so, hey, bist du auch wegen dem Fledermaus-Exodus da, dem größten der Welt? Und ich so, was für ein Ding? Naja, Fledermäuse. Jeden Tag, wenn das Wetter mitspielte, strömten dort Millionen, Milliarden von Fledermäusen raus in diesen Formationen. Eine halbe Stunde lang ging dieses Spektakel, ununterbrochen fledermäusig. Ich wurde beim Trampen zu einem Golfturnier eingeladen. Ich habe am Fuße des Kinabalus gezeltet und wurde am nächsten Tag beim Trampen kostenfrei an meinem Fuß tätowiert. Es sind so viele Geschichten, über die ich noch sprechen könnte. Aber wie gesagt, selbst in einem Buch würden die niemals alle passen. Aber erneut, das nochmal als deine Erinnerung, es passiert so viel Absurdes beim Trampen, ist mir passiert zumindest, über das ich heute nicht sprechen konnte. Stattdessen kommen wir zum letzten Land, meiner letzten Geschichte, erstmal bevor wir dann über den letzten Abend und die Schlussworte sprechen. Ich bin zu Josh, einer der beiden, die mich mit dem Longboard und dem Skaten in Polen besucht haben, nicht der mit der Ritterrüstung, der andere. Und Josh hat in Hanoi damals unterrichtet. Und ich dachte mir, komm, so die letzten 9 Tage waren es noch gewesen, deiner Reise bei einem Freund ausklingen lassen, dich nochmal langsam auf Deutschland vorbereiten. Das ist eine gute Idee und so bin ich zu ihm. Er musste, ist auch sehr interessant für die, die es nicht kennen, einen sogenannten Visums-Run vollführen. Was heißt das? Sein Vietnam-Visum ist ausgelaufen. Was tust du? Naja, du verlässt das Land für ungefähr 4 Sekunden, reist dann nochmal ein und bekommst ein neues Visum. Und so bin ich mit Stocki nach Laos getrampt, gemeinsam 1500 Kilometer. Auch sein erstes Trampen, auch er hatte richtig viel Spaß. Wir sind dann, also er ist dann für 3 Sekunden in Laos eingereist, dann nochmal zurück, neues Visum, alles klar, wir trampen nochmal zurück in die Heimat. Und dann einen dieser 3 Tage, wo wir unterwegs waren per Anhalter, hatte ich Geburtstag gehabt, mir wurden Oreo-Kekse geschenkt, wir wurden zum Mittagessen eingeladen, wir wurden abends zu Bier eingeladen. Und das alles von Menschen, die noch nicht mal wussten, dass ich Geburtstag hatte. Wir haben abends hier im Hilton Hotel übernachtet, ich und Stocki gemeinsam in diesem Zelt. Es war sehr kuschelig warm gewesen, aber es war dennoch vielleicht sogar der schönste Geburtstag meines Lebens gewesen. Es war so schön, auch mal von diesen Menschen beschenkt zu werden, die nicht mal wussten, dass du Geburtstag hast. Einfach nur, weil sie helfen wollen, weil sie dir als Tramper irgendwas geben wollen. Und so habe ich meine Reise beendet. Wir zeigen jetzt nochmal diesen kleinen Bildblock mit Musik und dann werde ich nochmal über den letzten Abend meiner Reise sprechen. Das ist mir noch sehr wichtig. Und dann gibt es, wie gesagt, die Schlussworte. Dann machen wir in ungefähr 10 Minuten Feierabend und ihr könnt endlich nach Hause. Aber erstmal viel Spaß mit den Bildern von Etappe 4 und an dieser Stelle schon mal Entschuldigung für die musikalische Untermalung.
Ja, das waren die Bilder, Etappe 4, gerade Zentralasien, Indien, wunderschöne Landschaften, kann ich euch sagen. Aber wie gesagt, bevor wir zum Schlusswort kommen, will ich noch über meinen letzten Abend sprechen, den letzten Abend meiner Reise. Den habe ich nämlich nicht irgendwie mit Feiern verbracht, sondern ich habe für mich selbst gelernt, dass ich diese letzten Abende meiner Reisen gerne alleine verbringe und einfach nochmal über diese Reise nachdenke. Ja? Und so bin ich bei Josh oben auf die Dachterrasse gegangen, habe mir vorher ein paar Dosen Bier gekauft, habe mir Zigaretten gedreht, mir Musik angemacht, habe nach oben in den bewölkten Himmel gestarrt und nochmal an all die Momente meiner Reise zurückgedacht, an die lustigen Momente, an die Ritterrüstung aus Gips, an den Lachs in Riga, an Amman, an ehemalige Kriegsbunker in Skandinavien, an Kanikani und Fanikani natürlich auch. Aber klar, denkst du in so einem Moment auch an die traurigeren Momente, an innere Kämpfe, an zerbrochene Lieben, an Menschen, die mich mit ihren Schicksalsschlägen zu Tränen gerührt hatten, an Oha, an Kemo, an Sultan, an Frode. Und ich dachte an so viele weitere Gesichter, Menschen, die ihr heute Abend aus Zeitgründen gar nicht kennenlernen konntet, aber Menschen, die alle eines gemeinsam haben. Sie haben meine Reise auf irgendeine Art und Weise bereichert. Sie haben mir geholfen. Sie haben ihren Weg auf meinen Rucksack gefunden in Form von ihren Namen oder Zeichnungen. Sie haben mich zum Lächeln gebracht. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe natürlich auch in so einem Moment an die Orte gedacht, an die Viktoriafälle, an Sanddünen, an Petra, an wunderschöne Fjorde in Skandinavien. Aber es waren immer wieder die Gesichter dieser Menschen, die an mir vorbeigezogen sind. Menschen, die mir gezeigt haben, wie viel Menschlichkeit auf unserer Erde existiert. Und für diese Erfahrungen könnte ich nicht dankbarer sein. Genauso wie die Tatsache, heute Abend vor euch stehen zu dürfen auf so einer Bühne und genau diese Geschichten mit euch teilen kann und euch hoffentlich auch ein Stück weit zeigen konnte, wie viel Menschlichkeit auf diesem Planeten existiert. Und ja, ich weiß, es fällt nicht immer leicht, sich darauf zu besinnen, gerade in Zeiten wie diesen, aber vielleicht macht es das umso wichtiger, es dennoch zu tun, sich einzugestehen, dass es natürlich leider viele schlimme Menschen gibt, es geschehen leider viele, viele schlimme Dinge, aber gleichzeitig gibt es unendlich viele tolle, hilfsbereite, wundervolle Menschen, die diesen Planeten zu genau dem machen, was er ist, ein wundervoller Ort, ein Ort, an dem Wunder geschehen, auch wenn diese Wunder leider nicht immer dort geschehen, wo wir uns sie gerade wünschen würden. Danke. Dankeschön. Wir sind noch nicht fertig. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Zum Schluss, bevor ich das Schlusswort fasse, will ich noch kurz über die Zukunft sprechen. Erstmal für heute Abend die Zukunft. Nach der Show werde ich direkt rüber zum Tisch gehen. Wenn ihr ein Buch wollt, wenn ihr schon eins habt oder eins mitgebracht habt, ich schreibe gerne was rein. Bitte die Menschen, die gleich nochmal weiter müssen, viele müssen ja sicherlich auch morgen arbeiten, was haben wir 20 nach 9 jetzt, die nur kurz was reinhaben wollen, lasst sie zuerst kommen, jeder, der noch quatschen will mit mir, darf das gerne tun, macht es am besten dann am Schluss. Ich werde, nachdem ich signiert habe, muss mal mit Frank nachher reden, vielleicht noch kurz ein paar Sachen wegräumen, aber ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen hier bleiben. Also wenn ihr Zeit und Bock habt, wir können gerne draußen noch vielleicht auf ein Bier, auf eine Zigarette ein bisschen quatschen. Und selbst wenn nicht, ihr dürft mir liebend gerne schreiben auf Insta, auf Facebook, per E-Mail, WhatsApp. Schreibt mir gerne, gebt mir Feedback. Ich freue mich riesig über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auch gerne. Ich helfe euch gerne weiter, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt. Und wie gesagt, so viel zur aktuellen Zukunft, zur Zukunft von heute Abend. Ich will natürlich auch über die, ein bisschen langfristigere Zukunft sprechen. Ich will nächstes Jahr wieder reisen gehen. Ich will nächstes Jahr im späten Frühjahr nach Kanada fliegen und von dort, wie damals mal geplant, nach Süden, nach Chile, bis einmal ganz nach unten trampen. Und ich würde mir in diesem Zuge gerne in Südamerika eine neue Heimat aufbauen. Ich würde erstmal gerne einen Ort finden, an dem ich das möchte. Denn ich liebe Deutschland, aber hier fehlen mir besonders zwei wichtige Dinge, für mich wichtige Dinge. Nummer eins, ein ganzjährlich warmes Wetter und Nummer zwei, ein warmes Meer. Und das sind beides Dinge, die ich so leider hier nicht finden kann und die ich hoffentlich in Südamerika finden werde. Ich
ich würde mir gerne irgendwo in Südamerika eine Familie aufbauen, Kinder haben. Ich würde gerne soziale Projekte gründen, die ich dann auch vor Ort unterstützen und betreuen kann. Und, jetzt wird es noch mal interessanter, ich möchte mir den Kindheitstraum von einer kleinen Strandbar erfüllen. So, ja. Und für euch, ne, ihr seid natürlich, wenn das funktioniert, irgendwann mal in, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen, dort mal vorbeizuschauen. Und auf meinen Shows oder mittlerweile auch im Buch gibt es ein exklusives Codewort, mit dem ihr das erste Getränk aufs Haus bekommen werdet. Ihr müsst es euch aber merken, ne? Wie gesagt, oder falls ihr vergesst, ihr seid, kauft einfach das Buch, das ist, ne, quasi das Schummeln. Ihr seht schon, ich versuche alles hier. Das Wort, nun ja, ist das Lieblingswort, mein Lieblingswort der deutschen Sprache. Ich habe euch anfangs gefragt, ich verrate euch jetzt mein Lieblingswort. Und zwar lautet das Codewort für meine hoffentlich irgendwann mal existierende Strandbar: Dunstabzugshaube. Okay? Speichert ihr euch ab, kommt mich besuchen, so, yo, Daniel, Dunstabzugshaube, und dann gibt's ein Getränk aufs Haus. Aber wie gesagt, vielleicht dauert es noch ein bisschen, 5 Jahre, 6 Jahre, wer weiß das schon. Was ich genauer weiß, ist, dass ich in ungefähr 6, 7, 8 Monaten wieder an der Straße stehen werde und wieder trampen und wieder warten, mal 2 Sekunden, mal 20 Stunden, bestimmt auch irgendwann mal noch länger, darauf warten, dass wieder eines der Autos anhält. Und auch dann wird das definitiv geschehen. Und auch nach 53.000 Kilometern, die ich getrampt habe, werde ich nicht den leisesten Schimmer davon haben, welche Anekdoten mich womöglich auf diesem Beifahrersitz erwarten könnten. Und ganz ehrlich, ich freue mich riesig, riesig darauf, das bald nochmal herauszufinden. Und so möchte ich diese Show mit dem Anfangsgedanken auch beenden, abschließen. Ich habe Ernest Hemingway zitiert und über das Vertrauen Fremden gegenüber gesprochen. Und ich denke, es gibt grundsätzlich 2 Extreme. Das grundsätzliche Vertrauen Fremden gegenüber und das allgegenwärtige Misstrauen Fremden gegenüber. Und ich denke, dass wir uns alle, oder fast alle, irgendwo in der Mitte ansiedeln. Und das ist vollkommen okay. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Beides hat seine Vorzüge. Ja? Wenn du niemandem vertraust, wird dein Vertrauen nicht ausgenutzt. Ich meine, du vertraust ja nicht. Wie soll es ausgenutzt werden, wenn du jedem Mensch erstmal grundsätzlich vertraust? Nun ja, dann läufst du zumindest Gefahr, dass dein Vertrauen früher oder später ausgenutzt wird. Aber du wirst natürlich im Gegenzug sehr viele Momente erleben, Erfahrungen machen, die du sonst versäumt hättest. Aber wie gesagt, jeder muss es selbst für sich entscheiden. Ich würde mir aber wünschen, wenn ich vielleicht dem einen oder anderen hier vielleicht so einen ganz, ganz kleinen Schubs in Richtung Vertrauen geben konnte. Denn eine Sache kann ich euch versprechen an dieser Stelle. Wenn ihr euch irgendwo in Richtung Vertrauen Fremden gegenüber ansiedelt, wenn ihr den Fußspuren eines Fremden folgt, dann werdet ihr Dinge kennenlernen, von denen ihr noch nicht einmal wusstet, dass ihr nichts von ihnen wusstet. Und das war kein Ernest Hemingway, das war aus dem Disney-Film Pocahontas. Merzig, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön, Dankeschön. So, bevor die Disney-Polizei erneut zuschlägt, unterbrechen wir das an dieser Stelle und ich erspare euch den Rest des wunderschönen Pocahontas-Songs. Ich will nochmal ganz lieb Danke sagen dafür, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß erneut. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr was spenden würdet. Nochmal PayPal-Links und Kontodaten auch in der Beschreibung dieses Videos. Generell freue ich mich riesig über Feedback. Ja, kommentiert gerne, schreibt mir gerne persönlich Nachrichten über Social Media, gerne auf WhatsApp auch. Ihr dürft es natürlich gern liken. Diese klassischen Sachen, um die immer gebeten wird, bei jedem YouTube-Video gefühlt. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Je nachdem, wann ihr das hier seht, werde ich vielleicht schon wieder am Reisen sein, von Kanada nach Chile trampen. Ihr dürft genau dieser Reise natürlich auch gerne folgen. Und abschließend will ich euch nur nochmal alles Gute wünschen. Bleibt gesund und habt Vertrauen. Vertrauen in das Schicksal vielleicht, vielleicht in Gott, aber vor allem in euch selbst. Das ist meiner Meinung nach das wichtigste Vertrauen, das es gibt. Vertraut in euch, vertraut in das, was ihr tut oder vorhabt. Und
ja, alles Gute auf diesem Weg. Jetzt nochmal für euch, wie versprochen eben, das komplette Video von den Menschen, die ich am Ende meiner E-Show nochmal gezeigt habe. Viel Spaß damit und bis hoffentlich bald. You taught me the code.